Schönen guten Abend, meine Damen und Herren, zur 59. Ausgabe vom Hankenstag. Heute mal wieder ein etwas anderer Gast. Ich hatte das vorhin schon in meinem Stream gesagt, aber wir haben heute mal wieder jemanden da, der nicht mit diesem ganzen Influencer-Grippe-Ding zu tun hat, sondern der an dem anderen Ende arbeitet, was wir nämlich konsumieren. Aus einem Studio, was man meinen könnte, dass aus Deutschland kommt und schon das ein oder andere Spiel mal released hat. Naja, und die anderen beiden, Pappenheimer und ich selber, ja. Also, wir haben Special Guest sozusagen, hallo. Stell dich doch kurz mal vor, Michael. Ja, du nimmst mir die Vorstellung ja schon weg. Oh, Entschuldigung. Kein Problem. Mein Name ist Michael und ich arbeite beim deutschen Entwicklerstudio Deck 13 Interactive in Frankfurt am Main. Wir haben zuletzt veröffentlicht The Surge. Genau. Vorstellung genug? Ja, ich würde gerne noch so ein paar Spiele aufzählen. Was, ach so. Was ist denn dieses? Wie wird das ausgesprochen? Ank. Ja, okay, zur Historie von Deck 13. Gegründet wurde die Deck 13 im Jahr 2001. Damals bekannt geworden, vor allen Dingen in Deutschland, durch Point-and-Click-Adventures, unter anderem wie Ank. Ank war quasi auch so die erste Reihe von Deck 13. Später dann kamen Spiele wie Jack Keen oder Haunted. Und dann gab es dann den ersten Schritt in den Rollenspielsektor mit Morhun, Tiger and Chicken. Das war das einzige bisher jemals veröffentlichte Rollenspiel im Morhun-Universum. Und es war spielerisch echt gut. hat nur leider keiner damals bemerkt, glaube ich. Ja. Dann später Venetica, den internationalen Durchbruch dann mit Lords of the Fallen gehabt und zuletzt halt The Surge. Seit einiger Zeit auch als Publisher im Indie-Bereich unterwegs. Hier am bekanntesten dürfte in Deutschland auch sein das Spiel Crosscode. Genau. Das ist so. Da, für dieses Unternehmen arbeite ich als PR- und Marketing-Manager und manage eben so das Indie-Publishing. Großartig. Wie lange bist du schon dabei? Jetzt bei Deck 13 oder in der Spieleindustrie? So generell in der Spieleindustrie. Ach du liebe Güte. Angefangen habe ich witzigerweise tatsächlich schon mit 16. Und ich bin jetzt 30. Ich habe damals angefangen zu schreiben für diverse Magazine als Redakteur. Nicht so sehr wegen der Spiele, sondern eher, weil es mir ums Schreiben ging. Ich konnte damals schon sehr, sehr gutes Deutsch und kann es, glaube ich, auch immer noch, zumindest in schriftlicher Form. Verbal ist das immer so eine Sache. auch schon damals mit sehr bissigem Humor, was ja zum Beispiel auch der Slap sehr gut kennt. Und habe damals dann halt mit dem Schreiben angefangen. Später dann beim Studium ja auch damit quasi das Studium mitfinanziert, unter anderem als freier Redakteur für Hinz und Kunst, wer halt gut gezahlt hat. Und habe meine Abschlussarbeit bei der damaligen Bitcomposer GmbH geschrieben und zum Thema Marketing im Videospielbereich, das genaue Thema jetzt aufzuzählen wäre zu lang, das würde den Stream sprengen, und wurde dort dann als Producer übernommen, habe dann lange, lange, lange Jahre als Producer gearbeitet in der Branche und bin dann meine Güte, das sind bald 2 Jahre, zu Deck 13 gekommen. Also, ich habe schon so einiges durch. Ja, das war ja kurzer Lebenslauf. Ja, quasi. Quasi, ja. Wie sieht's denn aus so generell? Wie waren die letzten 2 Wochen? Die letzten 2 Wochen? Mhm. Das sind so generell die Standardfragen, die am Anfang immer rein müssen. Die letzten 2 Wochen, viel zu tun. Wir bereiten gerade den Release von Wartile vor. Das ist so ein Strategiespiel. Ich weiß nicht, gab es neulich bei Filmmann im Stream. Der hat von hier aus, von dieser Couch aus gestreamt. Ich sitze quasi da, wo der große Phil saß mit seinem Hintern. Ja, ich sitze jetzt in seiner Sitzkuhle. Meinst du jetzt groß im Sinne von Umfang oder? Fettshaming. Ey, komm, Dude. Das kannst du interpretieren, wie du möchtest. Okay. Ich liebe Phil, er ist super. Und das heißt, damit war ich sehr beschäftigt, weil so eine Veröffentlichung von so einem Titel ist schon nicht ganz unaufwendig immer wieder. Und des Weiteren ist es so, dass Deck 13 im Moment an einem unangekündigten Projekt arbeitet und das natürlich auch eine ganze Menge Zeit konsumiert. Ja, damit verbringe ich so die Wochen im Moment. Und ihr zwei, was habt ihr so getrieben? Das ist übrigens kein Fettschämen, ich bin selber dick, okay? Ich mach mich selber über mich lustig, also chill mit der Ruhe hier. Ey, ich habe auch eine Wampe, also von daher alles gut. Ist ja süß, okay. Sitz, sitz. Ja, ich habe die 2 Wochen Sims gespielt. Das ist gerade. Ja, es ist schlimm. Okay. Das wird immer besser.
Sims. Ich habe ein bisschen kreativ gemacht und gekocht. Fleißig gewesen. Viel getan. Dinge, Dinge, Dinge. Nächste Woche ist Dreamhack. Ja. Ich habe fast nur noch Sims gespielt. Bei mir war es eher Videospielearm. Ich habe ein paar Tage gestreamt. Da habe ich dann The Abilions gespielt. Das muss ich sagen, gefällt mir sehr gut. Auch wenn ich noch keine Map durchgezockt habe, bis jetzt. Obwohl jetzt bei der ich gerade bin, sieht es sehr gut aus. Auf 55%. Aber das könnte was werden. Ansonsten habe ich anderweitig Dinge getrieben. Viel geschrieben. In 2 Tagen 27 Seiten habe ich geschrieben. Jetzt. Ach stimmt, dein Kochbuch. Genau, mein Kochbuch. Ja. Willst du jetzt auch noch anfangen zu kochen hier, ha? Nee. Ich koche auch nur mit Wasser. So. Ich wollte gerade sagen, mit Wasser und Seife. Ansonsten habe ich mir das Wochenende in den Wanz vollgeschlagen, weil es interessiert eh keinen. Von daher, ja. Das waren meine letzten 2 Wochen. Du siehst aber so schlank aus. Naja, es war ja nur am Wochenende. Davor habe ich gemacht und getan. Gut. Richtig. Aber du siehst wirklich gut aus, wenn ich das mal so sagen darf, ja? Danke. Besser als sonst. Nicht so abgeledert und abgeranzt irgendwie. Irgendwie ausgeschlafen. Ja. Naja. Jetzt reicht es aber auch wieder mit den Komplimenten, ne? Danke. Wollte ich gerade sagen. Ist Schluss jetzt hier. Nun, ich sage einfach, was ich 2 Wochen gemacht habe. Ich habe Tarkov gespielt, so kurz vorm zu Ende. Punkt. Immer noch? Natürlich immer noch. Was los? Immer noch? Ah, ich habe Monster Hunter gespielt, ist mir ständig abgeschmiert, der Mist. Ja. Mir ist 3-mal die PlayStation eingefroren. Herzlichen Glückwunsch. Habe ich dann ausgebaut. Aber du hast auch die Pro, oder nicht? Nee, hat er nicht. Nee, ich habe die normale noch. Für die Pro hat es leider nicht gereicht, die Twitch Moneys. Ja. Ach Mensch. Ja. Kann ja nicht jeder so toll sein wie du. Ja. Tut mir leid. Vielleicht später. Mal gucken. Ja, aber ansonsten habe ich habe Metal Gear Survive habe ich mir angeguckt. Naja, ich sag mal, man hat sich bedient an Metal Gear Solid, hat die Map kopiert von Metal Gear Solid 5 und hat daraus ein Spiel gemacht. Ungefähr fühlte sich das an. Ja, nee. War jetzt nicht so der Kracher. Nee. Ist auch keiner mehr, der was kann. Wie? Ja, bei Konami. Wir können nur noch Pachinko-Maschinen zusammenbauen. Ja, jetzt geht das wieder los. Jap. Die werden ja auch ohne den jungen Mann dann noch was zusammenkriegen irgendwie. Naja, der junge Mann hat seine ganzen klugen Köpfe mitgenommen. Ja, nicht nur der junge Mann. Ja, gut. Dann lass es halt so sein, aber trotzdem wird auch wohl ein Studio was hinkriegen. Das wird es auf jeden Fall nicht. Für 40 nee. Euro. Aber ansonsten habe ich habe heute Subnautica angefangen. Das war sehr großartig. Das erste Mal Subnautica? Nee, zweite Mal. Aber es ist viel, viel Zeug drin, muss ich sagen. Gefällt mir sehr gut. Wann hast du es das letzte Mal gespielt? Oh, schon lange her. Bestimmt ein Jahr oder was? Okay. Ist es jetzt also besser? Weil von einem Jahr habe ich es auch ungefähr gespielt. Also es gibt viel Content, muss ich sagen. Hm. Das ist schon, bietet einiges, ja. Auch Story? Naja, du weißt ja, wie ich Tooltips lese, ne? Aber vorher war es halt so... Irgendwann, so nach 5 Stunden, musstest du einfach nur noch von Biom zu Biom düsen und Sachen scannen. Und das war dann langweilig. Und das, da hatte ich dann keinen Bock drauf. Aber wenn du jetzt sagst, dass sie das ein bisschen besser eingearbeitet haben. Okay. Also zumindest spricht eine KI mit einem und sagt, was man machen muss. Ja, alles klar. Das ist schon besser. Jo. Also das definitiv bringt schon mal was. Ach so, und ich habe mir eine Switch gekauft. Oh. Aha. Okay. Schau was? An. Und? Da ist kein Tarkov drauf. Da läuft kein Tarkov drauf, das ist richtig, ja. Das fand ich auch scheiße. Ich weiß nicht, ich habe doch keine Ahnung, was ich da. Also ergonomietechnisch ist das Müll, Verarbeitung, Müll, spieletechnisch Nintendo Shop, großartig. Also das finde ich wirklich, bringt den Anreiz mit. Aber ansonsten ist das Ding genauso, wie ich mir das vorgestellt habe. Müll. Hast du den Pro Controller? Ich kaufe mir für 70 Euro gerade keinen Controller extra noch dazu. Ja, dann. Aber, ja, ich kann ich verstehen. Kann ich verstehen. Ich finde das auch eine Schweinerei. Ich finde so den Indie-Shop von der Switch ziemlich geil. Also für Indie-Games ist das echt nett. Ja.
Also der Shop, ohne Witz, was der an Spiele bietet, großartig. Ja, die Qualität ist sehr hoch. Es ist wirklich großartig, was der Shop anbietet. Also das muss ich ganz ehrlich sagen, da war ich sehr überrascht und bin sehr erfreut, dass sie das machen. Aber so, wie gesagt, an sich, dass das Gerät per se jetzt so, wenn ich es mal in der Hand hatte, ist wirklich Käse. Bolognese. Also schon allein, dass man das Ding so komisch halten muss, ist sehr... Ja, ist halt für Kinder. Selbst dann nicht. Also, I don't know, ich weiß nicht. Also es ist halt, die Handgelenke sind immer so eingeknickert und so. Soll ja jeder machen, wie er will. Aber ich finde es sehr unschön. Ich auch. Ich habe auch, ehrlicherweise muss ich zugeben, persönlich habe ich keine Switch, weil meine Hände zu groß sind. So, meine Finger sind zu lang. Das heißt, bei mir ist das dann irgendwie so, dass ich dann immer das Gefühl habe, die Sticks gleich abzubrechen oder auch die Buttons irgendwie. Wenn ich mit meinem Daumen drauf drücke, dann drücke ich gefühlt zwei Buttons auf einmal. Und das ist privat für mich nicht zu verwenden, leider. Also ich habe gestern, glaube ich, eine Dreiviertelstunde gespielt oder so auf dem Ding. Und dann musste ich es aber auch erstmal weglegen. Also wenn du eine vernünftige Unterhaltung für Erwachsene haben willst, brauchst du den Pro-Controller leider. Das ist das Problem. Ich finde diesen Controller, wenn du die zwei Sticks draufklickst und damit spielst, fühlt sich einfach unfassbar schlecht an. Mhm. Das ist einfach unterste Schublade. Und dagegen hat halt der Pro-Controller wiederum echt Qualität. Das ist halt... Und dann fühlen sich die Spiele auch gleich 100.000 Mal besser an. Deswegen. Kannst du den dann auch theoretisch ohne die Dogging-Station benutzen? Den Pro-Controller? Ich hab's noch nicht zum Laufen bekommen. Kurz mal auf den Chat zu reagieren, was nämlich Drakon sagt, ist nämlich auch ganz wichtig, so aus Entwicklersicht. Es ist bei der Switch völlig egal, wie man da jetzt dazu steht, aber die Software-Sales bei dieser Konsole, und da hat er völlig recht, sind ziemlich enorm, also auch für Indie-Entwickler. Ich bin mit sehr vielen Leuten in der deutschen Szene auch in Kontakt und auch international, und jeder ist erstaunt über das, was über den Shop an verkauft wird. Das ist absurd. Deutlich wohl über den Zahlen von Microsoft und Sony im Moment. Also ich habe gestern... Nee, also im Indie-Bereich. Vorgestern habe ich, glaube ich, über 1,5 Stunden den Shop durchgescrollt. Und das hat kein Ende genommen. Also ja, also das ist wirklich, muss ich Nintendo wirklich zusprechen, das ist absolut der Wahnsinn, was da alles drin ist. Und vor allen Dingen nicht nur Scheiße, sondern wirklich sehr gute Spiele. Ja, wir veröffentlichen im März in etwa auch unseren ersten Switch-Titel, also für den wir aus dem Publishing haben, Flat Heroes. Und das ist sehr vielversprechend aus bisweilen. Also ich freue mich so. Ich werde, denke ich mal, viele Indie-Titel da ausprobieren, auf jeden Fall. Ich schicke dir deinen Key. Bitte! Gib her das Ding. Ja, aber sonst habe ich nichts getan, ne. Nicht wirklich. Gut, ich freue mich auf die DreamHack, da werde ich ein bisschen mehr Switch spielen wahrscheinlich. Auf der DreamHack? Ja, so auf dem Weg dahin. Ach so. Und im Hotel danach und so, keine Ahnung. Ja, aber also ich muss ganz ehrlich sagen, wenn der Pro-Controller nicht unterwegs geht, dann sehe ich das echt. Ich müsste es nochmal ausprobieren. Ich habe es letztens nicht zum Laufen bekommen. Da wollte ich mich ins Bett legen und schnell den anmachen und dann irgendwie wollte er nicht. Der hat zwar dann noch weiter vibriert. Nee, das Ding ist unter... Also wirklich, wenn du es vergleichst mit anderen Controllern, dann ist das echt Müll. Auch diese zwei kleinen Sticks, die sind so für kleine Kinder, damit sie unterwegs auf ihrem Tablet halt Mario Kart spielen können. Aber den Rest kannst du vergessen. So für mobil okay, aber ich mag die Analog-Sticks nicht und die Knöpfe sind viel zu klein und nee. Das ist qualitativer Schrott. Gut, die Vibrationsmodule sind ganz cool da drin. Jo. Besser als sonst wo, aber sonst. Das stimmt. Nee. Nun gut, aber wir wollen ja nicht die ganze Zeit über die Switch reden, sondern eventuell uns auch mal um unseren Gast kümmern, nicht wahr? Weil der hat ja nicht unbedingt nur was mit der Switch zu tun, sondern auch mit einem großartigen Spiel wie The Surge. Echt? Ja. Hab ich noch nie gespielt. Oh Mann. Es tut mir wirklich leid. Ich hab's mir vorgenommen. Ne? Ich hab auch nur zugesehen. Bis jetzt bei jedem Entwickler so. Ich hab's gespielt. Ja, Slap hat gelitten. Ja. Hast du es durchgespielt? Nein. Hab ich nicht. Ich hab's, glaube ich, einen Tag oder zwei Tage vor Release habe ich es damals gespielt. Ich fand's ganz witzig. Was mich dann gestört hat, aber das habe ich auch schon
euch gesagt, war die mangelnde Abwechslung dann im Level-Design. Das habt ihr ja mit dem DLC, glaube ich, ganz gut behoben, so wie ich es ja gesehen habe letztens. Haben wir. Nee, war auch tatsächlich einer der größten Kritikpunkte bei Surge, dass den Leuten dann irgendwann, dass sie, viele haben gesagt, naja, dann ist dann halt so den Entwicklern die Ideen ausgegangen oder so, beziehungsweise sie haben sich ein bisschen zu sehr auf dieses Thema konzentriert, dass das Spiel halt in einem Firmenkomplex spielt und deswegen war alles dann nur noch drinne und das fanden die Leute nicht so cool. Dann haben wir halt mit dem DLC einfach mal einen Vergnügungspark an die Firma dran gesetzt und Maskets. Was? Was? Ein Vergnügungspark. Da gibt es jetzt einen Vergnügungspark? Ja, Mann. Ist das groß, das DLC? Ja, so reine Spielzeit, wenn du für Anfänger würde ich tippen, also die so wirklich ich habe Dark Souls und Bloodborne gespielt. Okay, dann 4 Stunden für dich. DLC. Oh, ich liebe Vergnügungsparks. Das war auch, muss ich zugeben, das ist so, ich hab's da. Also ich habe das sogar damals bestellt und mein Mann hat sich das dann mal angeschaut, aber er ist mit diesen Souls-like-Game. Also er kam bis zum ersten Boss. Ich bin ganz stolz auf ihn. Das ist schon mal, ne? Wobei ihm solche Sachen gar nicht liegen. Für mich ist das Einzige, was mir einfach so gar nicht zusagt, ist eben, dass es zu Industriehalle. Ich habe überall nur Industriehalle gesehen und ich so, ich will aber Wald. Und schöne Sachen und so ein bisschen. Ja, es war halt wirklich so einer der größten Kritikpunkte, so, dass auch gerade gegen, also am Anfang ist man ja noch draußen, dann ist man eher drinnen in einem sehr großen Komplex und dann kommt man nochmal raus und ab da geht es dann wirklich eher mehr so in die Firma rein, wobei es dann später nochmal sich so ein bisschen auflockert, aber es spielt halt trotzdem innerhalb der Gebäude. Und dann kam das Spiel auf den Markt und 2 Wochen später wurde uns dann gesagt, ey, übrigens, wir brauchen einen DLC und wir so, cool, das freut uns aber, dass das Spiel so erfolgreich ist. Und ja, dann ging dann die Ideensuche los. Und wir haben ja diesen Rüstung im Spiel, die Iron Mouse. Das heißt, wenn du 5 Münzen sammelst, dann kannst du so eine Rüstung finden oder dir freischalten, quasi ein riesiges stählernes Mauskostüm darstellt. Und das ist die Iron Mouse, das ist auch unser offizielles Firmen-Shirt, also die Iron Mouse. Wenn du die irgendwo siehst, dann weißt du, derjenige gehört zu Deck 13 oder ist sehr gut mit uns befreundet. Das war eigentlich nur so ein Gag, weil unser Artist, der das damals geschaffen hat, der ist ein riesen Iron Man-Fan. Mhm. Er hatte das, und wenn ihr euch die alten Iron Man-Comics anschaut und dieses Shirt seht, also gerade so die ersten Ausgaben davon aus den 50ern, 60ern, glaube ich, dann erkennt man da schon so eine gewisse Parallele und daran, da sind auch diverse Comics irgendwo im Spiel versteckt. Das, ja. Jedenfalls wurde dieses Kostüm, beziehungsweise diese Rüstung schon am ersten Tag des Releases entdeckt und ist irgendwie so ein bisschen viral gegangen und die ganze Zeit haben wir irgendwelche Anfragen wegen Iron Mouse bekommen. Jeder fand das irgendwie total witzig. Ich nehme an, dass das die ganzen Fashion Souls Spieler sind und naja, dann war bei uns relativ schnell klar, okay, die größten Kritikpunkte waren zu Gegnerdesign könnte ein bisschen abwechslungsreicher sein und das Leveldesign muss abwechslungsreicher sein. Und das Spiel nimmt sich manchmal zu ernst, beziehungsweise ist zu, ja, es ist zu industrial. Dann haben wir uns so überlegt, okay, lass uns doch all diese Punkte einfach mal angehen und mit sämtlichen dieser Punkten komplett den Boden aufwischen. Also haben wir einen Vergnügungspark gebaut, in dem die Maskets amok laufen. Ja. Könnte genau dein Ding sein, Sali. Gute Idee. Was ist der Level, also Mini-Level, Mindestlevel? So, du kommst direkt ab, Gott, wenn ich spiele, dann habe ich ein Weapon Proficiency von 6 und ein Core-Level von 27 Maximum. Das heißt, du kommst ja schon im zweiten Level zum ersten Mal rein, ja, im zweiten Abschnitt. Wir haben das quasi mitten in den Spielverlauf integriert. Das heißt, es ist nichts, was du nach dem Spiel spielst. Und okay. Kannst jederzeit dort quasi rein, nachdem du den ersten Boss gelegt hast. Okay. Das heißt, du fährst mit der U-Bahn dann in den Komplex und da ist dann der Eingang drin. Ja, da gab es unten noch diese eine Station. Vom letzten Level aus kam man da früher mit der Bahn zurück. Und diese Station haben wir umgebaut und da fährt jetzt ein Train direkt in den Vergnügung. Ah. Also die ganzen sogar Spoiler schon jetzt gerade hier. Ja, das ist ja kein Spoiler in dem Sinne. Das ist nur so, wie kommst du überhaupt in den Park rein. Was im Park passiert, bleibt im Park. Großartig.
Wie geht ihr denn da so ran? Also ich meine, The Search war ja jetzt schon doch ein bisschen größeres Spiel. Ja. Also der größtes. Wie viele Leute habt ihr denn im Team, die daran arbeiten? Darfst du das sagen? Bei The Search haben im Durchschnitt 45 Menschen jeweils 2,5 Jahre dran gearbeitet. Wobei, also im Schnitt, im Moment sitzen in Frankfurt 65 Mitarbeiter. In unserem Hamburger Studio, das sind die Jungs, die an Transocean und Transroad, das heißt so Wirtschaftssimulationen vor allen Dingen, gearbeitet haben, sitzen nochmal 7 Leute. Aber 65 Leute in Frankfurt haben gegen Ende hin auch The Search entwickelt. Im Verlauf der Entwicklungszeit sind natürlich ein paar gegangen und ein paar neu gekommen. Das ist halt so, wie das halt in normalen Jobs auch ist. Manchmal findet jemand was anderes und geht dann weg. Wir haben einer unserer Kollegen ist zum Beispiel zu Massive nach Schweden gewechselt damals. Falls du zusiehst, hallo Mike, schöne Grüße nach Schweden. Jedenfalls, also ja, wir sind so 65 Mann, da kommen dann natürlich aber noch Outsourcing-Sachen dazu. Das heißt, ganz viel Art-Bereich wird auch noch ausgelagert nach China oder was weiß der Geier wohin. Von dort kriegen wir dann wiederum Assets, die wir dann nochmal überarbeiten. Und es arbeiten sehr, sehr viele Menschen mit. Wenn du dir die Credits anschaust, ich habe die, glaube ich, auch irgendwann mal bei Mobi Games eingetragen. Das sind 200, 300 Leute geschätzt, die dann aktiv irgendwo dran mitgewerkelt haben. Wo würdest du dich so im Spektrum zwischen Indie und AAA einordnen? Was ist Indie? Ja, eben. Was ist AAA? Was ist AAA? Ja. Also, schwierig. Das Problem ist mit Indie die Definition von Indie. Ja? Manche definieren Indie so, der muss in der Garage sitzen, darf keinerlei Ansporn haben, mit seinem Projekt jemals Geld zu verdienen. Ansonsten, wenn sich jemand als Indie bezeichnet, kriegt er auf die Fresse und dann heißt es, you're not Indie, fuck you. Ich erinnere dann diesen großartigen Clip von vor einigen Jahren. Und ich sag mal, Deck 13 ist ein unabhängiges Studio. Ja? Wäre auch eine Definition von Indie. Wir gehören uns selber. Die Anteile von Deck 13 hält Deck 13. Das heißt, klar, wir sind Publisher finanziert, das heißt, die Publisher bezahlen die Projekte, aber wir sind ein unabhängiges Studio. Macht uns das jetzt zu einem Non-Indie-Studio oder sind wir zu groß für ein Indie-Studio? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Das kommt halt ganz auf die Definition drauf an. Sind wir schon im AAA-Bereich angekommen? Auch schwer zu sagen. Ich glaube, das müssen die Leute da draußen selber beurteilen. Wenn du du wirst auf jeden Fall, jedes Indie-Spiel wird am Ende auch mit AAA-Produkten im 100-Millionen-Bereich verglichen. So, das ist schwer zu sagen, wo man sich da einordnet. Einordnung insgesamt immer so ein bisschen fragwürdig. Ich unterscheide eher zwischen guten und nicht so coolen Spielen. Ja, glaub, gut, da brauchen wir ja nicht fragen. Eure Spiele sind ja wahrscheinlich alle gut. Nee, nicht alle. Ja, man greift auch mal daneben. Also Deck 13 hat garantiert auch schon, beziehungsweise sie sind nicht für jedermann. Ja? Es gibt genügend Leute, die The Search nicht mögen. Das ist auch okay. Die haten dann auch schön, das ist auch okay. Kann man alles machen. So, es kommt halt immer auf den persönlichen Geschmack drauf an. Hate ist auch Werbung. Hate ist auch Werbung. Hate ist auch Werbung, klar, auf der einen Seite. Aber weißt du, es gibt ja auch Spiele zum Beispiel, die ich jetzt privat nicht spiele. Ich streite zum Beispiel PUBG nicht ab, dass es ein großartiges Spiel ist, aber ich spiele es halt nicht, weil es ist mein Genre. Ja, deswegen ist es für mich persönlich als Spieler wäre es dementsprechend ein schlechtes Spiel, aber ich weiß ja, dass es nicht mein Fall ist, deswegen kritisiere ich es einfach gar nicht, weil ich bin nicht die Zielgruppe davon. Ja. Blöd ist halt, wenn sich jemand das Spiel kauft, der nicht die Zielgruppe ist und es dann doof findet und dann hatet. Also es kann halt passieren. Ne? Du steckst nicht drin. Gab es einen sehr interessanten Artikel auf Polygon die Tage darüber. Ich weiß nicht, ob den jemand gelesen hat. Also Abuse in Games, in Gaming Industry, wo dann die Leute irgendwie ein Spiel kaufen, denen gefällt es nicht und dann schreiben sie auf Twitter an den Entwickler, fick dich, ich brenne dein Haus nieder. Das ist Tatsache, das passiert genau so. Also kennen wir auch. Ja, ich habe damals an einem Projekt mitgearbeitet, Jack the Lions Back in Action. Ich hoffe, da sind jetzt keine Leute aus der Jack the Lions Community im Chat, weil die haben das damals nicht so gut aufgenommen, weil es von Jack the Lions 2 gilt als eines der großartigsten Spiele aller Zeiten. Ja. Und es war Turn-Based und Back in Action war ein Real-Time mit Pause-Modus.
Und das Spiel war echt okay. Ja, am Ende hat auch weniger dieser Modus das abbekommen. Fakt ist aber, noch während der Entwicklung haben damals Leute von dem Entwicklerstudio, von einigen Leuten dort, die Telefonnummern, die privaten Telefonnummern rausgesucht und dann Telefonterror bei denen betrieben und so ein Kram und haben die dann zu Hause gestalkt und denen Eier an die Scheibe geschmissen. Also, das ist völlig gaga. Ich schweife ab, Entschuldigung. Nee. Sind schöne Beispiele für wie weit Anonymität im Internet gehen kann. Wo du jetzt gerade von ich nenne es mal negatives Feedback gesprochen hast, ja. wie schwer ist es, in den Genre reinzukommen oder reinzutreten, wo schon so ein Riesenplatzhirsch unterwegs ist? Mit The Search zum Beispiel. Es ist ja nur ein Platzhirsch unterwegs bisweilen. Ja, eben. Oder war. Jetzt gibt es ja auch noch Nio und Search. Nee, klar, ich sag mal so, wenn du jetzt in den Shooter-Bereich reingehen würdest, ne, da ist dann die Konkurrenz mit Platzhirschen viel, viel größer und da schwellt dir nicht gleich so viel Negativkritik entgegen, weil es ja schon genügend Alternativen gibt, die auch schon in diesem Bereich unterwegs sind. Da gibt es aber jetzt diesen einen Mega-Platzhirsch und du gehst in ein Genre rein und die Leute sagen, oh, das wird garantiert nicht so und dann kommt erstmal eine ganze große, kommt diese riesige Hasswelle auf einen, über einen drüber und die schwappt so drüber. Und wenn du die überstanden hast, geht's eigentlich. Ja gut, wenn es sonst nichts ist. Danach weißt du ja, was auf dich zukommt. Nein, Quatsch. Bei Lords of the Fallen, als Lords rauskam damals, war es dann halt so, dass, also ich glaube, ein ganz großes Problem war, dass es wirklich als Dark Souls Klon vermarktet wurde und deswegen auch eine ganze Menge Hass abbekommen hat aus dieser Community, weil die Leute genau das erwartet haben, was Dark Souls ist und es war einfach kein Dark Souls. Es war ein eigenes Spiel und hätten die Leute es als eigenes Spiel wahrgenommen, wäre es vielleicht viel besser weggekommen. Bei The Search, das wurde von unserem Publisher Focus jetzt deutlich besser vermarktet. Das wurde nämlich als eigenständiges Produkt einfach gesehen. Klar, viel Targeting auf Souls Community, aber die Eigenständigkeit wurde einfach nach vorne gestellt und ich glaube, das hat sehr, sehr geholfen, auch dem Spiel insgesamt dann, dass es halt nicht eben diese Mega-Hasswelle abbekommt. Hm. Aber klar, ich meine, wir kriegen immer noch hier teilweise Hass-E-Mails oder aber auch wiederum Mails, die dann sagen, hey, voll geil, dass ihr das macht und hoffentlich macht ihr weiter. Hoffe ich auch. Wir haben es auch vor. Also weiter, ich mein, zu arbeiten. FromSoft hat auch nicht mit Demon's Souls angefangen. FromSoft hat auch ein paar Spiele vorher schon entwickelt gehabt über 10, 20 Jahre. Ne? Also das vergessen halt viele. Viele sehen nur Souls und dann denken sie, oh ja, Demon's Souls, damit haben sie angefangen und das war super gut, direkt von Anfang an. Und das müssen jetzt alle kriegen. Ne? Davor gab es schon ein paar Reihen, die komplett, ich will jetzt ja, nicht sagen Schmutz, weil ich sie nicht gespielt habe, aber ich glaube, es hat einen Grund, warum sie keiner kennt. Ja, das ist halt, weißt du, wenn ein neues MMO auf den Markt kommt, wird es immer mit der Stabilität und dem Erfolg von World of Warcraft gemessen. Ja. Und dabei vergessen die Leute, als World of Warcraft auf den Markt kam, war das Ding halt buggy bis zum Umfallen. Ich habe vor WoW was ganz anderes gespielt für mich. Ich habe alles an Dark Age of Camelot gemessen. Darf ich ganz kurz was auf den Chat antworten? Ja, klar. Okay, da kommt nämlich gerade, wo ist Lords of the Fallen 2, beziehungsweise seid ihr bei Lords of the Fallen 2 noch dabei oder macht das TI Games alleine und wenn mit der Flash Engine oder einer anderen? Lords of the Fallen 2 wurde von TI Games damals angekündigt. Ich habe zuletzt gelesen, dass es wohl aus der Konzeptphase draußen sein soll, beziehungsweise die Konzeptionsphase sei abgeschlossen. Wir wurden nicht mit der Entwicklung beauftragt. Wir wissen aber auch nicht, ob das jetzt TI Games intern entwickelt, alleine entwickelt oder ob ein externes Studio damit beauftragt ist. Die Fletch Engine gehört zu 100% Deck 13 und dementsprechend ist es wahrscheinlich nicht mit der Fletch Engine. Wir wünschen dem Studio, welches damit beschäftigt ist, aber alles Gute und hoffen, dass das ein Riesenerfolg wird. Okay, weiter im Text. Ja, ich reagiere halt, das sind so die klassischen Fragen, die ich immer wieder mal gestellt bekomme und hat man gar nicht mitgekriegt. Das kam ja wie aus der Pistole, das hörte sich an wie ein Tonband. Ja, ein bisschen immer abgewandelt, aber im Prinzip die Kernaussage bleibt die gleiche dahingehend. Das heißt, ihr entwickelt eure Engines alle komplett selbst und habt nicht irgendwie... Nee, früher nicht. Früher haben wir auf Ogre gesetzt. Okay. Klar, auf eine stark modifizierte Variante davon, aber es war dann irgendwann an der Zeit für was Eigenes. Klar, wir könnten jetzt irgendwie auch Unreal oder Unity verwenden. Unser Hamburger Studio zum Beispiel verwendet Unity. Mhm. Das ist halt aber auch unser experimentelles Team, mehr oder weniger.
Und hier in Frankfurt verwenden wir halt unseren Eigenbau. Es hat sich einfach so ergeben, dass es technisch gesehen Sinn gemacht hat. Wenn du was Eigenes hast, dann kannst du es einfach deinen eigenen Wünschen viel besser anpassen. Und je nachdem, was du machen willst, ich sag mal, klar kannst du mit der Unreal arbeiten, ja, aber dann musst du, wenn du nicht willst, dass es unbedingt aussieht wie das typische Unreal Engine Spiel, eigentlich den Renderer austauschen, ja? Also, oder Renderer umschreiben. Und wenn du jemanden hast, der den Renderer umschreiben kann, dann macht es einfach Sinn, deine eigene Engine gleich zu bauen, weil dann kannst du gleich alles customizen. Dann brauchst du dir nicht den Stress machen. Am Ende hast du sonst nämlich eine Engine, die so hochgradig modifiziert ist von ihrem Ursprungswert, dass ein einfaches Engine-Upgrade durch jetzt Epic Games einfach bei dir ein vollkommenes Chaos auslösen würde. Das heißt, du kannst diese Engine-Upgrades gar nicht mehr mitnehmen und dann ist doof. Sprich, wir sind einfach Fans von unserer eigenen. Und The Search hat auch auf der Fletch Engine. Mein Gott, ist das schwierig genau. zu sprechen. Fletch. Das sah aber schön aus. Ja, wir sind auch sehr stolz drauf. vor allen Dingen, war ja jetzt auch hier bei Digital Foundry, wurde ja auch unter die Top 7 gewählt für die Technik des Jahres. Übrigens, kleine Anmerkung zum Plankenstand von letztem Mal. Digital Foundry hat eingesehen bei dem einen Spiel, ich weiß jetzt gerade nicht, wie es heißt, dass das Video nicht ganz so cool war. Und sie machen da einen Retest, weil ich hatte mir neulich nochmal den letzten Plankenschnack angeschaut. Oh, jetzt stehe ich gerade auf dem Schlauch, ich weiß gar nicht mehr. War dieses Wipeout-artige. Ach so. Ah, ja, genau. Ja, stimmt. Und Digital Foundry macht da jetzt ein neues Video zu, weil sie da tatsächlich wohl eine etwas ältere Version zugesehen haben. Aber das nur am Rande. Ja. Ich habe das Search noch nie gesehen. Was? Hä? Oh, wow. Ich weiß nur, dass da einer rumturnt und dann in Fabriken unterwegs ist. Ich besitze dieses Spiel noch nicht mal. Ich habe gerade mal nachgeguckt, weil ich wollte es eigentlich, als es rauskam, wollte ich spielen, aber ich bin nicht mal im Besitz dieses Spiels. Weil ich wollte jetzt wirklich nachgucken, wie schön das ist. Ich wollte mir das jetzt installieren und nebenbei schnell mal anmachen. Nun, das muss ich wohl noch nachholen, was? Ja. Für welche Plattform hättest du gerne einen Key? Ja, nee, das machen wir später. Ich muss ja jetzt hier independent dastehen und sagen, ich unterstütze Entwickler. Gerade deutsche Studios. Nee, jetzt mal ohne Scheiß. Wir sind auf die technische Seite sehr, sehr stolz. Also gerade so das Lightning ist, glaube ich, sehr, sehr geil geworden. Auch die Tatsache auf den Konsolen. Ich weiß nicht, Sepp, wie lange hast du fürs Spiel gebraucht? Ich? Ja. Ich hab's also ja nicht durch. Okay, also. Aber schon 2 Tage, das heißt, wenn du 8, 16, schon ein paar Stunden, ne? Ja. Ja, ich glaube, so durchschnittliche Spielzeit bleibt bei 25 Stunden. Mhm. Auf der Konsole ist das Ding halt gerade mal 6 GB groß. Das ist halt echt so. Das ist gut. Ja. Das ist cool. An so 50 GB Spiele denke. Übrigens, da kam eben wieder die Frage aus, warum The Surge keinen Multiplayer-Koop hat, weil es von Anfang an als Singleplayer-Spiel konzipiert war. Wir finanzieren unsere Spiele nicht selber, wir sind Publisher finanziert und da existieren dann Verträge. Da einigt man sich auf so gewisse Grundkonzepte, beziehungsweise auch schon umfangreichere Konzepte. Und dann ist das Ganze quasi ein Vertrag, an dem man sich auch zu halten hat. Und ein Multiplayer ist extrem teuer zu realisieren. Und bei The Search war es so, dass wir uns mit Fokus halt auf das geeinigt haben, was am Ende auch rausgekommen ist als Spiel. Und das ganz ehrlich, das Kampfsystem, so wie es im Moment ist, mit dem Combo-basierten, würde nicht im Koop funktionieren oder im Multiplayer. Genauso das Level-Design ist auch nicht drauf ausgelegt. Und Multiplayer-Fähigkeit der Fledge-Engine, irgendwann, also wir würden gerne irgendwann mal garantiert auch Multiplayer-Sachen machen, wer weiß. Schauen wir mal, was die Zukunft so bringt. Naja. Also, ja, wir haben es auf unserer Liste, dass wir das irgendwann mal machen möchten. Also, wenn ich es kurz ein Soul-like nennen darf, auch wenn es natürlich nicht so... Nee, darfst du, klar. Ich meine, mittlerweile ist es eine Art Genre-Bezeichnung. Ja, ist genau. Einfach so. Okay. Ich spiele die sowieso immer offline. Also ich brauche nicht einen Multiplayer dafür extra. Ich kann verstehen, wo der Reiz herkommt, auch mit so Passwortsystemen und mit diesem, dass man nebeneinander spielt und dann sich Leute holen kann, die einem helfen beim Boss und so, aber brauche ich jetzt nicht. Also... Was ich ganz gerne mal mache, ist so One-on-One. Ja? Mhm. Aber da
Weil das ist auch immer, das ist halt, da brauchst du so eine geringe Latenz, dass das wirklich geil kommt bei so Nahkampf, gerade bei Nahkampf, bei Shootern auch schon. Wobei bei Shootern ist Latenz leichter auszugleichen. Weil wirklich hier Schwertkampf oder Axtkampf oder Morgensterne oder was weiß ich, das ist schon, das richtig gut hinzubekommen, das ist kostenintensiv. Ja. Dauert auch. Wie sind denn bei euch die Pläne? Also wenn ihr jetzt, sag ich mal, ihr plant jetzt ein Spiel. Du bist ja seit 3 Jahren, hast du gesagt? Ja, ne? Seit 3 Jahren? Nee, 2. Seit 2 Jahren bist du dort. Ja. Wenn ja irgendwas in der Puschen steht, dann weißt du es ja. Also wie fangt ihr das an? Setzt ihr euch an den Tisch zum Beispiel, der da hinten im Hintergrund steht und zeichnet da irgendwas auf Papier? Oder sagt ihr einfach, ey, ich hab jetzt Bock auf Tetris? So, vor dem Tisch steht noch ein Kicker, aber an den setzen wir es nicht. Nee, ich mein den ganz hinten, ja. Ach so, also so eine grobe Idee existiert ja schon immer in eine Richtung, in die man gehen will. Ja, wir haben ja auch eine gewisse Struktur, das heißt, wir haben einzelne Departments, diese Departments haben dann einen Head-Off, diese Head-Offs sitzen dann in Gruppen zusammen, dann haben wir natürlich noch eine Geschäftsführung, die auch irgendwie was machen möchte. Aber im Endeffekt, So eine ganz grobe Richtung ist ja mehr oder weniger durch das, was man zuletzt gemacht hat, auch irgendwo ein bisschen vorgegeben. So ganz grob. Das heißt, man weiß schon so etwa, in welche Richtung man vielleicht gehen möchte oder könnte. Und was dann passiert ist bei uns, es werden sogenannte Fokusgruppen gebildet. Heißt, es gibt dann Oberthemen. Ja, sowas wie, keine Ahnung, gehen wir jetzt mal von The Search aus. Da gibt es eine Gruppe, die heißt Level Design. Story, hier Kampfsystem oder Features, und dann kann sich jeder hier von der Firma für diese Gruppen eintragen. Das ist dann quasi so, hey, das ist meine Favorite-Gruppe, darin würde ich als zweites rein und da will ich halt auf gar keinen Fall rein, und dann wird dann zusammengewürfelt. Dann aber arbeiten diese Gruppen quasi die Konzepte erstmal unter sich. So, die bestimmen dann auch gleichzeitig einen in ihrem Team, der quasi dann den Lead dieses Teams übernimmt. Der setzt sich mit den anderen Leads der restlichen Gruppen zusammen und dann wird erstmal geguckt, okay, was habt ihr erarbeitet und dann was habt ihr erarbeitet und wie bringen wir das Ganze jetzt zusammen? Dann bildet sich so langsam so ein gewisser, ja, so ein bisschen, so ein Cluster raus, an dem man dann arbeiten kann. Dann wird wieder in diese Gruppen gegangen, dann wird wieder diskutiert, okay, wie können wir jetzt diese Sachen damit einbauen? Und so geht das dann weiter und das geht relativ zügig, dass man dann ein ganz gutes Konzept zustande bringt. Dann wird angefangen dran zu arbeiten nach und nach. Weil als erstes steht immer diese Konzeptionsphase bei uns eigentlich im Vordergrund. Also das heißt, ihr habt nicht irgendwie extra Leute, die den ganzen Tag da sitzen und sich neue Konzepte überlegen und Ideen, sondern ihr seid wirklich das Team. Nee, das entsteht dynamisch bei uns. Das, ja. Ich habe irgendwo mal dieses Zitat gelesen, warum jeder irgendwie in die Spielindustrie will, der jetzt nicht unbedingt Programmierer ist oder Grafiker. Das liest man auch tatsächlich sehr oft, da kriege ich auch sehr oft Anfragen zu. Also ja, ich kann jetzt nichts so wirklich, aber ich habe so, oder hey, ich hab da voll die geile Idee, voll das geile Konzept. Und viele wollen irgendwie in diese Industrie mit diesem Hintergedanken so, ich habe doch geile Ideen für Spiele. Das reicht halt mal eigentlich nicht, weil es gibt nicht diesen einen Idea-Guy. Ja? Es gibt niemanden, der die eine Idee hat. Mhm. Also das habe ich auch noch in keinem anderen Studio und bei keinem Publisher zuvor gesehen, dass irgendjemand einfach nur eine Idee hat und die wurde 1:1 umgesetzt. Da wird ja immer dran gefeilt. Ja? Jeder hat Ideen. Ich habe tausende Ideen und manche davon nehmen dann meinetwegen auf irgendein Projekt Einfluss, andere wiederum nicht. Und so geht das hier mit jedem. Es gibt niemanden bei uns, der allein für die Idee verantwortlich ist. Das wäre auch verantwortungslos, weil nur weil einer eine Idee hat, heißt das nicht, dass die unbedingt gut ist. Ja, jede Idee ist an für sich schon mal fehlerhaft. Und die Fehlerhaftigkeit einer Idee erkennst du nur, wenn du auch andere Leute fragst und dir Feedback von anderen holst. Und das ist extrem wichtig. Vor allen Dingen, vielleicht ist deine Idee sogar sehr geil, aber sie könnte noch viel, viel geiler sein. Ja? Sie könnte geil hoch 2 sein. Nur du weißt es noch nicht. Deswegen ist das extrem wichtig, dass auch andere damit bestimmen können. Nee, wir haben natürlich niemanden, der dann nur damit beschäftigt ist, irgendwelche Konzepte sich auszudenken. Wir haben gar nicht die Teamgröße, um an mehreren Projekten gleichzeitig im Moment zu arbeiten. Ja gut, aber ich meine, solange ihr solide, also ich sag mal, The Search war, also ich habe es nicht gespielt, aber The Search war ja solide, denke ich mal, weil ihr nicht zugemacht habt, also muss es ja gepasst haben. Wir haben sogar ein DLC gemacht, also das sagt alles über das Spiel aus, weil
Wenn ein DLC zu einem Spiel machst, der vorher nicht geplant war, dann kann man sich nicht beschweren, ne? Ja, eben. Wie sieht's bei euch aus, wenn wir gerade über Publishen und Ideen gesprochen haben? Wie sieht's bei euch mit Steam aus so? Meinst du? Seid ihr Freund davon? Seid ihr Feind davon? Also wie ist der Stand zu Steam? Natürlich jetzt, weil ihr geht ja dort auch hin, aber denkt ihr, dass Steam eine gute Sache ist oder eher was Schlechtes? Das ist was, wo ich eigentlich nur persönlich drauf antworten kann, weil da hat jeder eine eigene Meinung im Endeffekt zu. Ne? Das heißt, ich spreche jetzt nicht unbedingt für die... Also doch, wir als Firma finden Steam großartig, weil das ist einfach, bietet dir einfach einen Zugang zu einem riesigen Markt. Aus persönlicher Sicht würde ich mir wünschen, dass sie ein bisschen an dem Visibilitätsproblem arbeiten. Ich weiß, The Search jetzt so funktioniert auf Steam ganz gut, wobei es auf Konsolen deutlich besser funktioniert, einfach weil die Community da eher auf den Konsolen zu finden ist am Ende. Aber auch auf Steam lief es ganz okay. Und aber da steckt halt auch Budget dahinter. Ja? Da steckt auch eine ganze Menge Marketingbudget dahinter. Das heißt, dieses Spiel bekommt seine Sichtbarkeit irgendwo. Ich meine, das war 2 Wochen vor Release auf Platz 4 bei Twitch. Das muss ich mehr sagen. Ja? Also da steckt richtig Geld dahinter. Und dann geht das auch auf Steam ganz gut. Aber wenn mir jetzt zum Beispiel, wenn ich mir jetzt den Indie-Markt angucke und ich bin ein riesen Fan von Indie-Titeln, ja? Slap ja auch, und die haben einfach dieses Problem, wie schaffst du es, überhaupt die Leute auf deine Steam-Seite zu bekommen? Ich meine, es kommen jeden Tag 17 Spiele raus und da sind solche geilen Perlen dabei, die so richtig Bock machen. Ganz ehrlich, ich habe nicht mal die Hälfte dieser Perlen auch nur gesehen bisher. Das hängt damit zusammen, dass natürlich die Spielepresse als Beispiel hauptsächlich sich auf das konzentriert, was Klicks bringt. Das hängt damit zusammen, dass die Streamer das spielen, was ihnen Zuschauer bringt. Ja? Und das ist alles okay. Das Problem ist, ich habe einen sehr speziellen Geschmack, was Spiele angeht. Und Steam empfiehlt mir persönlich eigentlich nur das, was ich nicht spielen wollen würde. Ja? Selbst bei mir, und ich habe echt schon eine ganze Menge Zeug gekauft und habe da eigentlich eine sehr ausgefeilte Bibliothek. Und eigentlich, selbst ich könnte mir Spiele empfehlen. Warum kriegt das Steam nicht hin? Ja? Warum kriege ich sowas wie PUBG vorgeschlagen, wenn ich sage, ey, sorry, aber interessiert mich nicht? Es taucht sogar bei mir auf, selbst in diesen, hey, willst du dir das anschauen? Und das Problem ist, dass diese Spiele oftmals zu wenige Reviews haben. Ja? Die haben unter 100 Reviews auf Steam. Da kannst du davon ausgehen, die haben einfach nichts verkauft und das tut mir leid. Aber das tut mir weh, weil das ist schade, weil die einfach so geilen Scheiß gebaut haben. Und ich werde diesen geilen Scheiß leider niemals sehen. Warum? Weil mir niemand sagt, dass es das gibt. Ich kann es gar nicht erfahren. Und dafür können diese Studios nichts. Die tun alles Menschenmögliche dafür, bekannt zu werden und schaffen es einfach nicht. Und ich weiß, wie das ist, weil ich beschäftige mich damit auch jeden Tag im Endeffekt. Und es ist sehr, sehr schwierig, Aufmerksamkeit zu generieren. Und wenn du nicht mal eben 5.000, 10.000 Pfund über hast, um dir Rock Paper Shotgun einfach mal eine Woche ein Side-Branding zu kaufen, das ist schwer. Und da könnte eigentlich Steam eingreifen und sagen, okay, wir personalisieren diesen Shop viel mehr. Ich meine, ganz ehrlich, Amazon kriegt es auch hin. Amazon weiß schon, was ich morgen kaufen will. Ja? Warum weiß das Steam nicht? Und das ist eigentlich echt ärgerlich, weil da so viele gute Spiele, ja, Perlen vor die Säule geworfen werden. Und das tut mir weh. Und betrifft mich jetzt persönlich erstmal nicht. Aber deswegen mag ich Steam eigentlich eher so lala. Ich finde es eine großartige Plattform, die aber massive Probleme hat. Das hat er auch... Deswegen hatte ich dich das gefragt, das hatte der junge Mann von Tarkov gesagt, dass sie das auch vermeiden, weil sie so alleinstehend mehr Aufmerksamkeit kriegen würden, als wenn sie bei Steam wären. Ja, davon gehe ich aus. Es macht für die dann irgendwann Sinn, auf Steam zu gehen. Ja, ja, genau. Aber die haben es irgendwie geschafft, das vorher hinzukriegen. Wobei auch schon dieses irgendwie schaffen, vorher das hinzukriegen, ne? Da kannst du eine Münze werfen. Das klappt. Ja. Entweder du bist Flappy Bird oder du bist es nicht. Das, es ist nicht ganz einfach. Das ist schade. Ja, sehr. Aber Twitch hilft, habe ich gehört. Twitch hilft, ja, aber versuch mal irgendwie 100 Streamer zu überzeugen, dein Spiel zu spielen. Das ist gar nicht so einfach. Nee. Ich mache das auch jeden Tag, Mann. Ja? Bei mir hast du noch nichts gesagt. Ha? Bei mir auch nicht. Mich hast du auch noch nicht gefragt.
Sali habe ich jetzt auch Keys gegeben. Ja, Nils, bei dir weiß ich, weißt du, die Sachen, die ich jetzt hätte, ich weiß nicht, ob die dich interessieren würden. Ich meine, du bist nicht so, weißt du, ich könnte dir den Key zu Crosscode geben und du würdest es wahrscheinlich nicht spielen, weil es ist halt so eine Art Secret of Mana, JRPG-Style. Ja. Slap ist das, wäre, glaube ich, ein Riesenfan. Sali wäre, glaube ich, auch ein Riesenfan. Nils, Nee. Ja, du würdest nee. Wahrscheinlich im Strahl kotzen und das ist auch okay. Nee, ich hätte dann schon gesagt, nee, du kannst lieber lass mal. Nicht. Lass mal lieber nicht. Ich hätte auch noch einen Plattformer. So, Shits und Giggles ziehe ich mir sowas auch mal rein. Definitiv. Also, ja, wenn es rauskommt, werde ich Crosscode auf jeden Fall spielen. Das sieht schon sehr, sehr gut aus. Ja, kommt im Juni wahrscheinlich. Hm. Hoffen wir mal. Aber das hört sich, ich habe bei dem Pixel damals schon gesagt, ich gucke mir Chroma gar nicht, ich habe mir Chroma gar nicht mal hier angeguckt. Siehst du? Ich hab Chroma. Genau das ist übrigens auch das Ding, ja? Genau das ist das Ding. Das Problem, vor dem ganz viele tausende Indie-Entwickler da draußen stehen, die geben Keys an die Streamer und die sagen, ey, geil, das gucke ich mir an und dann. Nee, ich sage mal von vornherein so, dass wenn, also ich guck's mir an, aber ich weiß nicht wann. Aber es hat echt Spaß gemacht. Also. Das ist echt, also das Ding ist ja, das sind immer gute Spiele, aber wie Michael schon gesagt hat, du guckst ja auch selber, dass das bei dir so geht, ne? So, also ich sag mal, wenn ich jetzt, nehmen wir einfach mal fiktiv, ich würde jetzt, was ist denn Holly nochmal sein Lieblingsspiel, wie heißt das nochmal? Binding of Isaac. Wenn ich jetzt Binding of Isaac anmache, dann denken die Leute so, ey, Dizzy, willst du mich verarschen? Wem willst du jetzt hier aufs Korn nehmen? Ja, nee, das ist nicht Hashtag-Sponsor, das ist Crosscode. Bitte? Moment. Tipp einfach was in den Chat. Dann nerv ich dich nicht. Crosscode? Nee, du kannst ruhig. Das kann ich auch machen. Fragt einer, welches Spiel ich erwähnt habe. Ja. Danke, Nanja. Ja. Danke, Slap. Und ich bin zu langsam, es tut mir leid. Alles gut. Alles gut. Aber das ist dann halt auch, irgendwann hast du halt so deinen Geschmack gefunden, dann bist du da auch irgendwie gebrandet, ne? Und dann ja, klar. Versuchst du da halt auch nichts. Also ja. Ich meine, ich probiere wirklich schon noch super viel aus. Aber es ist auch schon weniger geworden. Aber JRPG würde ich niemals anfangen. Ich habe einmal Final Fantasy gespielt, nie wieder. Ist das ein JRPG? Naja. Final Fantasy 15, muss man dazu sagen. Ja, Final Fantasy 15. Ja. Und ja, nee, danke. Tschüss. Auf wieder. Probier mal Eternal Sonata. Eternal Sonata, das hat mich damals konvertiert, auch mal hin und wieder ein JRPG anzuschauen. Ist das bei Steam? Nee, auf Konsole. Okay. Aber dann, ich weiß gar nicht, ob es abwärtskompatibel ist. Es kam noch zu PS3 und Xbox 360 Zeiten raus. Großartiges Spiel. Egal. Ne, du kannst also, sag nicht immer egal, führe ruhig deine Gedanken aus, das ist gut, weil dann stehen Gespräche. Und ja, aber ich schweife dann gleich wieder so weit ab, weißt du, und dann rede ich, habe ich so viel Redezeit und so weiter und dann könnt ja, ihr die, nicht... Dafür bist du ja da. Damit Leute auch mal hinter die Kamera gucken können, in die Köpfe. Aber auch der Chat sagt hier, jemand aus dem Chat sagt, und zwar Sahnekekse, dass Eternal Sonata ein super schönes Spiel ist. Ich auch. Ich liebe die Pfirsichplätzchen. Das ist Wahnsinn. Und das alle ist jetzt so ein Codewort für. Nee, Pfirsichplätzchen sind da so quasi so die Heil-Items gewesen am Anfang. Okay. Du spielst quasi den Fiebertraum, beziehungsweise den letzten Traum von Chopin. Deswegen ist sehr viel mit Musik auch wiederum zu tun hat. Mm. Ziemlich abgespaced, ziemlich freaky und deswegen, damit kannst du dann aber auch wiederum erklären, warum diese Welt so völlig gaga ist. Ja, weil du ja eh den fieberwahren Traum spielst, der ist ja damals dann Traum da dran. Ich hatte damals persönlich zum Beispiel JRPGs immer für mich konsequent ausgeschlossen, vielleicht mit diesem Kampfsystem, mit diesem jetzt wirst du random in einen Kampf gezogen, dann ist erstmal Pause und jetzt kannst du in einer Liste zwischen 500 verschiedenen Kampfattacken aussuchen und das musst du dann machen und das hatte ich nie Bock auf dieses Kampfsystem und dann ist mir erst vor einem Jahr, glaube ich, aufgefallen, dass JRPGs schon lange nicht mehr so sind und mittlerweile viel dynamischer funktionieren. Ja. Und dann habe ich erst dieses Genre für mich entdeckt. Ja, Crosscode ist jetzt auch kein JRPG, muss man ja eher so halt. Nur so von oben. Stilistisch gesehen ist es halt, ist es an JRPGs angelehnt, aber es ist näher an Secret of Mana dran, beziehungsweise auch an hier fast Winstick-mäßig Gamepad-Spiels. Ja, actionlastig. Cool. Twin Sticks mag ich. Mhm. Wiederum.
wo wir jetzt bei Steam waren, gehen wir doch einfach mal zur nächsten Krankheit. Wie ist das so? Also ich weiß nicht, du, das geht an dich persönlich. So Early Access-Geschichten und so? Siehst du das als Krankheit an oder denkst du, dass das okay ist? Es ist okay. Wir arbeiten auch mit kleinen Studios zusammen, die viel mit Early Access machen. Early Access kann, wenn es richtig eingesetzt wird, ein Spiel sehr, sehr gut machen. Ich kann wieder das Beispiel Crosscode nehmen gerne. Das hat im Moment 96% positive Zustimmung bei über 2000 Reviews. Und es ist seit 2 Jahren im Early Access und die Story ist immer noch nicht abgeschlossen. Wird dann hoffentlich, wie gesagt, dieses Jahr dann endlich soweit sein. Ohne Early Access wäre das so in dieser Form nicht möglich gewesen. Einerseits, klar, um die Entwicklung als solche zu finanzieren. Auf der anderen Seite aber auch, um Feedback zu bekommen. Ja? Wenn ein Entwicklerstudio von Anfang an einplant, sagen wir mal 1 oder 2 Jahre im Early Access zu verbringen und auch bis dahin schon durchfinanziert ist, also das heißt, das Budget hat das auch wirklich durchzuziehen, dann kann das richtig geiler Scheiß sein. Weil du wirklich auf deine Community hören kannst die Fehler, die du machst, ausmerzen kannst. Das bedarf allerdings auch des Willens, diese Fehler überhaupt auszumerzen und die Akzeptanz, dass man nicht perfekt ist oder dass man vielleicht nicht die geilste Idee hat. Das beinhaltet aber auch die Möglichkeit eines Scheiterns und das sollte man als Käufer von Early Access Spielen immer in Betracht ziehen, ja? Dass ein Spiel nichts werden kann am Ende. Weiß man vorher meistens nicht. Wenn Early Access aber richtig angegangen wird, dann kann es echt eine schöne Sache sein. Es gibt leider sehr viele Studios, die das eben nicht so tun und die das als Cash-Out oder als Hoffnung auf den Cash-Out verwenden. Ja? Ich kann dir sagen, das ist nicht der Fall. Die meisten von diesen Studios verdienen einfach nicht genug, um sich lang genug am Leben zu halten und die Spiele fertig zu entwickeln. Also das ist viel eher die Realität. Ja, die verkaufen vielleicht dann 900 bis 1200 Einheiten. Die Realität auf Steam ist doch die, dass 75% der Spiele, die auf Steam sind, auf Lifetime gerechnet, unter 1000 Einheiten verkaufen. Ja? Das durchschnittliche Spiel auf Steam verkauft sich auf Lebenszeit 6000 Mal. Hm. 75% davon verkaufen unter 1000 Einheiten. So. Die meisten davon dürften Indie-Spiele sein und Early Access-Titel. Du kannst mir nicht sagen, und da kann auch der Chat sagen, was er will, sei es mir tut, das hat nichts mit Cash-Out zu tun. Die Leute haben einfach nur völlig falsche Vorstellungen von Umsätzen in der Spieleindustrie und von wie viel Geld tatsächlich dann gemacht werden kann überhaupt. Und ich glaube, viele Studios gehen da völlig mit einem völlig falschen Blick dran. Ich habe mich mit so vielen auch schon unterhalten auf diversen Messen. Die haben absurde Vorstellungen, was du im Early Access an Geld überhaupt machst. Ja? Ja. Die sagen dann so, oh ja, im ersten Jahr 50.000 Einheiten. Leck mich am Arsch. Wisst ihr, was 50.000 Einheiten für einen Umsatz bedeuten? Da reden wir fast von 1 Million, Mann. Ja, das ist ordentlich. Also, das ist richtig viel Geld. 50.000 Einheiten zu verkaufen ist verdammt schwer. Hm. Mann, das ist verdammt schwer. Das glaubt man immer nicht. Aber wenn du dir anguckst, wie viele Spieler haben im letzten Jahr denn überhaupt über 1 Million Einheiten verkauft? Wisst ihr es? Nein, wie viele sind? Ja, PUBG. ja. So, und dann sieht es schon wieder dünner aus. Es sind vielleicht 10, 20 Spiele, wenn überhaupt. Wie viele sind rausgekommen? 1000. Und unter den 10, 20 Spielen sind dann nicht mal so die Mega-Hits dabei teilweise, die AAA-Blockbuster. Das heißt, es ist ein super brutaler Markt. Und die Leute, die Studios, die sind leider, das ist leider so, die sind naiv. Die wissen nicht, was auf sie zukommt. Die können es auch nicht wissen. Klar, sie könnten es googeln und versuchen rauszufinden, aber Das ist auch vielleicht für eine gewisse Realitätsverweigerung. Ich bin mir da nicht so ganz sicher, aber du hast halt so diese Vorstellung, boah, du hast dieses geile Spiel vor dir oder diese geile Idee von einem Spiel und dann bringst du es raus und dann verkaufst du am ersten Tag 900 Einheiten. Dein gesamter Businessplan, den du dir ausgerechnet hast, falls du überhaupt einen gemacht hast, ja, du hast einfach gehofft, vielleicht am ersten Tag 20.000 Einheiten und hast erstmal genug Geld, um dein Spiel fertig zu entwickeln. Das ist nicht der Fall, Mann. Du brauchst vorher das Geld, um dein Spiel bis zu Ende entwickeln. Und dann macht Early Access Sinn. Ansonsten ist das dein sicherer Tod. Ja, du gehst da drauf und kein Mensch kauft dein Spiel. Und kein Mensch interessiert sich für dein Spiel. Und dann bist du frustriert, weil du kein Feedback bekommst. Dann bist du frustriert, weil du kein Geld machst. Dann bist du frustriert, weil du pleite bist. Und zack, hast du eine riesige Blase
mit Early Access Produkten kollabiert und die Leute hassen auf einmal Early Access. Dabei ist die Idee dahinter nicht verkehrt. Nur muss jedem bewusst sein, auch den Käufern, dass Early Access etwas anderes ist. Ja, es kann einfach sein, dass das Spiel scheiße wird oder niemals rauskommt. Das muss man in Betracht ziehen. Und am dämlichsten sind diese Reviews, ey, das Ding ist seit 2 Jahren im Early Access, es ist immer noch nicht fertig, Daumen runter, ich habe schon 2000 Spielstunden, was soll der Scheiß? Ey, sorry, aber so läuft's nicht. Das ist so, man sollte über das, was man dann auch sich äußert zu spielen und auch die Entwickler, die da reingehen, die sollten erstmal drüber reflektieren, was sie da eigentlich tun. Und das passiert leider weder von Käuferseite noch von Entwicklerseite jemals richtig gut. Also doch, es gibt diese guten Fälle, es gibt sehr gute Beispiele, die sehr gut funktionieren, aber es gibt einfach auch sehr, sehr viele Negativbeispiele. Ja, Steam Spy wäre eine Möglichkeit, aber ganz ehrlich, Steam Spy ist auch nur bedingt präzise. Ja, ja. Also, das wird nur ausgelesen auch. Also. Ja, es wird ausgelesen und ich kann dir eins sagen, die Zahlen stimmen auch nicht. Ja, ja. Also ich habe mir da so ein paar Sachen mal angeguckt im Vergleich auch zu Sachen, die wir jetzt als Publisher betreuen oder auch bei denen ich mitentwickelt habe früher oder die, wo ich die Zahlen tatsächlich kenne. Und die Zahlen sind entweder sehr präzise, so 80% der Zahlen stimmen in etwa und 20% liegen völlig daneben und ich weiß nicht, woran das liegt. Na gut, der kann auch nicht in die privaten Daten da einlesen, sondern der kann auch alles nur aus der API auslesen eigentlich. Kommt jetzt gerade die Frage auf Kickstarter oder ähnliche Plattformen, ist das auch so wie EA zu halten oder besser? Also ich bin bei Kickstarter mal sehr vorsichtig. Sehr viele Projekte, die ich unterstützenswert halte und bei denen ich glaube, dass sie es auch schaffen. Aber bei vielen Projekten denke ich mir immer so, ja, wenn da irgendwie, keine Ahnung, das nächste große Mega-Rollenspiel angekündigt wird und dann Budget von, oder die dann Funding-Ziel von 200.000 Euro haben, also ich wäre ja da vorsichtig, weil ich weiß, was du mit 200.000 Euro machen kannst. Ja? Würde ich noch gucken, wo das Studio herkommt. Wenn es vielleicht aus der Ukraine kommt, dann kannst du mit 200.000 Euro vielleicht 8 Monate überbrücken, vielleicht 9, vielleicht auch 10, je nachdem, wie groß das Team ist. Ansonsten, aber sagen wir mal ehrlich, 200.000 Euro, das ist einfach nix. Ja. Ne? Spiele sind fucking teuer, wenn ich das mal so sagen darf. Also so richtig teuer. Allein in Deutschland rechnest du mit 5.000 Euro Mannkosten, also im deutschen Durchschnitt, jetzt nicht von der Spieleindustrie, sondern allgemein von der Industrie. Du rechnest mit 5.000 Euro Mannkosten pro Mann, pro Monat. Mhm. Ja? Und du brauchst einfach Menschen, um Spiele zu bauen. So. Gut, mit den 5.000 Euro in Deutschland sind dann meistens Miete und so weiter abgedeckt. Es gibt klar Leute, die viel mehr verdienen, es gibt klar Leute, die ein bisschen die deutlich weniger verdienen, aber den Arbeitgeber mit allen Nebenkosten, pipapo, rechnet man in Deutschland mit 5.000, was nicht besonders viel ist im internationalen Vergleich. In Amerika rechnest du, glaube ich, mit 10.000. 2-3 Jahre Entwicklung. So, und der Scheiß an Ausgaben muss erstmal wieder reinkommen. Das ist eine ganze Menge Geld, Mann. Ja. Ja, gut. Ich meine, für kleine Teams ist es bestimmt was Cooles. So. Ja, weil mit 200.000 Euro kommst du auch mit kleinen Teams nicht besonders weit. Ja. Ja, sagen wir mal realistisch. Also klar, die haben dann vielleicht noch irgendwie eine staatliche Förderung, so in Deutschland bis 150.000, da bist du bei 350.000. Vielleicht gibt dir doch noch irgendwie, geben dir deine Bekannten noch ein bisschen Geld und sonst was. Und vielleicht hast du das Glück und findest einen Publisher, der die restliche Million noch beisteuert, die du brauchst, um das zu realisieren, was du versprochen hast. Schwer. Also ohne Investoren, Hintergrund, ehrlich. Und ganz ehrlich, so großartig ich Kickstarter auch finde, die Idee und alles und Indiegogo, mein Crosscode ist auch teilweise über Indiegogo damals finanziert worden, so der Start zumindest. Und das war mega, ohne das hätte es auch nicht geklappt. Aber wenn ich mir das so angucke, was ist denn auf Kickstarter noch erfolgreich? Ja? Das sind Studios, die eigentlich den verdammten Kickstarter nicht mal mehr bräuchten. Ja, die kriegen 2 Millionen, aber die richtig geilen Projekte teilweise gehen unter. Das ist, was soll das? Also, warum gebe ich jemandem Geld, der so oder so schon über genug Geld verfügt? Sehe ich nicht. Also, ich würde, jetzt ohne jetzt irgendwie ein Faming oder ein Name-Dropping zu machen, aber ich meine, da gab es große, wirklich große Titel, die auf Kickstarter waren, die zig Millionen, unzählige Millionen gemacht haben. Und ganz ehrlich, die Professoren in diesem Studio, das sind eh schon Millionäre. Also, sorry, aber dann geht nicht auf Kickstarter.
dann finanziert euer Projekt selber, wenn ihr dran glaubt. Und das ist so, Mann. Mighty Number 9, sage ich da nur. Als Beispiel. Auch Kickstarter. Oh, vielleicht. Kann ich sagen. Also ich mache da einfach, ich reg mich, also ich beschäme keine Spiele. Das mache ich nicht mehr. Nee. Damit habe ich irgendwann aufgehört, weil ich einfach zu viel weiß, was in der Industrie passiert oder was alles schieflaufen kann in der Entwicklung. Ja. Ist, manchmal läuft es halt einfach blöd. Ich habe vor einem halben Jahr mein erstes Spiel gebackt. Mit Blasphemous. Mal gucken, wie das wird. Aber. Kennst du jetzt nicht, aber. Das ist so ein dunkles, düsteres 2D Dark Souls. Mal gucken. Wir haben eben die Frage auch, wie das zum Thema eigentlich mit Raubkopien ist, ne? Ob das jetzt schädlich ist oder nicht. Ja. Also ich habe mal irgendwann einen Beitrag von Bohemia Interactive gelesen zum Thema Armed Assault war das. Wir haben irgendwie das mal ausgewertet, auf eine verkaufte Einheit kamen 100 Raubkopien. 100? Ja, so in etwa. Keine allzu unrealistische Zahl. Ich glaube aber nicht unbedingt, also ja, aus persönlicher Sicht, dass man da was groß mit einem Kopierschutz dran ändern kann. Raubkopierer sind Schmutz, so leid es mir tut. Hattet ihr bei euren Spielen jetzt einen Raub, also einen Kopierschutz irgendwas? Ja, bei Search, ja. Was denn? Ich weiß gerade gar nicht, was da eingebaut wurde. Also ich weiß es jetzt wirklich bei Search nicht. Bei Lords of the Fallen wurde, wie heißt der ganz bekannte im Moment, der angeblich unbekannte, hier, de novo eingesetzt. Ja, ja. War bei Search nicht der Fall. Crosscode zum Beispiel hat überhaupt keinen Kopierschutz, weil ich das wiederum in dem Bereich bei uns zu verantworten habe und nicht an Kopierschutz glaube, weil der wird eh ausgehebelt. Auch wenn das Memphis jetzt sagt, ich glaube zum Beispiel nicht, dass Raubkopien die Demos von heute sind. Nee, ganz ehrlich, lass ich auch nicht gelten. Entweder du kaufst ein Spiel oder du kaufst kein Spiel. Und ja, kann sein, dass die ersten 4 Stunden geil sind und danach halt nicht mehr so geil ist, aber dann ist das eine Lehre für die Zukunft, dann kaufst du es nicht, kaufst du halt von dem Titel oder von dem Studio oder von dem Publisher in Zukunft einfach nichts mehr, wenn es dir nicht gefällt. Aber du kannst mir nicht erzählen, dass du eine Raubkopie verwendest, um es als Demo zu sehen, weil du dann das Spiel vielleicht noch kaufst. Die Begründung lese ich so oft und so leid es mir tut, das ist einfach nur Bullshit. Also das ist für mich... Raubkopien sind, so leid es mir tut, illegal. Das ist eine Straftat und Straftaten sind nicht zu bagatellisieren einfach so. Kann sein, dass dir das Spiel am Ende dann nicht mehr gefällt, aber mein Gott, ich setze mich auch teilweise ins Kino und sehe einen Film und am Ende denke ich mir, boah, was ein Scheiß, hat mir nicht gefallen. Ja, dann ist es halt so. Dann gucke ich mir halt von den Machern nichts mehr an, ist auch okay. Oder wenn du bei etwas nicht weißt, ob das was für dich ist, und die aber keine Demo veröffentlicht haben, mein Gott, dann kaufst dir halt nicht, wenn du dir unsicher bist. Guckst dir einen Stream an, es gibt so viele Möglichkeiten, eben nicht irgendetwas als Raubkopie zu nutzen. Ja, deswegen lasse ich das nicht gelten. Bei Research haben wir auch eine Demo gemacht und das Ding ist trotzdem raubkopiert worden, wie blöde. Ja, ist einfach so. Aber das heißt nicht, dass ich das in irgendeiner Form gutheißen kann. Ja, eben. Ich meine, heutige Demos sind Demos oder Twitch. So, du kannst ja genauso ein Spiel auf Twitch angucken und du kannst es dir auch auf Steam angucken und diesen Steam-Refund-Mechanismus missbrauchen. Ja? Ja. Du hast 2 Stunden, so. Und dann zu sagen, oh, ich will aber 4 Stunden, sorry, aber dann kauf halt keine Spiele mehr. Also, aber bitte. Ist nicht heutzutage Raubkopieren viel zu ist das super kompliziert, oder nicht? Ich habe auch nicht gewusst, dass Raubkopien überhaupt noch ein Thema sind, aber das ist einfach, weil ich schon zu lange vom PC-Gaming weg bin und einfach beim Konsolen-Gaming bin. Ja, der PC-Markt leidet schon sehr stark unter Raubkopien, es ist einfach so. Ja? Ohne die Konsolen, da bin ich ganz fester Überzeugung, würde es den heutigen PC-Markt so in seiner Form nicht mehr geben. Die ganzen AAA-Produktionen von heute und die haben, und ich weiß, da sind jetzt wieder die Meinungen gespalten, so nach dem Motto, oh, ich brauche keine Electronic Arts Spiele, ich brauche keine Ubisoft Spiele und so weiter. Ja, das stimmt alles, aber es gibt sehr, sehr viele, die diese Spiele sehr gerne spielen. Ohne die Konsolen würde all das nicht mehr existieren. Da bin ich ganz fester Überzeugung von.
Weil auf den Konsolen werden die Verkäufe generiert, die großen Zahlen. Was meint ihr, warum so ein Spiel wie GTA erst auf den Konsolen rauskommt und erst ein Jahr später auf dem PC? Weil es auf Konsolen einfach schwerer ist, die Raubkopien schwerer auf Konsolen zu machen sind. Die meisten Konsolenspieler haben keinen Bock, sich mit sowas überhaupt zu beschäftigen, weil das ist technisch schon nicht ganz unaufwendig. Ja, nun. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass das überhaupt noch so ein Ding ist. Nö, also weil es ja auch die White Knights Keyshops gibt und man da ja auch kaufen kann. Oh, jetzt haben wir aber die Büchse der Pandora aufgemacht. Heide Witzker dort. Ah, da ist ja eine Büchse nach der anderen. Vielleicht sollten wir eventuell bald abschweifen und mal wieder über was Angenehmes reden. Was mich jetzt gerade kurz interessiert hat, weil wir eben gerade auf Twitch zur Sprache gesprochen haben. Und zwar, was hältst du oder was haltet ihr davon, wenn ihr jetzt zum Beispiel, sagen wir mal, so ein, ich weiß nicht, ein Story-Game, gut, The Search war jetzt mehr wirklich ein schweres Spiel. So, das hatte zwar auch eine Story, aber sagen wir, ihr würdet jetzt ein weiß ich nicht, Ankh hatte ja eine relativ eindeutige Story oder eure Genetika auch. Genau. Findet ihr, Twitch schadet eher gerade bei solchen Spielen oder weil Leute eben das ganze Spiel eigentlich kostenlos gucken können und es dann selber gar nicht mehr spielen müssen? Wie ist das auf Persona 5 an, hä? Genau. Moment mal, Venetica? War das nicht die kleine... Das habe ich, das gab's für PlayStation, das habe ich hier. Ja. Das ist ein super Spiel. Ja. Ist nur ein bisschen buggy. Ja, die Konsolenversion vor allen Dingen, ne? Ein bisschen buggy ist die Konsole. Konsolenport haben nicht wir gemacht, aber ist egal. Okay. Oh, das will ich unbedingt irgendwann noch spielen. Das war ein super Spiel. Ja, war es auch. Ich habe vorhin schon überlegt, warte mal, Venetica. Wir würden auch gerne einen zweiten Teil machen, aber ist eher unwahrscheinlich. Das kennst du doch. So ein gutes Ding. davon ab, Story-Spiele. Also, wie ich schon sagte, The Search war, also, beziehungsweise ich habe es hier noch nicht gesagt, aber ich wiederhole das immer wieder gerne, weil es immer wieder Fehlinterpretationen davon gibt, die ich schon mehrfach gelesen habe, auch in einigen Podcasts gehört habe, nämlich so zum Beispiel, sagen viele, dass The Search ja voll der Flop sei. Mhm. Das stimmt einfach nicht. The Search ist ein Mega-Hit. Also für uns und Focus ist das einfach so gut gelaufen, das ist unfassbar. Wir hätten nicht damit gerechnet, dass das so gut läuft. Es hat jede Erwartung übertroffen eigentlich. Und ganz groß damit zu tun hat Twitch. Wie gesagt, 2 Wochen vor Release, auf Twitch, Platz 4, alles gesagt. Das hat gereicht. War klar, The Search ist halt ein Spiel, was schwer ist. Und das heißt, es funktioniert auf Twitch sehr gut, weil die Leute sehen, wie Streamer scheitern, wie sie fluchen, wie sie Controller zerstören, ja. Die einfach nur Hass und Salz empfinden. Und dann wollen sie einfach das selber erfahren. Ja, dann sagen sie sich, ey, ich bin besser. Vielleicht ist das der Grund, ich weiß nicht. Aber das funktioniert sehr, sehr gut auf Twitch. Für Point-and-Click-Adventures behaupte ich, stelle ich einfach mal in den Raum, dass Twitch sehr tödlich ist. Das wird dem Genre nicht gut tun, auch nachhaltig nicht. Weil du einfach sämtliche Rätsel, gesamte Geschichte einfach vorweggenommen bekommst. Warum sollst du sie zu Hause nochmal spielen? Du kannst sie im Nebenbei einfach konsumieren und gut ist. Dann kannst du vielleicht noch das Spiel, gibt es noch vielleicht so ein paar Nerds da draußen oder ambitionierte Spieler, die dann sagen, ja, aber ich kauf's dann wenigstens noch, um die Entwickler doch noch zu unterstützen. Aber selber spielen. Oder vielleicht gibt es auch welche, ich habe mit Sali vorhin noch vor dem Stream noch drüber geredet, vielleicht gibt's, sie meinte vielleicht, ja, aber Achievements. Aber wie viele Leute machen das dann wirklich? Ja. Also, klar, bei sowas wie Persona 5 bin ich unentschlossen, weil du immer noch die Herausforderungen der Kämpfe hast und das ist ja nicht so ganz einfach. Hm. Aber so Sachen, wo es wirklich um Rätsel und so weiter geht, boah, schwierig. Ganz schwierig. Weil du ja alles schon gesehen hast. Warum solltest du es denn kaufen? Aber du siehst es ja was bei Twitch geht und was nicht geht. Und das, ich weiß gar nicht, ist das, mal dich jetzt als Entwickler gefragt, ist das wirklich eine aussagekräftige Darstellung für Verkäufe zum Beispiel? Oder sind wir hier so eine ganz kleine Filterbubble im Gaming-Universum, dass wir hier eigentlich gar nichts zu melden haben? Weißt du, wie ich das meine? Ja, ich weiß, was du meinst. Okay. Hast du Getting Over It gespielt? Ja. Großartiges Spiel. Großartiges Spiel. Ja.
Getting Over It ist ein ganz gutes Beispiel. Das Ding war auf Twitch ein mega Erfolg, oder? Ja. Hast du die Steam-Seite gerade bei dir offen? Nee, aber kann ich machen. Mach mal. Ich bring dir das jetzt bei, wie du. Ja, okay, ja, hab ich offen. Okay, wie viele Reviews hat es oben, gezählte Reviews? Gezählte Reviews sind 13, 10.000, 11.000 ungefähr. Was? Wie viele oben, also die oben, die auf hier positive, negative, mixed oder was auch immer hindeuten? Ja, 13, also 11.000 ungefähr. Ach du Scheiße. Entschuldigung. 7.000 sind alle zusammen. 7.263. Okay. Die auch oben in die Wertung mit einkalkuliert werden? Ja. Mhm. Krass. Ist eine ganze Menge. Die haben richtig, richtig gut verkauft. Ich garantiere dir, jedes Spiel, das auf Twitch funktioniert und richtig, richtig gut wegkommt und gut viel gespielt wird, kauft sich. Mhm. Twitch ist eine riesige Community. Sobald du den richtigen Streamer erwischt hast mit deinem Spiel, wird sich dein Spiel verkaufen. Und ab da geht es nur noch bergauf. Und je mehr Leute es auf Twitch spielen, desto mehr geht es bergauf. Ist es dann zu diesem Zeitpunkt, sobald du das geschafft hast, ist es völlig egal, was der Rest des Internets gesagt hat. Ja. Hey, kein Witz. Dann ist es egal, ob du einen Stern auf Facebook hast, ja, weil irgendwer da dich totgehatet hat. Wenn, ja, genau, was hier Iwar sagt, wenn Lyric etwas spielt und feiert. Ist es bei Steam eigentlich instant oben den nächsten Tag? Natürlich. In der Verkäufe. Ja. Das ist auch so krass, aber ist es wirklich so, dass ich das dann immer gleich instant kaufe? Ja. Okay. Wenn das Spiel gut ist und gefeiert wird vom Streamer, dann geh davon aus, dass das Ding durch die Decke geht. Also wenn es auf Twitch gut ankommt, dann hast du alles richtig gemacht. Dann braucht dich der restliche Kram im Internet nicht mehr zu interessieren. Dann brauchst du nicht mehr auf das Review von der PC Gamer oder von Kotaku warten. Das ist dir dann völlig egal. Das ist dann hier Mic Drop. Und tschüss. Ein schönes Beispiel dafür ist They Are Billions jetzt gerade. Ja, They Are Billions ist ein Spiel, das komplett vorbeigegangen wäre an mir. Dude, PUBG. Wenn es nicht gestreamt hätten. PUBG. Oder PUBG, ja. Ja, Fortnite. Die ganz großen Streaming-Hits. Wie gesagt, bei Research hat es auch funktioniert. Also, wenn du auf Twitch voll abgehst und die Leute dich feiern, dann ist dir einfach nur noch egal, was der Rest des Internets sagt erstmal. Ja, so, und sobald du, wenn du auf Steam dann auch bei entweder overwhelmingly positive, very positive oder mostly positive bist, meinetwegen auch noch mixed, dann ist alles okay. Dann brauchst du dir keine Gedanken mehr machen. Ne? Jedes Spiel, was so an die 2000 Reviews hat auf Steam, kannst du davon ausgehen, dass es sich ganz gut verkauft hat. Kannst du auch mit Steam 2 mit den Zahlen abgleichen. Da findest du relativ schnell raus, ob ein Spiel erfolgreich war oder nicht. Klar, also was heißt erfolgreich? Du weißt natürlich nicht, was es in der Produktion gekostet hat. Darauf kommt es immer so ein bisschen an. Ja, wenn dein Spiel 10 Millionen Euro gekostet hat und du es für, sagen, 60 Euro verkaufst, musst du trotzdem 330.000 Einheiten verkaufen. Ja? 340. War mein Mund wieder schneller als meine Mathematik im Kopf. Ja. Also es kommt immer so ein bisschen drauf an. Ja, aber klar, wenn es auf Twitch funktioniert, dann tanzt du nackt auf dem Tisch und trinkst Champagner. Hoffentlich. Das finde ich persönlich immer, also ich finde das sehr schön, muss ich sagen. Ich sehe das sehr häufig ja, ich beobachte ja auch ein bisschen die großen Jungs, ne? Ich finde das schön, wenn auch Publisher selber, also Publisher, Entwickler, naja, Publisher vielleicht, aber Entwickler auch selber da sind und diesen Draht pflegen, weil ich habe so das Gefühl, dass... Mach ich auch, den ganzen Tag. Ja, ich war, also du bist ja auch bei mir, ich wusste gar nicht, wer du bist. Ich wusste gar nicht, wer du bist und irgendwann sagt mir, hat Mogga morgens gesagt, ey, Deck 13, The Search, bla bla und ich so, oh. Oh, ich ja, hatte die ganze Zeit jemand aus dem Studio da. Hey, moin! Ja, aber ich sag mal so, mein Job ist das auch. Ja, ich unterhalte mich ja auch nur mit euch, weil das mein Beruf ist, sozusagen. Ach, nein, sonst Quatsch. Nicht, oder was? Natürlich. Wow. Ja, dann leck mich doch am Arsch, ich bann dich jetzt. Kann mal jemand D13 Michael bannen, oder was?
Nee, so ein bisschen. Nein, du musst überlegen, weißt du, ich muss auch so ein bisschen die trollige Rolle einnehmen. Wir machen sadistische Spiele für masochistische Menschen. Deswegen da muss ich immer so ein bisschen trollen. Nein, es ist mein Beruf auch, das einfach zu machen. Ja, das Glückliche ist bei mir, dass ich einen Beruf habe, den ich liebe. Und ich meine, ganz ehrlich, er hat noch so einen Beruf, dass er den ganzen Tag Twitch schauen darf nebenher. Wie geil ist das denn? Ja, okay. Ja, außer du bist Streamer. Du schaust nebenbei Twitch. Ja, ich gucke sehr gerne. Meine Lieblingsstreamer habe ich manchmal auf dem zweiten Bildschirm auf. Jetzt den ganzen Tag auf der Arbeit. Während du streamst? Hä? Nee, jetzt gerade nicht. Stream ja nicht. Ich meine gerade Dizzy. Ja, okay. Ich meine gerade Dizzy. Echt? Ja, das habe ich nicht. Doch, habe ich manchmal. Wenn ich ganz verlaufen bin in gewisse Streamer und die einfach nicht zu meiner Zeit streamen, habe ich die manchmal so in einem Fenster, habe ich die auch, ja. Okay. Guckst, was da so abgeht. Nö, einfach nur, weil ich die damit unterstützen will, dass ich da bin. Ach so. Fröschlein, aber ich, weißt du, ich werde dafür bezahlt. Das ist das Witzige dran. Ja? Klar gucken andere Leute auch Twitch im Büro, aber ich werde dafür bezahlt. Das ist halt viel geiler. Das ist so. Ja, andere Leute werden dafür auch bezahlt. Sie gucken Twitch im Büro, wenn du verstehst, wie ich meine. Ich wollte gerade sagen, ich starte um 13 Uhr. Du wirst dich wundern, wie viele Leute Twitch gucken. Ja. Aus dem Büro. Klar. Nee, wundern tut mich das nicht. Es ist ja auch ein super Zeitvertreib nebenher. Ja, je nachdem, was du im Beruf hast, bist du auch nicht total gaga. Nee, aber ich meine, ich arbeite ja trotzdem nebenher. Ja, ich mache meine Sachen, aber auf einem Ohr. Also ich habe immer einen Kopfhörer auf und springe dann halt wirklich durch die Streams, um mich mit den Leuten auch zu unterhalten. Witzigerweise tun das scheinbar sehr, sehr viele gefühlt, weil ich sehe manche Leute, ja, in Nils seinem Chat, dann in Salis Chat, mal in Slaps Chat, also scheinbar gucken die auch Multistreams nebenher, ich weiß nicht genau, wie die das geistig verarbeiten können. Ich springe halt immer, unterhalte mich eine Weile mit den Leuten, einfach weil ich das auch mag, ja, ich finde diese Community großartig, also das ist einfach, und ich bin nicht der Einzige von der Entwicklerseite, ja. Ich habe schon in so vielen Streams Leute gesehen, deren Nickname ich kenne, die von irgendwelchen anderen Studios sind. Sowohl im deutschen als auch im englischsprachigen Raum. Und es hängen sehr, sehr viele Entwickler auf Twitch rum. Das hängt aber auch mit unterschiedliche Gründe. Auf der einen Seite, klar, guckst du gerne zu, wenn jemand mal dein Spiel spielt. Auf der anderen Seite ist es einfach auch Feedback sammeln oder gucken, was... Also Leute zum Beispiel gucken ganz gerne Speedrunner, um die Bugs zu finden, die wir übersehen haben. Ja, irgendwelche Glitches zu beheben, dann ganz fies. So. Aber das nimmt immer mehr zu, dass auch. Ich finde das witzig. Stell dir mal vor, hast du den Speedrunner, er hat den perfekten Run und dann ist da einer bei Deck 13, weißt du so. Moment. Okay, Ecke. Pass auf. Lustige Story, lustige Anekdote. Wir haben, wir haben nach The Search so eine Art Process Day gehabt. Ja, wo wir das Team versammelt haben. Das war am Release-Tag. Genau, am Release-Tag hatten wir unseren Process-Day, wo wir drüber gesprochen haben als Firma, was lief gut, was lief nicht so gut, was könnte man in Zukunft besser machen. Aber jetzt nicht so aus Spielsicht, sondern wirklich so aus Company. Ne? Was würden wir gerne in Zukunft ändern oder was sollten wir dringend beibehalten, so als Firmenkultur? Und nebenher habe ich dann immer, weil ich nur so bedingt in der Entwicklung selber involviert bin, aber jetzt auf einem anderen Level, habe ich nebenher halt das Internet gescannt nach den Wertungen für Research und durfte die dann immer wieder verkünden zu so gewissen Zeitpunkten. Und habe nebenher auch ein paar Streams mir am Laufen gehabt auf dem Rechner, den wir dort hatten. Und da war Elijahs, der gerade seinen Search-Run gemacht hat. Er hatte das Spiel ja schon seit anderthalb Wochen und hat dann seinen Run gemacht. Und wir haben ihm dann auch live über Twitter ein Foto von uns geschickt, wie wir gerade seinen Speedrun sehen und seine Glitches, die Glitches sehen, die er gerade ausnutzt. Und ihm dann live im Chat geschrieben, übrigens, wir beheben diesen Bug morgen früh. Und es war dann sogar noch schlimmer. Noch während dem Spielen kam dann ein neues Update für Research dann raus, weil unser Chefprogrammierer einfach gewisse Sachen nicht auf sich sitzen lassen konnte. Oh, wow. Und so ein Kram und hat dann einfach seinen Speedrun damit so ein bisschen zerstört. Aber das war sehr lustig, weil das so ein bisschen dann auch so zelebriert wurde im Chat, so nach dem Motto, ha, wie cool ist das denn, dass die Entwickler jetzt Live-Fixes betreiben und so ein Kram. Das war schon sehr, sehr wirr alles. Ja, aber das ist doch die beste Promo, die du machen kannst für dich als Studio und für ein Spiel. Natürlich. Das ist doch mega geil. Ich weiß das. Unser Chefprogrammierer weiß das nicht. Der will einfach nur den Bug fixen. Aber klar, natürlich.
Mach den Scheiß weg da, ist mir egal, was der Pansen da will. Ja, der war in seiner Ehre so ein bisschen verletzt. Lyric, wer ist das? Mach das weg da, der Bug muss weg. Okay. Ja, aber sowas finde ich zum Beispiel mega cool. Es ist nice. Schön. Also es ist auch schön zu hören, dass es noch passiert. So. Also falls bei mir irgendwann mal ein Entwickler zuguckt, dann bitte meldet euch. Ja, so. Ich gerne. Also ich bin da auch immer offen für. Weil ich finde sowas, ich finde so solche Gemeinsamkeiten, die jetzt nicht unbedingt Promo-Events sind, also wirklich Promo-Promo-Events, ist eigentlich viel natürlicher und viel cooler, ein Spiel zu vermarkten, was du magst halt. Ey, wenn bei mir einer von EFT reinkommen würde, eine Witzige, ich würde Kreis tanzen. Ey, pass auf, wenn du Research spielst, könnte es sein, dass ich reinkomme und dich trolle. Ja, weil das ist das Ding, ich backseat in dem Sinne nicht. Also manchmal schon, wenn so, ich treibe die Leute immer so ganz kurz vor den Rage-Quit und dann helfe ich ihnen. Ja, weil Salz ist, also ich finde Salz einfach sehr ansprechend. Das ist, und ja, ja, bei mir ich weiß, ich erinnere lassen. Mich auch noch dran, dass ich gebackseatet wurde, als ich, das war völlig gaga. Du bist ja Entwickler und dann streamst du, wir haben glaube ich über unseren Account damals irgendwie einen Livestream gemacht, hier der 13 Interactive Twitch Account, und wir wurden gebackseatet bei unserem eigenen Spiel. Das war so völlig so, was? Das macht überhaupt keinen Sinn. Großartig. Ja. Bei mir ja, im Chat wurde dir auch verbessert, gerne. Als ihr mir helfen wolltet. Ja. Ja, ja. Oh, an dem Tag war ich auch salzig. Sehr salzig. Ja. Ja. Vor Wahnsinn. Dem Release, richtig. Ja, das ist übrigens, ja, weil sie es schon bei einem anderen Streamer mal gesehen haben. Ja, also, genau. Oh Gott. Richtig. Auf die, aber das Witzige ist, dass diese Assoziation irgendwie scheinbar nicht stattfand. Das ist gerade der Entwickler, der streamt. Und dann den Entwickler über sein eigenes Spiel zu das ist so völlig, das ist eine neue Form von Internet-Doofheit fast schon, ja, also es tut mir leid, also wer das dann macht, ist halt wirklich so ein bisschen so, der hat nicht nachgedacht, aber das generiert halt auch so super lustige Situationen einfach. Aber das habt ihr dann schon aufgeklärt im Stream dann, ja? Dass wir, ja, es war auch so, dass ich Slap damals gewisse Mechaniken noch erklärt habe. Einfach weil er sie noch nicht so ganz verstanden hatte. Nach einer Weile kriegst du die auch raus, aber manchmal ist es einfach, wenn du es dir einfach jemandem erklärst. Ja, so, warum kriegt er jetzt irgendwie einen Health Recharge zusätzlich? Und dann habe ich es halt erklärt einfach. Ich glaube, Slap wusste zu dem Zeitpunkt auch schon, dass ich bei Deck 13 arbeite. Mhm. Und dann hat aber jemand aus dem Chat gemeint, aber vielleicht ist das ja auch so und so. Und er ist damals halt völlig ausgetickt, hat gemeint, die arbeitet noch bei der Grenze, was soll denn das? Hör auf, den Entwickler zu korrigieren. In seinem Namen steht D13. Ja gut, das kann sich ja jeder machen. Ja, natürlich kann sich das jeder machen. Ja. Wie gesagt, ich habe das auch nicht gewusst, bis Slappy mir gesagt hat, du, da kommt ein Deck 3, nee. Ja doch, am Ende habe ich es dann geschnallt, als Slappy dann gesagt hat, ich habe da jemanden von Deck 13. Und er sagte ja, so, Michael. Das ist tatsächlich so ein bisschen schade auf Twitch, dass es keine Entwicklerverifizierung gibt. Ja. Weißt du, das wäre hilfreich, gerade so im Gaming-Bereich. Oh, das wäre sehr cool, ja. Ja, ist ein Feature, was ich mir auch gerne wünsche, weil da müsste ich nicht immer wieder über Twitter beweisen, dass ich bin. Also so nach dem Motto so, bist du es wirklich? Und dann so, hier, Tweet, guckt euch diesen Stream an, wir gucken auch gerade zu. Oh, wirklich? Und, ja, aber das passiert, ne? Also ich hab's auch nicht gewusst. Ist aber genauso wie ja, Kai Rosenkranz. Aber nach einer Weile spricht es dann halt auch witzigerweise rum, was ganz praktisch ist. Das beziehungsweise stimmt. Dann gehst du mit einem Raid oder mit einem Host mit und dann schreibst du dann auch was und so, und dann, ach, soll ich übrigens auch einen Key geben? Und dann so, was für ein Key? Und dann sagt dann der Hoster oder der Streamer dann, ach, der arbeitet bei Deck 13 und so. Und dann so spricht sich das dann immer weiter rum und nach einer Weile kennen die einen die Leute und dann ist okay. Genau. Mhm. Aktuell wäre ich vorsichtig mit Wünschen an neue Funktionen bei Twitch. Das kann auch nach hinten losgehen. Hab's gehört. Also. Schon wieder bei Discord? Abwarten. Ich noch nicht. Noch nicht. Dann. Ja. Sehr gut. DLCs. Wenn wir jetzt schon die ganze Cash-Grab-Geschichte abgehandelt haben, kommen wir doch mal zu DLCs. Ich meine, gut, ihr steht gut zu DLCs. Ihr habt ja gerade erst alles rausgebracht. Kommt drauf an, was für DLCs. Also, was definiert man als DLC? Schöne Kleidung für einen Charakter, der nichts Storymäßiges bringt, aber 6 Euro kostet. 6 Euro finde ich dafür ein bisschen teuer. 2-3 Euro ist okay. Also kommt drauf an, wie umfangreich das Ganze ist.
Weißt du, wenn das jetzt irgendwie so, keine Ahnung, 10 Waffen, 10 Rüstungen sind, 2, 3 Euro, hey, ist okay. Also, aus meiner Sicht finde ich nichts Verwerfliches dran. Wenn das jetzt eine Pferderüstung ist für 6 Euro, finde ich es ein bisschen doof. das ist den Markt. Das ist eher so arg Abzocke. Ansonsten, das Ding ist halt so, die in der DLC zu The Search war ja in dem Sinne jetzt kein DLC, sondern eigentlich schon fast eher eine Erweiterung, ja. Heißt aber heute auch DLC. Es gibt keine Add-ons in dem Sinne mehr, es sind alles DLCs. Deswegen ist es halt so extrem schwierig, eine Meinung zu äußern zum Thema DLCs, weil es kommt darauf an, der andere den Begriff DLC definiert. Und ich finde, solange DLCs ihrem Content gemäß vernünftig eingepreist sind, absolut legitim und auch wichtig und richtig. Sie geben einfach auch eine Möglichkeit, nachträglich Spiele heutzutage nochmal zu erweitern. Stell dir mal vor, früher war das viel, viel komplizierter. Du musstest ein Add-on rausbringen, in einer Box, das irgendwie in den Handel bringen und hoffen, dass irgendjemand das kauft, der schon ein Hauptspiel gekauft hat. Also ein Risiko auch noch, wenn nicht eine riesige Marketingmaschinerie im Hintergrund ist. Insofern finde ich DLCs, wie sie heute so lang, also ich meine, mittlerweile hat sich das ja auch so ein bisschen gefestigt, so die Preise sind. Da gibt es ja kaum noch jemanden, der wirklich völliges Gaga-Zeug ausprobiert. So, keine Ahnung, hey, neuer Helm, 10 Euro. Naja, Moment, du musst den Helm ja nicht direkt verkaufen. Du kannst einfach auch theoretisch eine 0,01%ige Chance verkaufen, dass du den Helm bekommst im Spiel. Ja. Sagen wir, du packst es in eine Kiste und verkaufst den Schlüssel dafür und eventuell ist in dieser Kiste dieser Helm drin. Ah. Ey, voll die geile Geschäftsidee, hat noch keiner ausprobiert bisher, oder? Ich glaube nicht. Ich bin gerade erst ganz frisch drauf gekommen. Meinst du nicht, das wäre ein bisschen zu gierig? Ja, aus Spielersicht oder aus Entwicklersicht oder? Aus beiden. Du bist ja wahrscheinlich beides. Ja, aus Spielersicht muss ich sagen, was ein Schmutz. Also, ich meine, okay, also sind wir endlich beim Lootboxen-Thema angekommen und der Chat brennt hoffentlich. ja, also aus Spielersicht muss ich sagen, Lootboxen sind Schmutz. Aus Entwicklersicht muss ich sagen, keine Ahnung, was die Zukunft bringt. Das hängt, ich meine, sagen wir mal realistisch, Deck 13 ist ein Entwicklerstudio und wir sind Publisher finanziert. Wir haben nicht das Kapital, jetzt das Studio über 2-3 Jahre selbst am Laufen zu halten. Das ist einfach nicht der Fall. Und wenn wir einen Auftrag kriegen würden, ja eben auch Lootboxen im Auftrag, und wir keine Alternative haben, ich glaube, in der Not frisst der Teufel fliegen. Ja? Also das wäre dann nicht unbedingt unsere Entscheidung und wir sind da, ich glaube, hier ist keiner ein Freund von Lootboxen. Aber wenn du es halt entwickeln musst, um zu überleben, dann wirst du das wahrscheinlich tun. Aber ich meine, die Frage stellt sich im Moment für uns nicht. Ja? Wir haben im Dezember kostenlose Office-Lootboxen verteilt. Was mir sehr viel Freude gemacht hat, weil ich endlich den Begriff Lootboxen wieder einen positiven Anstrich verpassen konnte. Das mal so korrekt zu formulieren. Begriff Lootboxen wieder positiv besetzen. Ja. Aber ja. Aus Business-Sicht wiederum kann ich den Schritt zu Lootboxen traurigerweise sehr gut nachvollziehen. Ja? Wenn du damit Geld verdienen kannst, warum nicht? Ist leider so. Also wenn ich ein Unternehmen bin und Geld verdienen will, so richtig viel Geld, so dass ich fucking reich werde, ich baue ich Lootboxen ein. Ob das moralisch verwerflich ist, ist eine zweite Sache. Ich halte Lootboxen für moralisch durchaus verwerflich. Aber ich kann verstehen, warum das jemand macht. Ist der nächste logische Schritt. Aber geil ist es nicht. Hm. Glücksspiel. Ja. Ja. Und du ziehst im Prinzip den Leuten Geld aus der Tasche. Und zwar nicht allen. Ja? Die meisten investieren kein Geld in Lootboxen, glaube ich. Also ich hoffe es zumindest. Aber es gibt diese sogenannten Wale. Ja, die Whales. Und die pumpen so viel Kohle da rein. Ja, und die können nicht mal was dafür. Die sind
die sind oftmals süchtig. Ja. Ich habe damals an ein paar Browser-Games mitgearbeitet. Da konntest du so ein Schiff kaufen. Hat umgerechnet wirklich 140 Euro gekostet. Das ist kein Scheiß. Das war so ein Piratending irgendwie. Und die einzige Funktion war, es war das beste Schiff im Spiel, war aber auch nicht so viel besser. Aber wenn du das Ding gekauft hast, dann wurdest du auf der Startseite des Spiels als Käufer das Ding ging durch die Decke. Und dann gab es in diesem Spiel eine Funktion, die dafür gesorgt hat, dass da ging ein Sturm durch die Karibik und dann wurden ganz viele Schiffe zerstört und dieses Schiff war davon nicht ausgenommen. Und die Leute haben es wieder gekauft, die haben sich nicht mal beschwert, Mann. Die haben sich nicht mal beschwert. Warum? Weil die im Endeffekt süchtig waren. Ja, und ein Süchtiger zahlt im Endeffekt für seine Droge. Und Lootboxen sind halt auch, wenn du sie mit Glück, also ich glaube es schon, dass es Glücksspiel ist. Das löst die gleichen Sachen im Gehirn aus. Ja. Insofern können die meisten Leute wahrscheinlich nicht mal unbedingt was dafür, dass sie das kaufen. Es gibt nur es gibt nur zwei Möglichkeiten, wie Lootboxen wieder verschwinden werden. Der Grund Nummer eins wäre irgendwelche gesetzlichen Regulierungen, die sagen, Lootboxen gehen nicht. Ja. Glaube ich nicht, dass das passieren wird, ehrlich gesagt, allzu schnell. Beziehungsweise da machen sie es ab 18. Okay, seien wir mal ehrlich. 14-Jährige spielen Spiele ab 18. Weil sich gefühlt keiner zu Hause dafür interessiert, was die Kiddies zu Hause spielen. Ja, und auf der anderen Seite wäre das, die Alternative wäre, dass die Leute mit ihrem Geldbeutel sprechen und so etwas nicht unterstützen. Ja, und jetzt kommt natürlich, jetzt werden garantiert viele sagen, boah, ja, hat doch auch bei Battlefront 2 funktioniert, ja, die haben voll den Shitstorm abbekommen und dann ist auch noch Disney eingeschritten und so weiter. Und dann gibt's irgendwie hier das Shadows of War, die haben ja auch ordentlich auf die Fresse bekommen und das war ja voll der Image-Schaden und deshalb war denen garantiert eine Lehre. Und dazu kann ich nur eins sagen, da möchte ich gerne an dieser Stelle Hagen Räther zitieren, ich weiß nicht, ob den jemand hier kennt, ja, auch so Comedian, hat auch so hier lange Haare irgendwie, der sitzt gerne am Klavier. Der hat mal gesagt, die zweite Maus kriegt den Was? Zweite Maus kriegt den Käse. Weil die erste in der Falle zugrunde geht? Die erste wird von der Falle sowas von zerstört. Ja, die ist Matsch, die ist Brei. Hier Battlefront. Drama. Alles rara. Nach und nach wird so eine Mechanik, das befürchte ich, Eingang finden in die Industrie, wo das ganz normal werden könnte. Das ist keine schöne Entwicklung, die ich grüße. Ja, ich freue mich da nicht drauf, wenn es so kommen sollte. Aber ich befürchte, dass das durchaus realistisch ist. Hier damals DLCs, ja. Bethesda hat damals den Shitstorm für die Pferderüstung abbekommen. Ja. Heute ist es relativ normal. Also, da stellt sich nicht die Frage, ob ich es jetzt, was ich davon halte, sondern eigentlich nur, was wird passieren und was wird kommen? Naja, bei der Pferderüstung hat man immer noch wenigstens gesehen, wofür man Geld bezahlt hat. du hast 6 Euro auf den Tisch gelegt, hast eine Diamantenrüstung in China für musste, bekommen. In China müssen die Entwickler und Publisher offenlegen, mit welcher Wahrscheinlichkeit du etwas kriegen kannst. Und was macht Activision Blizzard? Sie ziehen raus aus dem Markt, statt preiszugeben, wie sie ihre Lootbox. Ist eine Option. Also ist wirklich eine Option. Ich hoffe, dass es da eine gesetzliche Regulierung geben wird, aber ob das wirklich kommt, schauen wir mal. Ich finde Lootboxen scheiße. Man muss halt als Publisher und Entwickler eben damit schlafen können, dass man Leute, die vielleicht an einer Depression leiden, diese schnelle Gratifikation gibt und den Leuten tatsächlich das Geld aus der Tasche zieht, nur für den kleinen Fix mal eben kurz glücklich zu sein. Ja, was heißt für den kleinen Fix mal eben kurz glücklich zu sein? Also dann das Geld aus der Tasche ziehen. Ich sag mal so, Ubisoft arbeitet, glaube ich, nicht mit Lootboxen, oder? Im Moment? Mir würde jetzt spontan kein Spiel einfallen. Genau, mir auch nicht. Also der Quartalsbericht war doch da. Die haben mit digitalem Content mehr Geld umgesetzt als mit verkauften Spielen. Ja. Also mit Zusatzinhalten haben die mehr Geld gemacht. Übrigens Rockstar, ja, das hat nicht unbedingt was mit einer Depression, sondern eher mit Spielsucht zu tun, das stimmt schon. Wobei eine Spielsucht oftmals tatsächlich, also die Sache, Spielsucht ja, aber die Leute sind oftmals auch irgendwo gerne auch mal depressiv, traurigerweise so. Die Depression ist meistens der Einstieg in die Spielsucht. Ja, ganz oft. Also Eskapismus im Endeffekt. Ja. Und ja, Ubi arbeitet mit 50 DLCs pro Game, aber die machen mehr Geld mit DLCs
ja, als mit dem eigentlichen Spiel. Und krass. Also ich meine, das Ding ist halt, ich verstehe ja auch sogar hier die Firmen wie Electronic Arts und alle, die diese Lootboxen reinbringen, weil die sind nicht nur konsumentengetrieben, die sind auch aktionärsgesteuert. Das heißt, die müssen Berichte vorlegen die müssen im Prinzip Rechenschaft über ihre Geschäfte ablegen, ja, vor Investoren. Und die sind verantwortlich für zigtausende Mitarbeiter auf der gesamten Welt. Und müssen Gewinn vorweisen, die müssen Wachstum vorweisen. Und das ist halt, ja, klar suchst du Wege, Mittel und Wege, das am einfachsten irgendwie durchzusetzen. Also ich, aus der Business-Sicht kann ich das durchaus traurigerweise nachvollziehen, warum das so gemacht wird. Vor allem, ja, weil die Spieleentwicklung wird nicht günstiger, die wird eher teurer, die ganze Zeit. Und die Preise für Spiele sind in den letzten 10, 15 Jahren gleich geblieben. Wenn die Inflation mit einberechnet, sind sie sogar gesunken. Ja, bei euch. Aber jetzt nimm mal die ganzen DLCs mit rein, die schon entwickelt sind, während das Spiel gerade auf den Markt kommt. Ja, das ist ja. Also wobei, da muss man unterscheiden. Also, es gibt ja wirklich also klar, wenn Content wirklich aus dem Spiel rausgeschnitten wird bei vor Release, ja, um daraus ein DLC zu machen, das ist Bullshit, das ist Schmutz. Keine Frage, jeder, der das tut, soll sich bitte löschen gehen. Finde ich auch nicht cool. Aber wenn du jetzt trotzdem auch schon zum Release den ersten DLC hast, der extra Content bietet, hat das meist einen ganz anderen Grund. Ja? Weil so ein Entwicklerstudio hat Mitarbeiter, die es eigentlich zur Veröffentlichung des Spiels, also zum Zeitpunkt der Veröffentlichung, gar nicht mehr bräuchte. Gerade bei Beispielen jetzt, also bei so riesigen Studios, wo genau das der Fall ist. Die bräuchten diese Mitarbeiter nicht mehr, die bräuchten den ganzen Concept Artists nicht mehr, die bräuchten hier die Grafiker am Ende nicht mehr, die bräuchten im Prinzip nur noch das Release-Team. Sollen die jetzt alle rausschmeißen, dann können die auch schon eher gleich am ersten DLC arbeiten. Also es kommt halt, das Problem ist, es gibt halt mehr als nur Schwarz und Weiß, es sind diese ganzen vielen Graustufen, die man da immer mit bedenken muss und Okay, oder nimm, das war jetzt ein Beispiel, nimm die Standard-Edition deines Spiels, die du vorbestellen kannst, dann hast du noch die Gold- und die Platin-Version mit irgendwelchen Zusatzinhalten, die du dann am ersten Tag bekommst, für die du vielleicht 150 Euro bezahlst, weil du einen größeren Rucksack hast, obwohl dein Spiel noch im Early Access ist. Ja. Bei Spiele gibt's genug, klar, bei den meisten nicht. Gerade im Indie-Markt wirst du keine Pre-Release oder Pre-Order-Boni bekommen oder sowas. Da ist es natürlich dann teurer. Ja. Aber die haben auch keine Lootboxen. Also. Ja, aber deswegen ist der Indie-Markt auch so schwierig. Ja. Ja. Die meisten Indie-Studios da draußen gehen pleite. Ja. Also, oder enden in der Privatinsolvenz und so. Hopp zum Beispiel, der Entwickler von Hopp. Das Spiel war genial. Das war eher, dass sie von Perfect World dicht gemacht wurden, weil sie wahrscheinlich die Zahlen nicht erreicht haben. Aber ja, ist halt sehr traurig, weil Hopp war ein sehr schönes Spiel, aber das war einfach auch schlecht vermarktet worden. Kennt immer noch keiner gefühlt. Leider. Ja. Marco du nicht sehr. Ich habe da auch sehr viele Bekannte sitzen. Steckst nicht immer drin? Kann ich nur empfehlen. Kauft Hopp, also beziehungsweise jetzt ist es eh zu spät, aber naja. Naja, kannst ja immer noch spielen. Ja, klar. Das habe ich damals sogar vorbestellt. Ich habe es nur noch nicht gespielt. Da gab es ein unglaublich schönes Hintergrundbild für PlayStation. So ein aktives Theme im Hintergrund. Unglaublich schön. Ja. Deswegen hast du es gekauft. Nee, ich wollte es spielen. Ich habe es vorbestellt, war glaube ich 2 oder 3 Euro günstiger. Da habe ich es halt im PSN-Store vorbestellt gehabt und das wollte ich mir auch noch irgendwann anschauen. Hopp, sah hübsch aus. Ja. Ja. Aber ja, ist alles gar nicht so einfach. Nee. So ist das Leben. Habt ihr, apropos, nicht einfach, habt ihr Crunchtime bei euch? Ja. Was? Also zur Erklärung, Crunchtime, das ist bei Entwicklern, wenn ein Spiel schnell raus, also das heißt, wenn der Release-Tag naht, dann muss noch viel gemacht werden und dann geht man eben nicht um 17 Uhr nach Hause, sondern bleibt halt bis
9 bleibt über Nacht und arbeitet halt so hart, dass das Spiel halt noch am Release-Tag draußen ist. Ja, ich sag mal so, also wir versuchen das natürlich zu vermeiden, ja. Übrigens immer noch so ein bisschen unbequem. Es ist so ungewohnt, so lange auf einer Couch zu sitzen. Weißt du, normalerweise liege ich auf einer Couch. Leg dich hin, du. Sind wir locker. Wir versuchen das zu vermeiden. Und am besten vermeidest du Crunch-Time natürlich durch exakte Planung. Mein Name dürfte in so an den 60 Spielen mittlerweile stehen. Schätzt. Grob. Könnten mehr sein. Ich weiß es ehrlich gesagt. Ja. Du bist gerade abgehackt. Übrigens. Oh, sorry. Ja. Also mein Name dürfte in so 60 Spielen in etwa stehen. Ja? Und ich habe bei 60 Spielen habe ich ein Spiel dabei gehabt, was es in Time in Budget geschafft hat. Das heißt, innerhalb des Zeit- und Budgetrahmens, der von vornherein vereinbart war. Eins. Was? Hä? Wow. Willst du wissen, welches? The Search? Nee, The Voice of Germany. Für die Wii. Entwicklungszeit 2 Wochen oder was? Lange Geschichte. 4 Monate. 4 Monate? Ja, Mann. Wow. Ja, dafür war es aber technisch echt gut. Also technisch war das Ding echt okay und das hat sogar von den Wii-Magazinen so 80er-Wertungen und so bekommen. Also das war echt okay. Ne? Das war kein Dreck. Also man kann jetzt zu The Voice natürlich stehen, wie man möchte. Seien wir mal ehrlich, mein Fall ist es auch nicht und ich habe alles Menschenmögliche getan, dass dieses Spiel scheiße wird und ich habe auf ganzer Linie versagt. Darfst du das einfach so sagen? Hey, ich habe das damals sogar schon in der Presse mal so gesagt, genau diesen Satz. Du, ganz im Ernst, also von allen deutschen Castingshows war The Voice immer noch die erträglichste, wenn ich das kurz so sagen darf. Wie oft verkauft sich so ein Spiel? Ich darf nicht über genaue Zahlen sprechen, aber ich kann dir sagen, das Spiel kam pünktlich zum Staffelstart damals raus und war glaube ich dann im Oktober und so weiter und die kurze Entwicklungszeit bestand da, war deshalb so, das muss ich jetzt kurz noch erzählen, bevor ich auf deine Frage zurückkomme, war deshalb so kurz, weil meine damaligen Chefs immer hin und her gerechnet haben, ob sich das überhaupt lohnen würde. Ja? Und dann gingen die Monate ins Land und die Entwicklungszeit wurde immer kürzer, weil der Startschuss nicht fiel, weil man sich immer unsicher war, ob das jetzt wirklich noch kommt oder nicht. Und dann wurde das dann irgendwann gemacht. Dann kam das, glaube ich, im Oktober oder so raus. War Ende Oktober ausverkauft und dann war das Problem, dass man nicht mehr genügend Mikros bekommen konnte. Oh. Ja, weil das Spiel wurde ja mit Mikrofonen verkauft für die Wii. Und damit hat man dann das Weihnachtsgeschäft verpasst. Das war im Oktober noch ausverkauft. Also die Zahl, die gereicht hat, um das Ding profitabel zu machen. Und ich bin völlig amok gelaufen, weil das war der krasseste Höllenritt, den ich jemals hatte. So an Produktionszeit und hier, ne? So Druck. Das war völlig gaga. naja. Jedenfalls, was war die Frage? Ich hatte irgendwo. Crunch-Time. Crunch-Time, ah ja. Wie gesagt, also Planung ist sehr, sehr schwer. Und auch bei Deck 13, Planung sicherlich. Wir haben eine sehr, sehr gute Planung. Das heißt, bei uns hält sich die Crunch-Time in Grenzen. Aber es gibt einfach Sachen, die kannst du nicht vorhersehen. Krankheit von einem Programmierer. Krankheit von einem Artist, Krankheit vom Storywriter, das ist sowas so, das kannst du. Also, es gibt einfach so Faktoren, die laufen aus dem Ruder. Oder irgendeine Zusatzanfrage von Publisher oder sonst irgendwas. So klein das auch sein mag und man sich so denkt, oh, komm, mach mir noch. Oder dein eigener Anspruch, du willst etwas besser machen, als es eigentlich schon drin ist und dann das verzögert das wieder und hast du nicht gesehen. Und das führt dann dazu, dass dann irgendwann halt auch bei uns gecrunched wird. Das heißt, die Leute sitzen dann wirklich so bis um 11, 12 hier, teilweise bis um 1, 2, gehen nach Hause ins Bett und kommen am nächsten Morgen um 9 Uhr wieder und arbeiten weiter und dann wird am Wochenende weitergearbeitet. Aber bei uns ist das wirklich so, dass wir das versuchen zu vermeiden, nach Möglichkeit. Das lässt sich leider nicht immer vermeiden, zumal wenn der Release-Termin irgendwann offiziell angekündigt wird, das hängt ja dann nicht nur, also dann muss das Spiel irgendwann fertig sein.
Ja, das muss fertig sein. Da gibt es Verträge mit Distributoren. Unser Publisher macht dann Verträge mit irgendwelchen Distributoren in Deutschland, mit Koch Media. Die warten auf die gepresste Version zum Verpacken. Die Verpackung muss irgendwie gemacht werden und hast nicht gesehen, das muss irgendwie in den Mediamarkt geschippt werden und sonst was. Wenn du da nicht mehr, wenn du da zu spät bist, was sind die Vertragsstrafen, die du da zahlen darfst? Auf der anderen Seite ist es so, ist es nicht so wie, ich habe damals diesen Artikel zum Thema Lionhead mal gelesen, die Crunchtime dort, die belief irgendwie ein Jahr. Mhm. Sorry, aber danach kannst du die Leute halt in der Pfeife rauchen. Also die sind danach völlig im Arsch. Das ist hier nicht der Fall. Wir versuchen das da echt sehr gering zu halten, so gering wie möglich. Und etwas, was bei Deck 13 von Vorteil ist, ist, dass das hier als Überstunden angerechnet wird, was übrigens in der Branche leider nicht gang und gäbe ist. Das heißt, bei uns können die Leute ihre Crunchtime irgendwann abfeiern. Mhm. Wie ist denn bei so einer Crunchtime oder jetzt auch außerhalb der Crunchtime, wenn ihr jetzt nicht so viel davon habt, im Allgemeinen die Atmosphäre bei euch? Also kommt es vor, dass ihr, weil ich sehe ja jetzt Sitzsäcke und im Hintergrund natürlich diesen Kickertisch, dass ja, Leute dann gerade irgendwie nicht weiterkommen, aufstehen können, zum Kickertisch gehen, dabei irgendwie kickern und sich unterhalten und dabei dann so Ideen kommen, oder sitzen die wirklich am Tisch und hinter denen peitscht die eine ein, damit sie schneller programmieren? So, Programmierer sind da eher nochmal so ein homogenes Feld. Die arbeiten mit Trello. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Die sind sehr autonom. Unser Chef, also der Head of Tech, der ist, ich glaube, der hätte auch gar keinen Bock, die Leute anzuschreien. Das ist nicht so sein Ding. Das heißt, da gibt es dann Aufgaben in so einer digitalen Aufgabenliste und die ziehen sich die Aufgaben raus und arbeiten. Ja. Nee, Deck 13 ist schon relativ familiär. Also, die Leute gehen abends auch zusammen Bier trinken. Ich glaube, das würden sie nicht tun, wenn. Die würden das auch tun, wenn sie depressiv wären, wäre ja doof, aber dann wären es andere Gründe, aber die gehen hier ganz gerne mit trinken treffen sich am Wochenende. Die haben irgendwann sogar mal, ein paar von uns haben sogar mal irgendwie so hier so ein Escape the Room am Wochenende gemacht und eine neue Bestzeit aufgestellt und so ein Kram. Mhm. So, ich würde behaupten, die Atmosphäre hier ist relativ gut. Ja, es gibt immer so, das ist wie bei jedem Job, ja. Es gibt immer jemanden, der sich über irgendetwas ärgert. Ja. Hast du halt. Du ärgerst dich auch über deine Zuschauer teilweise. Manchmal. Ja, manchmal. Wenn sie einen Entwickler irgendwie backseaten, der im Chat ist. Ganz selten. Beispiel, ja. Aber, wollen wir denn kurz mal eine Pause machen, damit du vielleicht auch mal aufstehen kannst? Wenn du sagst, das ist unbequem, dann kannst du dich kurz mal bewegen. Babybox? Fragezeichen. Ja? Dann können wir machen. Lass uns doch kurz bis, naja, wie wollen wir, 5 Minuten, 10 Minuten, 10 Minuten? Ach, Micha, du willst doch bestimmt raus. 7? Dann sind 5. Wir um 22 Uhr wieder da, oder was? Ja. 7. Okay. Okay, 7 Minuten Pause, bis um 22 Uhr. Bis gleich. Bis gleich.
22 Aha. Uhr, aber gestrichen. Mhm. Gestrichen. Was ein Timing. Okay, ich habe eine wichtige Frage. Ich mag Soundtracks. Wie wichtig sind Soundtracks für euch? Sehr. Also, ja. Sehr. Ja, warte, nee. Kosten. Also bei The Search, du hast es jetzt leider nicht gespielt, deswegen weißt du gar nicht, wie sehr ein Song geliebt und gehasst wird. Ja? Von Stumpfvoll. Dräng mich doch jetzt nicht wieder in die Rolle. Der Gitarren-Song. Ich seh's morgen wieder im Stream. Ja. Nils, du hast Michael aber versprochen, dass du jetzt The Search noch spielst. Ist das dieser Bosskampf, der da im Dings mit Platte... Nee, das ist immer wenn du drauf gehst, landest du in der Mad Bay. Ja. Genau. Und in der Mad Bay läuft ein kommt. Song. Who is born in prison with no hope. So weiter. Und der hat, der sorgt dafür, dass Leute das, also die hassen diesen Song und sie lieben den Song. Der Song hatte vor Veröffentlichung auf YouTube, ich glaube, so 800 bis 1000 Klicks. Ich glaube, jetzt liegt er bei 50.000 und die Kommentare sind völlig nuts. Das ist völlig, völlig geil. Ansonsten, nee, Musik und so weiter sind extrem wichtig für die Atmosphäre. Das heißt aber auch, dass du halt einen Soundtrack oder Sounds brauchst, die zu deinem Spiel passen, ne? Das ist nicht einfach mal eben so. Also, nicht jedes Spiel hat einen Soundtrack, der separat veröffentlicht werden kann oder sollte, weil es dafür gar nicht gedacht ist. Aber solange es zum Spiel selber passt und in der richtigen Situation richtig ankommt, ist das für den Verkauf von Spielen extrem wichtig auch, glaube ich. Ja. Ja, sicher. Wenn du auf geile Soundtracks stehst, Dizzy, schau dir Crosscode an. Entschuldigung. Hat einen der geilsten Soundtracks, die ich überhaupt kenne. Ich bin so, ich, weißt du, wen ich ganz, ganz gern mag bei Soundtracks? Mick Gordon. Ja, ich weiß nicht, was mit ihm ist. Aber das ist echt, alles, was der macht, ist irgendwie so Zucker. Kennst du Mick Gordon? Nee, tatsächlich weiß ich nicht, bei wo es jetzt als Beispiel wäre. Doom. Okay. Hättest du Doom-Soundtrack gesagt, hätte ich gesagt, ist okay. Weiß, also das ist Mick Gordon, Doom. Wolfenstein auch so, aber Wolfenstein ist ja so labidar Kackspiel. Also ich bin jetzt nicht so, also du siehst mir ja schon an, ich kenne mich musikalisch nur so bedingt aus. Jetzt von der Haare her, oder? Ja, auch. Aber auch so, ne? Kennst du Wacken? Ja. Nee, also Wacken ist mir ehrlich gesagt zu teuer, ne? Ja. So, ich habe heute nachgeguckt, weil mich ein Buddy gefragt hat, ob ich dieses Jahr mal Bock hätte, bevor die ganzen guten Leute weggestorben sind. Noch Was kenne. Kostet denn Wacken? 120 für 3 Tage. 120? Wo 120? Bei 120? Bei 2-0. Da würde sich im Matsch rumhüpfen darf? Ja, geil, ne? Und dummerweise bin ich mittlerweile auch schon 30 und dafür dann ein bisschen alt. Also, weißt du, ich bin ja schon ein Opa. Verstehe ich nicht. Sag's ruhig einfach, ich bin zu alt für den Scheiß. Nee, überhaupt nicht, Mann. Ich war letztes Jahr hier in Dieburg auf dem Traffic Jam. Saugeiles Mini-Festival im Prinzip. Und bei Caliban war ich endlich mal wieder im Pit. Und weißt du was, das war sehr befreiend. Also ich habe da immer noch Spaß dran, aber das Problem ist, ich bin halt, also gefühlt, ich weiß nicht, du bist kein Metalhead, nehme ich an, ne? Ich? Ja. Doch. Echt? Ja. Krass. Nur weil ich im Stream sowas nicht höre, heißt das nicht, dass ich das... Okay, hätte ich nicht gedacht, also, ne, wahrscheinlich dann eher so Hardcore? Ja. Okay, cool. Wie bist du nur darauf gekommen? Oh Mann! An der Kappe. Aber ist egal. Nee, und den fehlenden Haaren. Ich habe viele Haare gerade. Ja, aber einfaches Beispiel, wenn ich jetzt auf so ein Hardcore-Konzert gehe, so, da bin ich echt vorsichtig geworden. Gerade, bestes Beispiel wäre Hatebreed, ist halt so bekanntester Hardcore-Kram oder H2O. Ganz ehrlich, ich habe keinen Bock auf Leute, die auf Kopfhöhe treten. Hm. Das ist mir einfach dann wiederum zu krass.
Aber wenn ich jetzt so den populäreren Bands dann mal gehe, ich komme da mittlerweile echt ein bisschen alt vor und im Pit mit Kindern zu sein, ist halt dann, da habe ich fast ein bisschen Angst, denen weh zu tun. Also da muss ich mich sehr zurücknehmen immer und das ist dann wiederum nicht so lustig. Weil, beim Pit, es geht ja gerade darum, eben einfach keine Kontrolle zu haben, weißt du? Naja. Egal. Ich würde gerne mal Exodus live sehen. Ich würde gerne mal Legion of the Damned live sehen. Oder Cataclysm mal wieder. Aber wie arbeitet ihr an den Soundtracks bei euren Spielen? Also habt ihr da einen hauseigenen Komponisten oder lizenziert ihr Musik? Wir haben tatsächlich, also das ist, wir haben einen Soundartist. Mhm. Einen. Aber der ist Gott. Also der ist wirklich gut. Daniel ist grandios. Mhm. Sound wird, also viel Musik wird auch, also Prisoner Stumfall von Stumfall ist ja auch ein lizenzierter Song quasi. Ja. Also beziehungsweise das sind Buddies vom Daniel und darüber ist es dann, das passte thematisch irgendwie ganz gut rein. Und dadurch ist das dann auch im Spiel gelandet. Ansonsten wird aber auch vieles extern produziert und dann vom Daniel nochmal überarbeitet. Weil er kann nicht alle Musik auch noch machen. Er macht die ganzen Gegner-Sounds, Geräusche, hast du nicht gesehen. Das heißt, das wird viel auch extern eingekauft und dann hier einfach noch angepasst und hier kriegst du den letzten Feinschliff sozusagen. Mhm. Wie genau. Ist denn das jetzt, wie kann ich mir das vorstellen, so mit Geräuschen zum Beispiel. Wie funktioniert das, wenn du jetzt zum Beispiel so einen Schlag hast? Gehen wir einfach mal von einem Schlag von The Search aus. Ja. Ist das jetzt jemand, der im Raum steht und gegen eine Wand kloppt? Oder wie kann man sich das vorstellen? Oder ist das mittlerweile mit Technik gemacht? Also das ist unterschiedlich. Teilweise werden Musiklibraries eingekauft. Das heißt, da sind irgendwelche Geräusche schon vorgefertigt. Und die werden dann einfach überarbeitet. Ja, da setzt sich dann der Soundartist als Beispiel dran und schraubt an diesem Sound so lange rum, bis er so klingt, wie er zu klingen hat. Aber es gibt natürlich auch den Fall, dass er dann halt mit dem Aufnahmegerät Sounds aufnimmt und die dann wiederum bearbeitet. Ein Schlag muss nicht immer jemand sein, der irgendwo gegenschlägt. Ja, ein Schlag kann... Moment. Ich habe hier zwei Schuhe. Ja, ich sitze mich hier gerade ohne Schuhe. Und dann mache ich einfach... So, und diesen Sound kann ich jetzt theoretisch bearbeiten, bis er so klingt, als würde ich jemanden den Kopf abtrennen. Es kommt halt darauf an, was du brauchst. Also das hängt von dem Artist ab, was für Ausgangsmaterial er braucht und was er sich in seinem Kopf gesetzt hat, wie es klingen soll. Und eventuell, wie andere wollen, dass es klingt. Weißt du zum Beispiel, wie der Lichtschwert-Sound bei Star Wars entstanden ist? So ein Wellblech. Der wurde dann einfach noch bearbeitet. So läuft das halt auch. Ja. Ja, Wellblech wird häufig genutzt für alles. Sturm. Donner. Ja. Genau. Das ist halt, ja, je nachdem, was du brauchst. Also, du musst halt kreativ sein teilweise. Weil das Witzige ist, es klingt meistens nicht so spektakulär, wie du das denkst. Ja? Also so ein Schlag also wenn du jemandem eine Backpfeife gibst, das klatscht noch, aber wenn du mit der geschlossenen Faust zuschlägst, halt eher so wie im Film, dass man einmal so das klingt anders. Ja. Die Realität an Geräuschkulisse ist nicht so spektakulär. Genau, das ist so. Stell dir wie einen Film vor, wenn so eine Tankstelle in einem Film explodiert, dann ist das so ein Atompilz. Wenn eine Tankstelle in der Realität explodieren würde, wärst du wahrscheinlich sehr enttäuscht. Ja. Weil du dir denken würdest, boah, sieht das unrealistisch aus, ey. Arbeiten bei euch hauptsächlich Leute, die das gelernt haben, Game Development, oder habt ihr viele Quereinsteiger, oder wie funktioniert das? Kommt immer aufs Alter drauf an, der Leute. Je älter die Leute sind, desto weniger davon haben tatsächlich irgendetwas mit Games studiert. Hm. Die haben dann halt, keine Ahnung, Grafiker, Mediendesign oder so. Hm. Programmierer haben meistens Informatik studiert. Gerade bei den Game-Designern ändert sich das in den
hat sich das in den letzten Jahren sehr stark gewandelt. Da sind immer mehr Leute, die auch wirklich Game Design studiert haben. Aber auch dort, ich habe mal mit jemandem zusammengearbeitet, der hat ein unfertiges Sportstudium gehabt und wurde damit Producer. Ich habe auch nichts mit Games studiert. Was hast du denn studiert? Online-Medien studiert. Schwarzwald. Also, ja gut. So, und im Schwarzwald? Im Schwarzwald kann man studieren. Der ist sehr schön, der Schwarzwald. Ja, zum Studium war es auch ganz okay. Was studiert man da? Geht man da in eine Baumschule? Da ist eine der größten Medienschulen Deutschlands. Neben der MDH in Stuttgart. Echt, ja? Ja, Furtwangen im Schwarzwald. Relativ bekannt sogar. Aber, sag mal, ja genau, die FH Furtwangen. Kennt man sogar im Chat. Entschuldigung, bin ungebildet. Jedenfalls, also es ist, sag mal, ich glaube, es ist nicht ganz so wichtig, was du studiert hast in dieser Branche. Ich glaube, es geht vielmehr um Talent. Also, sagen wir mal ehrlich, jemand, der nicht programmieren kann, der kann zwar das Informatikstudium schaffen, ja, der wird aber trotzdem kein Programmierer werden vielleicht. Oder kein besonders guter. Und dann wird er auch nicht in der Branche gebraucht werden, weil wir, so heißt es mir tut, wir brauchen sehr gute. Sorry wegen dem Mikrofonproblem. Das Mikro ist nur so bedingt geil und ich sitze ein bisschen weit davon entfernt. Das tut mir sehr leid. Jedenfalls, was die Programmierer angeht, die sind halt, der muss halt was drauf haben. Ja? Genauso der Artist. Du kannst irgendwas mit Art studiert haben, aber das heißt nicht, dass du zeichnen kannst. Hm. Ding. Du kannst das Studium trotzdem irgendwie auch viel um Theorie. Genauso gut kenne ich Leute, die Architekten, also was zum Beispiel sehr beliebt ist, einige Level-Designer kenne ich, die haben Architektur studiert. Ja gut, aber das liegt ja auf Hand. Ja, natürlich. Aber wie kommst du mit dem kommst du von Architekturstudium auf einmal auf Games? Wenn du während deines Studiums die ganze Zeit League of Legends gespielt hast und irgendwann gesagt hast, Mann, wenn du League of Legends gespielt hast, wirst du eher nicht dran denken, dass dein Studium damit was zu tun hat, dann müsstest du dann schon eher PUBG spielen. Wieso, wenn dein Busch dir nicht gefällt hat oder der Dragon oder der, wie heißt der? Ja, aber der bei Architektur denkst du an irgendwelche Kathedralen oder so, ne? Es gibt viele Architekten, die im Game Design arbeiten. Also wenn du dir zum Beispiel so ein Assassin's Creed tatsächlich anguckst, da ist, glaube ich, eins der besten Architektenteams, glaube ich, überhaupt in der Games-Branche zuständig für alles, was die da so herzaubern. Ja, klar. Also, ja, es ist halt, ich kenne wirklich sehr, sehr viele Leute, die irgendwie in der Branche gelandet sind, die nichts damit irgendwie zu tun hatten erstmal. So rein vom Ausbildungsweg her. Aber wie das Leben halt so spielt. Wie ist euer Kontakt so zu anderen Studios in Deutschland? Kennt man sich? Ja. Respektiert man sich? Hasst man sich? Du hast meinen Spruch wohl neulich gesehen, oder? Bei Filmern. Nee. Hey? Das ist ein Spruch, den ich immer wieder mal bringe, wenn mich diese Frage jemand stellt. Das ist ein Spruch, den ich jetzt nicht als Mitarbeiter von Deck 13 sage, sondern als jemand, der die Branche ganz gut kennt. Das ist also etwas aus meiner persönlichen Meinung, dass man verzeihe mir, dass ich das jetzt sage, aber die deutsche Branche ist ein riesig großer Inzesthaufen. Ja, der eine schreit Inzest, der andere schreit High Five, Bro. Was ich damit sagen will, ist, die Leute kennen sich. Ja. Also ich habe ja als Producer gearbeitet, wie gesagt, mal früher. Und in Deutschland gibt es, glaube ich, so 10, 20 Leute, die diesen Job ebenfalls noch ausüben, so in gewissen Kreisen. Vielleicht sind es auch mehr, vielleicht sind es 30. Fakt ist, die wechseln so durch die Firmen immer wieder durch. Also irgendwie trifft man die immer wieder. Ja? Dann sitzt sie halt beim anderen Unternehmen. Sprich, ja, die gesamte Branche kennt sich irgendwo auch. Was so ein bisschen schwierig ist, ist tatsächlich so, dass das frische Blut in der Branche, so die alten Hasen kennen sich, dann gibt's so meine Generation, die kennt sich, die kennt vielleicht noch ein paar von den Alten und ein paar von den Jungen und die Jungen kennen sich. Aber so diese Mittelwege dazwischen, die Verbindungswege fehlen leider oftmals noch so. Was das zu überkommen ist auch, also das zu überwinden ist ein bisschen schwierig. Aber insgesamt, nee, die Verbindung ist sehr, sehr gut. Gerade so Deck 13 hat ja auch damals diesen DevPlay YouTube-Kanal mitgegründet, wo
immer wieder Entwickler über die Spieleentwicklung, über Themen dann reden. Ganz oft mit Piranha Bytes, mit ja auch mit Jan Theissen, den ihr auch schon zu Gast hattet. Von King Art. Ich habe da vorhin was gesagt, der Chat immer noch. Davon hatte Jan sogar erzählt gehabt, ja. Stimmt. Ja. Bitte? Davon hatte Jan sogar erzählt gehabt, ja. Ja, genau. Oder auch hier mit Black Forest und so weiter. Und auch international. Das Ding ist, weißt du, die gesamte Branche, ich meine, das ist euch garantiert auch schon aufgefallen, es gibt kein Sie in der Branche. Es gibt nur ein, alle sind per Du irgendwo. Das ist schön. Also ich finde das geil. Ich kenne jeden, auch wenn ich ihn noch nicht kenne. Es ist auch schön, dass ihr so langsam alle zu Twitch kommt. Ey, seid unsere Käufer. Ihr seid quasi, beziehungsweise nein, ihr drei jetzt seid nicht so die Käufer, ihr seid so quasi unsere Kommunikation, unsere Schnittstelle zu den Käufern, die ich hier auf dem anderen Bildschirm habe, nämlich den Chat. Ja, auf gewisse Art und Weise schon, ja. Wie geht ihr eigentlich so mit Kritik um? Ach, lösch dich. Genatzt. Nächste Frage. Ja, kommt drauf an, was für Kritik. Es gibt berechtigte Kritik und es gibt lösch dich. Also, weißt du, wenn uns einer entgegenschleudert, ey, ihr Arschgeigen, ihr gehört alle hinter Gitter, weil ihr dieses Spiel verbrochen habt, oder euer Spiel ist scheiße, weil es ist nicht Dark Souls und dafür sollt ihr alle in der Hölle brennen und eure Familien sollen gefoltert werden. Ja, das ist lösch dich Kritik. Schlechte Grundlage für eine Unterhaltung. Weißt du, ich komme ja auch nicht zu dir in die Wohnung nach Hause, kack dir auf den Tisch und sag, du bist ein scheiß Streamer. Doch. Dann nimmst du, also kann ich machen, aber dann nimmst du mich doch nicht mehr ernst. Nee, dann sagst du, Kickbann und tschüss, ist mir doch egal. Ja. Und sorry, aber sowas, so jemanden hört man auch nicht zu. Weil die Frage auch kommt, ja, es gab auch schon Todesdrohungen. Ja, das ist, aber sorry, aber mit so jemandem Kritik, egal ob der da noch so valide Punkte hat, aber diese Kritik ist einfach. Was willst du mit dieser Kritik? Ist nicht valide. Die sagt nichts mehr aus, selbst wenn da die besten Punkte drinstehen sollten. Du liest soweit schon gar nicht mehr, weil du dir einfach nur denkst, ja, lösch dich, geh sterben. Ist uns doch egal. Und wenn aber jemand wirklich fundierte Kritik hat und die auch vernünftig artikuliert, ob das jetzt auf Reddit sei, in den Steam-Foren, im offiziellen Forum, in irgendwelchen Xbox-Foren oder Sony-Foren, na, nehmen wir ernst. Wir sammeln das Feedback, wir haben jetzt den 11. Patch für The Search veröffentlicht, ja. Wir haben einen DLC veröffentlicht, der im Prinzip zu 100% auf Player-Feedback basiert. Wir lesen das. Wir antworten nicht immer. Klar. Ja, du kannst nicht jedem immer antworten. Da würdest du bei einer Veröffentlichung wie The Search einfach völlig durchdrehen, weil es einfach zu viele sind. Du kannst nicht jedem antworten, das geht nicht. Aber klar, wenn die uns auf Facebook schreiben, antworten wir allen, außer es ist nur so, hey, voll das geile Spiel, dann sagen wir danke. Vielen Dank. Wahnsinnig, das freut uns, dass euch das Spiel gefällt. Da wird einfach so ein Schnipsel genommen und als Antwort gesendet und die Leute freuen sich trotzdem und es ist alles okay. Aber jetzt gerade so bei krasser Kritik oder wo dann die Spieler untereinander diskutieren, da steigt man nicht in jede Diskussion ein. Aber man nimmt die wichtigen Punkte mit raus. Ich glaube, das ist auch wichtig, dass man sich durchaus zum Herzen nimmt. Wir wissen auch, dass wir vielleicht nicht das perfekte Spiel gemacht haben. Es ist so gut, wie wir es zu diesem Zeitpunkt haben machen können und wo wir überzeugt waren, dass es das bestmögliche Produkt zu diesem Zeitpunkt ist. Für das, was wir zur Verfügung stehen hatten. Und wir waren zu diesem Zeitpunkt sehr, sehr stolz darauf und wir sind es nach wie vor. Aber natürlich gibt es immer wieder Kritikpunkte. Und wir sind ja auch selber, du bist ja selber als Entwickler nie wirklich zufrieden mit deinem Produkt. Es gibt immer irgendwelche Sachen, die du gerne noch gemacht hättest, wo die Zeit nicht mehr gereicht hat oder irgendeine Idee, die da nicht so geworden ist, wie du es dir vorgestellt hast. Und
musst du dran gegebenenfalls arbeiten. Und wenn diese Punkte dann auch in der Kritik wieder auftreten, dann weißt du zumindest, dass du auf dem richtigen Weg bist. Kann auch sein, dass genau die Sachen gelobt werden, die du eigentlich doof findest. Insofern ist es extrem wichtig, dass du auf Kritik reagierst. Ja. Also ihr nehmt es euch schon zu Herzen. Habt ihr jemanden, der das dann vielleicht auch sammelt oder so? Also ja. Ich meine, also ich sammle es aus der Twitch-Community. Ja. Hallo. Hi. Also auch sowas, auch solche Aussagen von Slab oder so. Den gegebenenfalls in unseren Feedbacks, internen Feedbacks. Nee, und ansonsten haben wir dafür auch jemanden, der wirklich so das Internet armt und forstet und alles. Das steht ja auch schon im Chat mehrfach. Kritik ist im Grunde nichts Schlechtes und das stimmt. Mhm. Du kannst nur daraus lernen. Ja, das ist wichtig, um sich weiterzuentwickeln. Zu der Frage, ob es auch Produkte gibt, hinter denen ich nicht stehe, stehe auch hinter The Voice, ganz ehrlich. Jetzt auf einmal. Natürlich, hallo. Das war ein Marketing-Slogan, den ich damals mir ausgedacht habe, weil ich halt ein Metalhead bin. Ja? Und der kam halt bei der Presse immer sehr gut an. So. Ich habe einfach die Tendenz dazu, solche Dinger rauszukloppen manchmal. Merkt man gar nicht. Ja, okay. Absolut nicht. Nee, es gibt, ich stehe hinter jedem meiner Produkte. So schlecht sie teilweise auch waren, manchmal. Ja, das Schöne ist, bei den Vollkatastrophenprodukten lernst du am meisten. Weil du lernst, was schiefgelaufen ist. Mhm. Und ich habe einige in meiner Historie, die echt, also, uiuiui. Oh Gott. Aber ich habe an diesen Produkten am meisten gelernt. Deswegen stehe ich auch dazu, dass ich die gemacht habe. Gott, ist doch nicht schlimm. Lernst du denn heute nach deiner langen Zeit immer noch Sachen dazu? Jeden Tag. Ja? Ja. Was denn zum Beispiel? Wenn du ein Beispiel geben kannst. So. Also was hast du, frag mal so, was hast du heute gelernt? Na, heute nichts, heute ist Sonntag. Okay, was hast du? Sonntag bin ich brain Freitag. Off eigentlich. Freitag. Freitag. Oh, da habe ich etwas über Kosten gelernt. Was gewisse Dinge kosten, wenn man sie. Der Rest war abgehakt, was? Was denn wenn man kosten? Sie? Also, ich habe was über Kosten gelernt, und zwar, was etwas kostet, wenn man etwas buchen möchte. Ich kann da leider nicht auf Details eingehen. Ja, ja. Aber es geht um ein Side-Branding und ich weiß jetzt, was das kostet. Als einfaches Beispiel, das ist so eine Kleinigkeit, wusste ich vorher nicht. Und ich habe mir gedacht, ach du liebe Güte. Nein. davor, letzte Woche habe ich gelernt, wie ich bei Twitch den Chat abkoppeln kann. Cool, oder? Nein, Quatsch, aber auch so, ich lerne jedes Mal während der Entwicklung viel, viel mehr auch über Technologie, die dahinter steckt teilweise, ja, über irgendwelche Funktionen, die völlig krass sind, wo ich gar nicht wusste, dass es so etwas überhaupt gibt, dass so etwas bedacht werden muss. Ich weiß extrem viel, ich behaupte, ich weiß sehr, sehr viel über Spieleentwicklung, aber ich weiß noch nicht alles. Nach wie vor. Ich habe übrigens gerade geguckt, dass das Surge DLC hat 10% mehr Zuspruch auf Steam als das Grundspiel. Ja. Also, ne, wenn ihr noch mehr Kritik wollt, Leute, ne, beim nächsten Spiel, sagt Bescheid. Haben ja auch vor allen Dingen die Leute gekauft, die wir Surge mochten, nehme ich mal an. Ja. Weißt du, so muss es aussehen. Also, verdammt. Das darfst du nicht außer Acht lassen. Es war einfach der Freizeitpark. Ja, das Mess. Es ist einfach der Freizeitpark. Freizeitpark zieht. Ja. Ja, klar. Das stimmt, ja. Wann kommt das nächste Freizeitparkspiel bei euch? Boah, jetzt ist es wirklich unter Wasser. Ich liebe Unterwasser. Freizeitpark? Nein! Also, Freizeitpark ja, unter Wasser Dark Souls-like. Boah. Mit Schwimmen. Mit Schwimmen! Wäre mega. Krass. Ist das dann so eine PUBG Underwater? Und nicht PUBG. Da kam ist doch gerade populär. Mach was mal. Kam denn, wie heißt denn dieses andere Ding jetzt gerade schon wieder, was da rausgekommen ist? Darwin's Project? Heißt? Ja. Was? Das habe ich gestern mit Darwin's Project. Das, ich glaube, das ist auch schon wieder Battle Royale. Beta, Alpha, Gamma, Container. Unter Wasser? Oh. Ist das diese Dead Island DLC-Erweiterung? Oder also nicht Dead Island, ihr Nachfolger davon, Dead Island 2, das ist ja eine andere Geschichte, aber wie heißt hier dieses Zombie?
Okay, meinst du die Dead Island? Das zweite hieß Repeat. Ja, nee, von den Machern, nicht vom. Hilfe. Dying Light? Ach nein, war das nicht das, Dizzy, wo. Hier, Dying Light. So ein bisschen Parcours oder? Dying Light, ja, Dying Light, ja. Ja, Dying Light, genau, danke. Mit dem. Das kommt ja erst noch. Die haben ja auch sowas angekündigt, ne? Da hatten wir mit Sleth drüber gesprochen. Ja, genau. Okay. Aber das ist dann nicht das, was. Okay. Ja. Nee, das meine ich nicht. Das habe ich gestern nur schon wieder gesehen. Darwin Project meinst du? Ja, Darwin gibt es gerade kostenlos auf Steam. Kenne ich auch nicht. Also. Battle Royale. Das Ding ist, Battle Royale ist nicht so meine Welt, ehrlich gesagt. So. Ich finde es spannend, wenn andere das spielen. Aber selber. So, nee, ich bin einfach zu schlecht dafür. Also, ich habe dafür nicht mehr die Reaktionen gefühlt. Ja, wann kommt denn bei euch jetzt Battle Royale dann? The Search Battle Royale Mode. Kostenlos. Aha. Hä? Also. Hä? Darf ich kurz mal eine Frage aufgreifen von Twitter? Denn es hat nämlich jemand gefragt, ich weiß nicht, ob du da darauf antworten kannst, welche Projektmanagement-Methoden werden in der Spieleentwicklung genutzt? Eher agil, in Klammern Scrum, oder das altbewährte... Da steht Scrum, ja. Was habe ich gesagt? Scrum. Oh, Entschuldigung, Scrum. Oder altbewährtes Wasserfallprinzip. Unterschiedlich. Kann man ganz kurz erklären, was die beiden Prinzipe sind? Weil ich weiß gar nichts. Wasserfall hört sich hübsch an. Mag jemand von euch? Nee, ich kann nämlich, ich weiß es auch nicht. Keine Ahnung. Okay, das sind im Prinzip zwei verschiedene Projektmanagement-Methoden. Bei Scrum steckst du dir so eine, also theoretische Überlegung, jetzt super versimplifiziert. Bei Scrum steckst du dir so ein wöchentliches Ziel, damit gibt es einen Sprint, dann wird auch da alles darauf hingearbeitet, das wird alles noch mit Punkten versehen, wie irgendwelche Aufgaben, welche Punkte haben und so weiter. Und am Ende wird dann der Sprint fertig gemacht und so geht das dann immer weiter. So kann man agil auf Veränderungen in der Entwicklung reagieren oder auf veränderte Umstände. Während der Wasserfall, das Wasserfallmodell, der plätschert halt so vor sich hin und am Ende wird geguckt, passt das, und dann wird wieder zurückgegangen. Manchmal gibt es noch irgendwie Zwischenschritte im Wasserfall und dann wird auch wieder zurückgegangen. Ganz ehrlich, ich halte beides nur für Theorien. Ja? Theorien sind schön und gut. Jeder, der was habt ihr so studiert, wenn ich fragen darf, oder habt ihr irgendwas studiert? Philosophie. Oh, scheiße. Kartografie. Okay. Okay. Hat irgendwer hier was mit irgendwie so, irgendwas mit Medien studiert? Ich mache was mit Medien, ich streame. Du kriegst immer wieder irgendwelche Medientheorien beigebracht. Wie Kommunikation verläuft als Beispiel, ja? So Sender-Empfänger-Modelle. Ehrlich, das sind Theorien. Ja? Du kriegst genauso beigebracht, wie Firmen aufgebaut sind in der Theorie. In der Praxis ist das alles ein riesengroßes Chaos. Und, das ist, also Scrum hat einige Punkte zum Beispiel, die sehr, sehr gut sind, die auch bei uns zum Einsatz kommen. Ja, dazu gehören tägliche Stand-Up-Meetings, wo dann besprochen wird, was heute so in etwa gemacht wird. Ich habe mal bei einer Firma gearbeitet, da wurde das noch so ein bisschen mehr, da gab's dann so ein, hast du dann so mit so Sticky-Notes gearbeitet, die irgendwie an der Wand hingen, beziehungsweise hast dann deine Sticky-Notes von dieser Punkt steht irgendwann an, daran arbeite ich gerade, ist erledigt. Dann hast du immer so da auch deine Sticky Notes hin und her gehängt, damit jeder die Übersicht hatte, wer woran gerade arbeitet. Aber ganz ehrlich, wer Scrum 1:1 so wie im Lehrbuch umsetzt, der geht vor die Hunde. So, also das kann mir keiner erzählen, dass es irgendeine Firma da draußen gibt, die diesen Scrum 1:1 umsetzt. Das funktioniert nicht. Das ist so mit allen Theorien. Insgesamt ist das Ganze schon mittlerweile, du musst einfach agil sein, ja. Und das ist mehr als nur PR-Sprech für schlechte Planung, wie Fuddel das sagt. Das ist deutlich mehr. Aber wenn du eine Theorie 1:1 umsetzt, dann bist du völlig, also, weil es mir tut, dann ist dir nicht zu helfen. Ja? Ja. Theorie ist das eine, Realität ist das andere. Und ohne Agilität kommst du da nicht voran. Du musst einfach, manchmal ändern sich Pläne, weil du feststellst, irgendwas funktioniert doch nicht so, wie du es dachtest. Agilität, nur um kurz zu fragen, heißt dann, dass man wandelbar ist und schnell ja, von einem anderem Plan abspringen kann. Unter anderem. Ja.
Ja, beziehungsweise Scrum, also wenn man jetzt vom Scrum ausgeht, es hängt vor allen Dingen damit zusammen, dass du quasi nach einer Woche schon, oder je nachdem wie lang dein Sprint ist, dein Entwicklungssprint, dem irgendwas gemacht wird, dass du dann danach agil etwas schneller reagieren kannst. Aber ja. Nö, aber ist aber auch von Firma zu Firma unterschiedlich. Ich habe Firmen gesehen, tatsächlich in der Spielebranche auch schon mal, die wirklich Scrum versucht haben, 1:1 umzusetzen und Scheiße. Da muss ich gerade dran denken, das war gut. Ja. Ich glaube, die, oh Gott. Ja. Ich habe noch eine Frage. Und zwar, ihr habt das Search wahrscheinlich in andere Sprachen übersetzt, oder? Jo. In welche? Guck mal auf Steam. Also waren mehrere, jetzt nicht jede einzelne, aber. Ja. Okay, ja, Deutsch, Englisch, Französisch, sogar Italienisch. Teilweise sind noch einige Sprachversionen witzigerweise im Test gerade. Hm. Ich weiß nicht welche, deswegen kann ich nicht sagen, über welche ich reden darf und welche nicht. Das habe ich gerade nicht im Kopf, es tut mir sehr leid. Also Japanisch ist dabei. Ja. Unter anderem. Klar, EFIX Russisch. Also EFIX heißt English, French, Italian, German, Spanish. Ja. Russisch, glaube ich, vielleicht. Ja. Nein. Chinesisch, Koreanisch. Ah ja, siehst du. Und brasilianisches Portugiesisch. Ja. Aber Ton ist tatsächlich nur Deutsch, Englisch und Französisch. Genau. Okay. Der Rest sind Untertitel. Ja, aber das ist schon mal ein Angebot. Ja. Also das ist schon mal ein Angebot. Ja. Wie geht ihr daran an so eine Lokalisation? Also jetzt einerseits mit Ton und andererseits dann nur für Text? Die deutsch-englische Vertonung, also wir haben, wir leiten die Sprachaufnahmen für Deutsch und Englisch, weil uns das sehr wichtig ist. Im Haus? Nee, nicht im Haus. Okay. Wir beauftragen Tonstudios. Mhm. So, was heißt, wir beauftragen die, wir briefen die und wir überwachen die auch dabei bei den Aufnahmen. Das heißt, da hängen, wenn nicht jemand vor Ort ist, dann hängen mindestens 2-3 Leute hier unten in den Meetingräumen. Also wir haben übrigens 2 Stockwerke im Moment, bis wir umziehen, dann sind wir wieder auf einer Etage, ist eine lange Geschichte. Mhm. Jedenfalls dann in den Meetingräumen 2-3 Leute, die Kopfhörer drauf haben und quasi live zugeschaltet sind zu den Aufnahmen, um die Feelings, ob das alles passt. Mhm. Französisch hat Fokus gemacht, weil wir sind nicht in der Position, beurteilen zu können, ob eine französische Sprachlokalisierung jetzt geil ist oder nicht. Mhm. Wir sind zwar ein internationales Team, aber ich glaube, wir haben keinen Franzosen bei uns sitzen. Mhm. Oder niemanden, der Native Speaker für Französisch ist. Ansonsten die textlichen Übersetzungen gibt in der Regel unser Publisher in Auftrag. Und wir entwickeln auf Englisch, muss man dazu sagen. Deutsche Übersetzung, die wir dann kriegen, überarbeiten wir dann auch in der Regel nochmal so ein bisschen. Wenn jetzt gerade so die technischen Begriffe ein bisschen merkwürdig übersetzt wurden, dann. Aber die restlichen Sprachen, keine Ahnung, wie gut. Du bist schon wieder abgehackt. Du musst ein bisschen lauter. Sorry. Ja, du musst nicht hier ran. Du wirst bloß immer ein bisschen leiser am Ende. Ach so, okay. Ja, dann kann ich auch einfach brüllen. Jo. Ja, mach doch. Du bist doch keiner im Büro. Ja, nee, ich bin der Einzige hier am Sonntag. Soll ich dich in den Arm nehmen? Weil du am Sonntag im Büro bist? Nee. Ich hätte dich jetzt gemacht. Wenn ich mal nach Berlin komme und vorbeischaue, dann kannst du das machen. Schweiz. Berlin ist schon lange nicht mehr. Ich wohne schon in der Schweiz jetzt. Hä? Ja. Ich krieg sie alle. Wo? Echt? Du bist. Achso? Ja. Alter. Okay, wenn ich mal bei dir in der Gegend bin, ich frage dich irgendwann mal, wo du wohnst. Und wenn ich bei dir in der Gegend bin, dann darfst du mich umarmen. Oder du läufst mir auf der Gamescom oder auf der PAX East über den Weg. PAX East ist ein bisschen. Nee. Ja, ist nicht ganz Schweiz. Nee. Ist Boston. Na, schauen wir mal. Ja. PAX West. Du bist echt auf PAX East dieses Jahr? Ich bin dieses Jahr auf der PAX East. Wie freust du dich? Ja. Also, auf Boston freue ich mich. Und auf die Messe auch. Ich glaube, das wird ziemlich geil. Auf USA als solches freue ich mich eher bedingt.
Aus Gründen. Der aktuellen Situation, ja. Der aktuellen Situation, ja. Ja, eher, also... Ist, ja, Packs wäre schon nicht schlecht, ja. Ich hab mal Lust, das mitzunehmen. Ja, ja, aber nee, ja. Worüber haben wir gesprochen? Über Vertonung. Also. Ihr habt da wahrscheinlich bei jedem Spiel so einen Regisseur oder so eine Art, der dann weiß genau, wie die Texte zu klingen haben, zumindest auf Englisch und Deutsch. Wir haben Leute, die, ja, also es hängt so ein bisschen mit zusammen. Wir haben, ja, also die einfache Antwort wäre ja, es ist ein bisschen komplizierter. Wir haben da sogar mehrere Leute, die das so unter sich ausmachen. Die vor allen Dingen auch in der Story-Entwicklung beteiligt sind. Man sich natürlich dann auch, die haben die Quests geschrieben, ja. Die haben die Charaktere entwickelt und die haben dann natürlich ein Wörtchen damit zu reden, wie so jemand zu klingen hat. Ich frage mich gerade, weißt du, da haben die da sowas fertiggestellt und dann wird das euch auch vorgestellt, ne? Und dann sagt der ganze Rest vom Raum so, also die Musik an der Stelle. Nein? Ja. Weiß ich nicht. Gibt's das? So, dass man so, nein? Und das dann doch nochmal überarbeitet wird? Oder geht das vorher einmal durch die Runde und dann segnet das jeder so? Ja, finde ich gut. Das ist, glaube ich, zu viel Arbeit, oder? Wir haben hier jeden Freitag ein Meeting. Ah ja? Meetings sind wichtig. Ja, so eine Art Company, hier Get-Together. Ideen pitchen, habe ich gehört. Mhm. Nee, wir nennen es das Zeigemeeting. Das was? Zeigemeeting? Das Zeigemeeting, ja. Ich zeig dir meins, du zeigst mir deine. Zeig dir meine Socken, du zeigst mir deine. Ich habe übrigens tatsächlich... Wow, Füße verboten auf Twitch. Wow. Ah, werden wir in den Socken Füße stecken? Stormtrooper-Socken an, geil. Ich bin auch so ein Markenopfer mittlerweile. Nee, ist es tatsächlich so, dass wir haben jeden Freitag um 10 Uhr unser Zeigemeeting und da zeigen dann Leute, was sie, also jeder, der irgendwie was vorzuzeigen hat aus der letzten Woche, zeigt dann einfach, was er so an der letzten Woche gearbeitet hat. Hm. Bei mir sind das meistens irgendwelche Statistiken von irgendwelchen aus Steam, so verkaufszahlenmäßig irgendwas, so. Woran ich arbeite und so. Dachte, wie viel Zeit du auf Twitch verbracht hast. Teilweise auch das. Das fängt am. Neulich war ein Screenshot von mir vom Co Carnage Stream drin. Weil wir den Stream gekapert haben vom Walk in the Park DLC. Aber das ist. Ja. Das, ja, sowas passiert auch. Aber andere, dann unser Sound Artist oder so, die oder unsere Story Dame, die spielt dann auch mal Aufnahmen aus den Tonstudios vor und Kram. Gibt es auch Streber, die immer viel mehr machen, als sie sollten? Ja, gibt immer jemanden, der mehr zu zeigen hat, das auch gerne tut. Es gibt auch Leute, die sind eher schüchtern und zeigen eher selten was. Übrigens an die Frage, habt ihr den Berliner Dialekt in andere Sprachen mit anderen Dialekten übernommen oder ist das Lost in Translation? Es geht um einen Charakter aus The Search, den Hobbs, wenn du den triffst und so weiter. Der sagt dann auf Deutsch, oh Gott, wie ist das auf Deutsch? Ich bin hier so lang, dass mein Arsch taub ist oder so. Irgendwie sowas. tatsächlich ist es so, dass wir es, dass der auch in anderen Sprachen in einem anderen Dialekt dann redet. Hm. Also im Englischen ist er so ein kleiner Redneck. So, I've been sitting here so long, my ass is numb, man. Und das geht nicht lost in translation. Das darfst du nicht bringen. Berliner sind Rednecks, laut Deck 13. Ihr habt es hier zuerst gehört. Saying. Also mein berlinerischer Dialekt ist echt schlecht, obwohl ein Großteil meiner Familie in Berlin lebt auch, aber ich bin da schlecht. Ja. Ja. Ich kann ich, aber das war's. Du bist kein Berliner. Hey, Marburger Jung. Hat auch eine schöne Uni, habe ich gehört. Heute sind relativ wenig Fragen da, ne? Also falls ihr da draußen noch Fragen habt, ihr könnt die üblichen Plattformen nutzen. Discord und auch... Auf Discord müsst ihr sie mir sagen. Wenn ihr sie hier im Chat schreibt, kann ich sie auch lesen. Ich gucke die ganze Zeit schon rum, währenddessen du erzählst. Weil wir können ja heute nicht so viel erzählen. Du hast ja quasi gekapert. Zu Recht auch. Ist kein Vorwurf. Ist gut.
aber ist nichts reingekommen. Also falls ihr noch Fragen habt, Leute, dann haut die doch raus. Weil wann habt ihr mal die Möglichkeit, persönlich mehr oder weniger mit einem Herren aus dem Studio zu reden? Ich habe eine Frage. Warum Deck 13 und nicht Deck 12 oder Deck 14? Okay. Wisst ihr, oh Gott, weil diese Frage habe ich in der letzten Woche jetzt, die höre ich jetzt zum vierten Mal, das ist kein Scheiß. Ich wäre gar nicht auf die Frage gekommen. Bei uns hat es heute geschneit, gestern hat es geschneit, egal. Das 13. Deck. Wie war das? Also die Firma hieß früher anders, als sie gegründet wurde. Die hieß Trigger Lab. Mhm. War bei jemand anderem zu ähnlich und dann wurde damals geklagt. Oh. Die Firma relativ schnell umbenannt werden, um dieser Klage zu entgehen. Und naja, damals waren hier sehr viele Fans von Unreal Tournament. Classic UT. Und da gibt es diese berühmte Karte, DM Deck 16. Ist übrigens auch meine Favorite-Karte für so ein Insta-Gib-One-on-One. Wenn da jemand mal Bock drauf hätte. Jedenfalls hat man sich eigentlich dann, also der Name ist dann halt eine Hommage an Deck 16 eigentlich. Aber Deck 13, ach du Scheiße, da draußen gehen gerade hier die Sirenen. Ich hoffe, das hört man jetzt nicht allzu sehr. Der Eismann fährt vorbei. Ja, nee, wieder irgendein Notfall. Hier ist ein Krankenhaus in der Nähe. Aha. Jedenfalls ist es so, dass man dann halt nicht wieder verklagt werden wollte und dann die 13 genommen hat, anstatt die 16. So ist dann der Name entstanden. Aber die 13 hat jetzt nichts Spezielles zu bedeuten. Hm. Welches Spiel war denn das erste, was ihr dann unter dem Namen, oder weißt du das überhaupt, weil du ja erst seit 2 Jahren dabei bist? Du meinst unter dem Namen Deck 13? Genau. Ankh, tatsächlich. Und was war das erste Spiel überhaupt? Kann man das überhaupt so sagen? Ich hab's oben im Office liegen. Ich kann den Namen ehrlich gesagt nicht. Schreib dir das irgendwann mal. Okay. Ich kann's dir auch schicken. Das ist in so einer alten Box und so. Laut Wikipedia Stealth Combat. Aber es gab noch vorher ein Label, das hieß Artex. Ja, das war aber eher so ein Label halt. War eigentlich eine separierte Firma mehr oder weniger. Ja. Okay. Also laut Wikipedia habe ich gerade mal geguckt, Stealth Combat. Ja, das stimmt aber nur so bedingt. Iron Dignity. Wie lange ist denn die Firma schon da? Weißt Seit 2001. Und noch keine Insolvenz dabei. Nächstes Jahr Volljährigkeit. Echt? Hm. Was? Wollen wir schon mal klatschen? Ja. 17 Jahre, wenn bei uns Mitarbeiter 10 Jahre dabei sind, kriegen die übrigens auch so ein Schiff, so in einer Flasche mit so personalisiertes. Okay. Und eine Anstecknadel. Also Anstecknadeln gibt es sogar für, glaube ich, für 1 Jahr, für 5 Jahre und für 10 Jahre. Gibt es davon viele? Hä? Gibt es davon viele schon? Die so von lange den 10-Jährigen? Ja. Ich glaube so 6 oder so. Das finde ich cool. Wow. Das sind so Live-Badges. Das finde ich voll gut, sowas. Ja. Geil. Deswegen muss ich auch noch eine Weile hierbleiben. Ich will auch so ein Schiff. Ich hoffe, die Firma gibt es noch die nächsten 3 Jahre. Nein, das ist halt auch irgendwie so wichtig, ein bisschen für die Moral und so. Ne? Ich habe übrigens eben die Frage gelesen, inwieweit wir Einfluss darauf haben, was wir entwickeln. Naja, wir pitchen ja in der Regel unsere Idee. Das heißt, wir stellen diese Idee einem potenziellen Geldgeber vor. Und er sagt dann ja oder nein oder nimmt dann gewisse Anpassungen eventuell mal vor oder man einigt sich dann auf irgendwas in der Mitte, was dem so vorschwebt. Das ist schwer zu sagen. Wir haben auch schon reine Auftragsarbeiten mal gemacht. Wir haben auch schon mit dem Senckenberg-Museum. Nee. Weil ich hätte mich besser vorbereiten müssen, ne? Wir haben auch schon mit dem Museum zusammen eine App entwickelt mal. Hm. Oder hier mit Ravensburger, das Spacehawk-Raumschiff. Sein Handy reinmachen und so und dann Weltraum fliegen. Er ist wirklich für Kinder super geiler Scheiß. Ja, klar. Hättet ihr das mal aus Pappe gemacht, dann hättest du ja Nintendo verkaufen können. Der war gut. Der war gut.
Also wir entwickeln die Spiele, die wir wollen. Und zum Glück haben wir mit Focus bei The Search einen Partner gehabt, der uns extrem viele Freiheiten gelassen hat und sehr viel Freiraum gegeben hat, und da auch kreativ auszutoben, so in gewissem Rahmen. Macht man. Finde ich auch gar nicht irgendwie verwerflich. Man ist ja nicht nur Gaming. Nee, die VR-Dinos sind es nicht. Es ist das andere große Museum in Frankfurt. Ich komme gerade nicht auf den Namen. Passiert manchmal. Die VR-Dinos sind im Rahmen von da war ich sogar eingeladen, von der hier, wie heißt die Schule? Games Academy, von ein paar Studenten dort gemacht worden. Ich war da eingeladen, als sie das dann vorgestellt haben. Ich war als Juror eingeladen, um die zu bewerten. Hier gab es eine 1-0. Bombe. Ich habe noch eine sehr, sehr schöne Frage bei Twitter gerade bekommen. Und zwar, weißt du vielleicht, wie ihr zum Beispiel jemand Neues für euer Studio annehmt? Vor allen Dingen, wenn es sich um Frischfleisch in der Branche handelt. Auf welche Fertigkeiten achtet ihr und was muss diese Person sonst noch mitbringen? Kommt natürlich auf den Bereich drauf an, ne? Also wenn es jetzt ein Game Designer sein soll, dann sollte der am besten Game Design irgendwie ein bisschen Ahnung haben. Ein Artist sollte zeichnen können. Und vielleicht auch in dem Stil, in dem wir arbeiten. Programmierer sollte in erster Linie programmieren können. Dann werden die Leute in der Regel bei uns zu Test-Tasks eingeladen. Also wenn wir sie interessant finden. Und innerhalb der Test-Tasks wird dann geschaut, ob sie einerseits die Aufgabe gelöst bekommen oder wie sie sich dabei anstellen. Ich weiß nicht, ob sie die teilweise lösen müssen oder ob die so komplex sind, dass sie das gar nicht in der Zeit könnten. Bin ich ehrlich, das weiß ich nicht. Aber dann wird auch geguckt, ob sie zum Team passen würden. Wenn die Leute talentiert sind und zum Team passen, du, das ist wie mit jedem anderen Job. Ja? Egal, was du vorher gelernt hast, Studium oder sonst irgendwo, in der Firma läuft das immer anders. Ja? Die ersten 6 Monate, diese beliebte diese Probezeit, die es einfach die es in Deutschland gibt, ne? Ich glaube, die Maximalprobezeit ist 6 Monate. Das nutzen die meisten Firmen in Deutschland auch aus. Die ist dafür da, die Leute einzuarbeiten. Wenn sie es dann noch nicht können, dann sind sie vielleicht auch einfach bei der falschen Firma gelandet. Wobei wir eigentlich über die Test-Tasks versuchen vorzufiltern, um zu gucken, ob das überhaupt was werden könnte oder nicht. Bantu-ER oder Bantur, ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie die ganzen Nicks ausgesprochen werden. Bei uns C++ fordert für Programmierer. Aber ansonsten, ja, wir arbeiten sehr viel mit Testers. Was auch ein tatsächlich guter Weg ist, und das kenne ich auch von anderen Studios, ist, als Studienpraktikant irgendwo anzufangen. Also wenn du ein Pflichtpraktikum bei einem Entwickler oder Publisher machst, kann es gut sein, dass, wenn du dich nicht blöde anstellst, du übernommen wirst. Also, weil, das ist, sagen wir mal ehrlich, gute Leute lässt man nicht gehen. Da wäre man ja bescheuert. Das ist mir damals auch passiert. Ich habe meine Abschlussarbeit bei einem Publisher geschrieben, Marketingbereich, und das Producing-Team hat gedacht so, boah krass, der ist ja gar nicht so hohl. Lass mal behalten. So bin ich dann halt da gelandet. Also das war dann der finale Einstieg. Ja. Aber tendenziell, Talent geht über alles. Ist so. Wie viele Arbeitsbereiche gibt es bei euch? Bei uns gibt es Game Design, das ist allerdings ein bisschen weiter gefasst, weil da auch unser Soundartist mit reinfällt. Dann gibt es unsere QA. Das sind die armen Leutchen, die gerade... Hallo Vanessa, ich weiß, dass du zuschaust. Danke für die Slack-Nachricht und mir den Hinweis, dass mein Mikro immer mal wieder abbricht. Das sind die armen Leutchen, die immer wieder gegen die Wände rennen und gucken, ob die Kollision noch funktioniert. Und die Bugs suchen. Und dann gibt es meinen Bereich, wo also alles irgendwie so alles und nichts ist, gefühlt. Dann haben wir jemanden für HR, für Office Management, und dann haben wir unsere Programmierer. Dann, das ist auch eine separate Abteilung. Und dann haben wir eine Producing Abteilung, also wo unsere Producer sitzen, Projektmanager. Dann halt noch der Art Bereich, wobei der etwas weiter gefasst ist, weil da sitzen dann halt alle möglichen Artists zusammen. Das heißt 3D bis
Concept bis 2D-Textur und hast du nicht gesehen. Also ich weiß ehrlich gesagt nicht, was alles für Artists da teilweise sitzen, weil ich die genaue Fachbezeichnung nicht kenne, aber die sind auch ziemlich talentiert, wie man auch an Research gesehen hat, glaube ich. Ja, aber das, also Art ist ein Bereich. Ah. Ja, QA steht für Quality Assurance. Ja. Ich habe hier noch was Brisantes. Ui. Eine Frage an den Gast. Und jetzt geht's los. Die ersten zwei Wörter. Sind Keyseller? Bam! Auf geht's, Freunde der Sonne. Sind Keyseller aus Entwicklersicht des Teufels oder als ein zusätzliches gleichwertiger Absatzmarkt wie Steam zu sehen? Und was hältst du davon, dass Morhun wieder aufgelegt werden soll? Das sind zwei Fragen. Die brisante war die zweite übrigens. Ich antworte erstmal auf die zweite. Was? Echt? Geil. Wie cool. Meine Kindheit wird wiederbelebt. Nee, keine Ahnung. Habe ich nicht mitbekommen. Why not? Wenn's einen Markt dafür gibt und eine Zielgruppe, ist doch cool. Ich bin's nicht, aber ich bin auch keine Zielgruppe. Ich bin auch keine Zielgruppe für den Farming Simulator. Trotzdem finde ich's geil, dass es das gibt. Ja? Also, ist Hammer. Die erste Frage, Keyseller oder Reseller, welche? Also, es kommt immer drauf an, welche. Green Man Gaming? Top. Kein Problem. P2A? Lösch dich. Brenn in der Hölle und lösch dich nochmal. Und deine gesamte Familie und dein gesamtes Leben und deine gesamte Existenz. Leid es mir tut, aber also, es gibt so ein paar Shops, das dient zur Geldwäsche. Das ist eigentlich schon fast kriminell, was sie dort machen. Wir als Publisher verkaufen wir ja teilweise auch Spiele auf Gamersgate, Green Man Gaming und was weiß ich, wie sie alle heißen. Ja, es gibt eine ganze Menge. Und die sind okay. Aber G2A, die versuchen auch mit uns teilweise wieder in Kontakt zu treten. Ich schreibe denen jedes Mal zurück, wir wollen mit euch nichts zu tun haben. Wir treten zurück. Wieso? Nein. Also versuchen. Es gibt sehr viele legitime Keyseller, aber um mal G2A ganz, ganz klar auf den Punkt zu bringen, ich kriege hin und wieder E-Mails von unseren Partnern, die schreiben mir dann eine Liste mit Keys, die bei einem Kreditkartenbetrug wieder mal gekauft wurden. Ja, oder die durch irgendeinen Hack ergattert wurden. Was ich mache, gehe auf Steam, ich blockiere alle diese Keys. Ich blockiere die einfach, das ist mir scheißegal. Die kommen bei mir einfach auf die Liste und ab damit. Wenn du dann auf Steam irgendein Review liest, ja, das Spiel ist voll scheiße, mein Key funktioniert nicht mehr. Oder wenn irgendjemand über den Support kommt, ey, mein Key funktioniert nicht mehr, was soll der Scheiß? Ihr Arschlöcher, gebt mir sofort Ersatz. Schreib ich zurück, sorry, kauf einfach keine Scheißspiele bei G2A. Ja, Problem gelöst. Ich würde sagen, die meisten Keys dort kommen von irgendwelchen, die reißen die Spiele im Mediamarkt auf, reißen den Code raus und rennen damit raus. Die machen Kreditkartenbetrug, zocken sich damit die Keys und die landen bei G2A. Es gibt Leute, die ihren scheiß Lebensunterhalt damit verdienen. Großteil meines Jobs ist es, auf Anfragen von Streamern und Presse zu reagieren. Hm. So. Und wenn ich dir jetzt sage, wie viele Leute sich bei mir schon für Dizzy ausgegeben haben, da fällst du vom Hocker. Was? Echt? Nee, wirklich? Ja, natürlich. Hey, mein Name ist Nils, auch bekannt als HC-Dizzy irgendwie, bla. Und ich hätte mal gerne 10 Keys für Crosscode, bla. Tschüss. Nee. Teilweise mit Fake-E-Mail-Adressen und so ein Kram, die sogar halbwegs, die nur einen Punkt oder ein Zeichen Unterschied haben von seiner richtigen E-Mail-Adresse. Alter, das ist dreist. So. Wow. Ja. ich kenne euch nicht mal, weißt du, aber hey, schick schon mal E-Mails raus. Guck mal auf unsere Facebook-Seite. Ja, irgendwo habe ich mal ein Bild veröffentlicht, was ich gemacht habe. Und zwar, das war letztes Jahr Weihnachten. Findest du garantiert unter Bilder, die bei Facebook gepostet haben. Vielleicht kann auch jemand mal aus dem Chat das raussuchen. Hat was mit so Keys zu tun und es ist eine E-Mail, die ich einfach nur gescreenshottet habe. Könnt ihr
wär ich sehr verbunden, wenn das jemand machen würde. Aber was ich gemacht habe, im Endeffekt, da kam nämlich auch irgendeiner an, hat gesagt, er ist der John von Game Informer. Und hat tatsächlich irgendwie als E-Mail-Adresse gehabt, weiß nicht mehr, was er da hatte. Irgendwie john.work. Hast du nicht gesehen? @ Google Mail. Was mir tut, aber ich weiß, dass die Jungs von Game Informer mich, wenn, dann würden sie mich anschreiben über die Game Informer-Adresse. Außerdem habe ich den Typ, um den es damals ging, habe ich im Skype gehabt. Und dann habe ich ihm zurückgeschrieben, ganz höflich, hey, cool, dass du schreibst, wie geht's übrigens dem und dem, hier hast du deine Keys, der wollte dann auch irgendwie vier Keys, und habe die Keys einfach in Leadspeak umgeschrieben und so aufgebaut wie reguläre Steam-Keys, und in Leadspeak stand da, ja, fuck off, und probier's nicht nochmal, aber viel Glück beim nächsten Versuch. Das ist kein Scheiß, also gerade zu Release-Stoßzeiten, ja, wenn ein Spiel frisch rauskommt, muss ich jede verdammte Anfrage separat prüfen. Ja. Es ist krass. Ihr habt keine Ahnung, wie viele Fake-Anfragen da reinkommen, die sich als sonst wer ausgeben. Ich habe noch nie irgendwo irgendwie angefragt. Solltest du mal machen. Du kriegst die Keys immer. Ja. Das ist ja kein Problem. Ich kaufe die immer. Deswegen bin ich so froh, dass es solche Seiten wie Keymailer oder Terminals gibt, die mir diese Arbeit abnehmen. Aber das ist völlig gaga, was da teilweise für Anfragen reinkommen. Mit einer Dreistigkeit. Diese Keys. Ja, das gibt es auch Fachartikel dazu auf Gamasutra gepostet oder auf Polygon. Ja, Marie, gib mal Keys, genau. Genau solche Anfragen sind das. Das ist echt, die sind so kackdreist mitunter. Das ist krass, also in einem Tonfall, die auch kommen. Ja? Die sind schlimmer als mein verbaler Ausfluss. Das ist Wahnsinn. Und da gibt es Artikel dazu. Das hat mein Entwicklerstudio auch selber probiert, ja, um nur mal zu gucken. Von 150 Anfragen haben die 70 Keys bekommen von irgendwelchen Indie-Studios. Weil nicht jeder die Zeit hat, das zu prüfen. Und was dann passiert ist, diese Keys landen auf G2A. Deswegen, liebe Kinder, schreibt eure E-Mail-Adressen auf dein Twitter-Profil, damit die das gegenchecken können. Genau, sonst kriegt ihr von mir zum Beispiel gar nichts. Entweder Twitter, meinetwegen schreibst du auf Twitch irgendwo hin, auf YouTube oder sonst was, oder fragt über Keymailer oder Terminals an, dann komme ich damit klar, dann kann ich das machen. Ansonsten schreibe ich euch nämlich einen ziemlich geilen Blödsinn zurück. Ja, Keymailer und Terminals kann ich auch empfehlen. Und, wie ist das andere? Ah, da hat es jemand gefunden, glaube ich. Ja, ich habe es schon gesehen. Nice try, fing's an. Es gibt noch eine andere Seite, warte mal, wie heißen die nochmal? Mit W, ach shit. Suche ich mal eben raus. Ja, du Distribute und so. Ja. Mist. Ja. Ach, Woovit. Woovit heißt die. Ja. .com. Aber ja, wie gesagt, also das ist echt übel. Also, pff, heilige Scheiße. Das gilt übrigens nicht nur Stunden. G2A, ne? Also da gibt es noch andere Seiten. Das krasseste übrigens, was ich mal hatte, das war ein YouTuber. Also beziehungsweise der hat eine YouTube-Seite aufgebaut mit 1000 Followern und Videos, die auch jeweils so 1000 Klicks hatten. Und genau das hat mich stutzig gemacht, weil jemand, der 1000 Follower hat, hat in der Regel nicht 1000 Views pro Video. Das ist ja ungewöhnlich. Aber mein Gott, ich bin auch ein Freund von kleinen Streamern. Wenn mir deren ihren Content gefällt, dann gebe ich denen auch einen Key. Ja? Das ist dann eher so eine persönliche Sache. Und dann habe ich mir halt angefangen, mal die Videos anzuschauen, weil es hat mich so ein bisschen stutzig gemacht, weil seine Anfrage war eigentlich total nett. Und dann habe ich festgestellt, das waren alles geklaute Videos, die er von irgendwelchen anderen Channels runtergeladen hatte, bei sich wieder hochgeladen hatte. Und irgendein Bot hat drüber laufen lassen, dass die 1000 Views haben. Mhm. Und das hat mich ohne Scheiß so 17 Minuten damals gekostet, das rauszufinden. Jetzt rechne das mal auf den Tag hoch, wenn hunderte Anfragen kommen. Und ich kann dir sagen, wenn ein Spiel wie Search rauskommt, dann ist meine E-Mail-Box, dann habe ich Crunch-Time. Dann sitze ich am Sonntag hier. Und geh die Scheiße durch, ja? Und darf ich mit so einem Mist um. Also, jemand, der so viel Zeit aufgewendet hat, einen YouTube-Kanal zu faken und aufzubauen, um Keys zu ergattern, der ist ja nicht dumm. Ja? Warum verdient er nicht Geld und kauft sich die Scheißspiele einfach? Ja, weil er damit seinen Lebensunterhalt verdient. Vielleicht. Ja, was anderes kann ich mir da nicht vorstellen. Ja, aber der hat nur einen Key angefragt. Ja, normalerweise bei dir. Ja, bei dir.
Ja. Aber überleg mal, wie viele Studios der anschreiben wird wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Es ist echt... Ich komme da gar nicht drauf klar, dass irgendeiner in meinem Namen da irgendwo ja, hingeht, doch, weil auch. Ich bin ja nur... Du bist nicht klein. Ja, aber das hat mir noch nie einer gesagt. Deswegen, also ich habe meine extra in Dings reingeschrieben. Also du kannst die sowohl bei Twitch sehen als auch bei Twitter. Und ich habe mir auch extra eine angeschafft mit meiner eigenen URL. Also meine kannst du nicht mehr faken. Ja. Das geht nicht. Genau deswegen habe ich das. Freaky DJ TV, doch über Keymailer oder solche Services ist das kein Problem. Also wenn die Leute darüber anfragen, kriegen sie von uns die Keys. Wenn die für uns interessant sind und von der Zielgruppe her passen. Also ja. Mir wurde mal immer gesagt, man soll sich verifizieren können, dass das wirklich du bist halt. Ne? Weil sonst antworten die auch gar nicht mehr. Ich habe zum Beispiel, ich habe auch letztens gerade versucht, jemanden zu schreiben, habe ich nie eine Antwort drauf gekriegt. Manchmal einfach einen Hörer in die Hand nehmen, anrufen. Ja, ist ein bisschen schlecht. Ich spreche kein Russisch. Oh. Ja. Ja, okay. Ist dann. Aber ja, also es ist so, ne? Ja, Kinder, spielt nicht mit den Schmuddelkindern. Kauft nicht bei Keystores. Dreistigkeit kennt keine Grenzen. Nee. Ja. Ich bin immer wieder erstaunt, wie dreist die Leute teilweise sind. Ich auch. Das echt probieren. Da denkst du, du hast schon alles gesehen, ne? Und dann... Ich habe überlegt, irgendwann mal dazu so eine... Weil mir, es geht ja nicht nur mir so, ja? Dieses Problem haben ja auch andere. Dass man irgendwie eine Aktion dagegen mal startet. Keine Ahnung. Den bewusst gebannte Keys schickt. Weil das Witzige ist, dann gehen nämlich deren ihre Account-Ratings bei G2A runter, weil die schlecht bewertet werden und so ein Kram. Also eigentlich darfst du denen nur noch geblockte Keys schicken. Erst wenn die Leute sich beschweren, so, hey, der Key geht nicht, dann sagen, okay, hier hast du einen richtigen, weil du hast es wenigstens bei dir einlösen wollen. Ja, das ist verrückt. Das ist super freaky. Ja. Und dann, also die Buden, die pumpen ja so viel in ihr Marketing, das ist ja, die stehen halt als White Knights da dann am Ende. Ja. Das, ja. Ja, weil jeder Streamer 3 Cent pro verkauften Key bekommt bei denen. Und dann, die machen es genauso wie die. Das reicht nicht mal. Weißt du, was Keyshops bezahlen? Ja, an die Großen, natürlich. Nee. Weißt du, was ich für Angebote kriege? Alter, da legst du dich nieder. Du bist ein Großer. Naja, ich sehe mich jetzt nicht so groß an. Ja. Aber weißt du, was ich für Angebote kriege? Da legst du dich nieder. Ja, ja. Also das abzulehnen, alter Verwalter, das ist manchmal schon ziemlich schwer, weil das ja, natürlich. Ist richtig gutes Geld. Die müssen ja, auch ordentlich Image waschen. Für ihre Geldwäsche. Alter, also ohne Scheiß, da legst du dich wirklich nieder, was du dafür angeboten hast. Ja, aber kleiner Tipp, don't. Vor allen Dingen, weil du kriegst dann auch keine Keys mehr irgendwann. Ja? Wie, ich weil, sowieso nicht. Ich habe mich vor Jahren habe ich mich davon losgelassen. Ja. Also ich habe nicht weil, einen einzigen. Ich würde nicht mal einen Legit-Keystore nehmen. Wenn ich auf einem Humble auf einer Streamer-Seite ja gut, wenn ich auf einer Seite von einem Streamer G2A sehe, der kriegt von mir keine Keys. So einfach ist das. Ist mir scheißegal, wie groß der ist. Ja. Weil, ganz ehrlich, aber wenn ich mit Kriminellen zusammenarbeite, dann werde ich halt auch behandelt wie ein Krimineller. Gehangen mit gefangen. Ja, wenn du beim Bankraub nur im Auto sitzt und hinten wartest und nicht mal der Fluchtwagenfahrer bist, aber du bist im Auto, dann bist du halt mitgefahren. Sorry, Pech. Nun. Jo. Ja. Was hältst du von Nintendo Labo? Wurde vorhin gefragt. Schauen wir mal. Es ist Nintendo. Ja. Find die Idee lustig. Es ist so ein bisschen Bloxels umgekehrt. Ich weiß nicht, ob ihr Bloxels kennt. Okay. Könnt ihr googeln. So ein. Da kannst du quasi aus Pappe, da, also so mit so, so. Hießen diese Sachen früher, die, wo du so einzelne Punkte auf so eine Platte steckst. Kannst du dann so abfotografieren und dann wird daraus ein Level gebaut und so ein Kram. Ach und so. Du kannst es dann spielen, das ist ganz lustig. So AR-mäßig oder was? Ja, so ein bisschen AR-mäßig. Läuft in den USA sehr gut, in Deutschland irgendwie hat sich das nicht so durchgesetzt. Bloxels kann ich nur empfehlen, ist sehr lustig. Jedenfalls das dann halt jetzt irgendwie so ein bisschen nochmal so eine ganz andere Form davon. Ich finde es spannend. Ich habe keine Ahnung, wie es funktioniert, also ob das funktioniert so auf dem Markt oder nicht.
Schauen wir mal. Ich bin echt gespannt. Also, ich habe keine Meinung dazu, weil ich kein Switch-User bin im Endeffekt. Hm. Ich sehe die Dinger immer feucht werden und kaputt gehen. Das ist so mein erstes, als ich mir die Vorstellung gesehen habe von Nintendo. Ja. Ich habe das auf Twitter gesehen. Ich weiß, man fragt Damen nicht nach dem Alter, aber bist du so alt, dass du noch hier die Pappschachteln zu Hause stehen hast und spielen? Also ich habe die noch stehen, die sind, die haben es überlebt. Ich bin älter als du. Ha? Ich bin älter als du. Oh. Also dann hast du auch noch Pappschachteln. Hm? Ja, dann hast du auch Schachteln. Ja, so. Aber mit denen habe ich nicht so wild gespielt, da habe ich mir nicht so einen Raketenrucksack, hast du gesehen, wenn die Dinger aufgehen kommt halt, ich weiß nicht, kommt halt auf den Preis drauf an, aber ich glaub auch ehrlich gesagt nicht, dass die Leute, ich glaube, die kaufen sich das. Und dann probieren die das 3-4 Mal aus mit einer Pappe und dann kaufen sie die nächste Pappe. Kommt ganz ehrlich, ich würde es auch kaufen. Ja, siehste. Ja. Wäre ich 10 Jahre alt, würde ich mir diesen Robo-Rucksack kaufen und damit voll abgehen. Ja, der Rucksack war... Also es war halt, Scheiße, ich habe das gesehen, habe mir wieder gedacht, Mann, fuck you Nintendo, warum bist du so eine blöde Dreckspissbude und machst immer so eine Scheiße, die geil ist? Und das ist das Problem an dieser Fickbude. Die machen immer so Sachen, die gut sind. Das ist genauso wie scheiß Apple. Apple ist genauso ein Drecksverein. Und dann sitzt du jedes Mal davor, fuck you Apple, ich will deinen Scheiß nicht kaufen, aber es ist trotzdem gut, Mann. Leck mich am Arsch. Eigentlich will ich dich hassen, aber ich liebe dich. Und so ist das bei Nintendo auch. Und dann sitzt du davor, guckst dir so einen Dreckspappkarton an, wie der 70 Euro kostet. Und dann sagst du so, ja, ich will das haben jetzt. Mama, kauf mir das jetzt. Ich bin alt genug, ich kauf's allein. Mich haben sie erst gehabt, als man gezeigt hat, dass man die verschieden hübsch machen kann. So, ne? Mädchen halt so. Oh, was für eine tolle Idee. Kannst du so machen, kannst du so aussehen lassen. Das ist ja ganz nett. Aber am Ende saß ich dann wieder da und habe mir gedacht, was habe ich mir da eigentlich gerade angeschaut? Die machen aus Karton Dinge, die du dann in Spielen benutzen kannst. Hat Nils jetzt eigentlich fertig geraged? Ja, nee. Ach, das war nur... So schlimm war das noch gar nicht. Das dafür haben wir übrigens ein eigenes Emote da draußen. Ihr könnt das gerne benutzen. Noch nicht. Ach nee, noch nicht für alle. Kommt aber, rutscht nach. Ja, rutscht nach. Nächste Woche. Ich find's, ich weiß noch nicht. Mal gucken. Ja. Es ist eigentlich nicht mal Ragen. Es ist halt wirklich so, das ist die traurige Wahrheit so. Eigentlich ist es scheiße, völliger Bullshit für ein Stück Pappe 70 Euro auszugeben. Und ja, eigentlich war das gerade voll die hasserfüllte Liebeserklärung. Ja, mehr oder weniger. Das ist einfach schwierig. Es ist eine schwierige Thematik. Und nee, ich habe keine Switch gekauft. Nee. Ich würde gerne diesen Robo-Anzug in Aktion sehen, wie genau der funktioniert, weil du hast ja diese 4 Bänder und dann hast du hier vor deinem Kopf dann quasi die Switch hängen und dann bewegst du dich irgendwie und über irgendeinen Mechanismus in dem Rucksack weiß der dann, dass du quasi einen Schritt vortrittst und so und kannst dann quasi so halb VR-mäßig mit Körper halt irgendwas machen. Das finde ich so abgefahren. Aber ich bin halt die ganze Zeit. Ja, weil das so funktioniert und an den Füßen hast du dann auch so ein Band und ich bin halt viel zu groß dafür. Das ist das Problem. Die bringen halt einen Teil für 10-Jährige raus, nicht für 30-Jährige und dann, ja, schade. Zu alt, 20 Jahre zu spät geboren. Aber das Klavier kaufe ich mir. Auf jeden Fall. Eine Chatrunde Mitleid. Weißt du, ne? Du bist dann der coole Onkel. So, weil dir der Rucksack nicht passt oder was? Ja, der wird doch viel zu klein für mich. Der ist doch egal, der passt bei mir auch auf den Rücken. Das klebst du einfach an mit doppelseitigem Klebeband oder ein bisschen Tippe hinten am Rücken. Gaffer ran. Schatz, kleb das mal fest. Ich will jetzt Nintendo spielen, Mann. Panzertape fixt alles. Richtig. Einfach zusammen MacGyvern und gut ist. Ja. Ich hasse mich dafür, dass ich ein Streamer bin. Ich muss die ganze Scheiße mal kaufen, obwohl ich es nicht mag. Weil der Switch genau dasselbe. Wochenlang mit mir rumdiskrepanzt und dann guckst du diesen blöden Store. Mann, ich will jetzt doch eine haben, Mann. Würde mit der PS4 Pro auch so sein dann irgendwann. Oh Mann, das Monster hat das stürzt immer ab. Ich kaufe mir jetzt einfach nur Nintendo. Ich kaufe mir jetzt so eine Pro. Leck mich hoch. Und den scheiß Controller für 70 Euro auch. Fick dich. Der ist mit dabei bei der Pro. Achso, du meinst bei Nintendo. Ja. Ja. Hol dir den von übrigens Xenoblade Chronicles, den Controller. Der ist ein bisschen besser. So? Der ist neuer und deswegen besser verarbeitet. Das ist, weil das Steuerkreuz ist ein bisschen... Kostet 90 Euro, oder was? Nee, kostet genauso viel. Mhm. Ich habe noch eine Frage. Ich weiß nicht,
Wie sehen eure Zukunftspläne so aus? Weil Sleth zum Beispiel hat vorhin gefragt, ob es schon einen Teaser für ein neues Game gibt, ob es Souls-like bleibt oder komplett was anderes. Wie sieht eure Zukunft so aus? Wir arbeiten an einem unangekündigten Projekt, mehr darf ich nicht sagen. Aber so geht halt mal logisch an die Sache ran. Ja. Wir sind hier im Internet, hier gibt es keine Logik. Logik? Das sind Pappkartons. Aber euch, die Frage, glaube ich, darf man stellen. Euch geht's gut, ja? Es wird was kommen. Wir stellen nach wie vor ein. Wir haben auch während und nach der Entwicklung von The Search jemanden freiwillig gehen lassen, glaube ich. Also vielleicht schon mal, aber also so, wie gesagt, dass Leute irgendwie woanders hingehen oder so weiter, geht immer mal. Oder auch das in Gründen, aber wir stellen nach wie vor ein. Es kommt endlich ein neuer Teil von Enk raus. Wir haben nicht aufgehört einzustellen, was eigentlich immer ein ganz gutes Zeichen ist. Ich habe Ank damals. Also ich bin eine Fortsetzung. Okay, stopp. Das war was? Pixelbrei. Ach nee, das Emote haben wir noch gar nicht, ne? Pixelbrei. Nee, noch nicht. Komischerweise vernünftig hören. Auch Soundbrei gerade, also. Bei mir? Hm. Ja, volle Programm. Ja, dann redet ihr. Nee, jetzt geht's. Ach, jetzt geht's. Achso. Ja, jetzt geht's. Jetzt habe ich vergessen, was ich lese gerade hier Crosscode auf die Switch und so weiter. Jetzt habt doch mal Geduld. Ja? Mein Gott, das Ding ist immer noch im Early Access auf dem PC und wir sollen schon auf die Konsolen bringen. Geduld. Vielleicht kommt da ja noch eine Ankündigung, wer weiß. Ist das etwas, was bei euch immer so mit im Auge ist, dass die Sachen eben auch auf der Konsole erscheinen. Also für mich als die Sachen, Konsolero, die wir kommt auf das Team drauf an. Hm. Also ich meine, wir arbeiten vor allen Dingen mit Startups zusammen oder Leuten, die an ihrem Erstlingswerk quasi schrauben. Und also nach Möglichkeit, also je nach Spiel beraten wir die Leute auch dahingehend auch mal, das vielleicht eine Konsolenversion zu machen. Ich meine, sagen wir mal realistisch, selbst wenn das Spiel am Ende kein Erfolg ist, weil der Markt ist knallhart und auch meine Mittel oder unsere Mittel sind immer wieder begrenzt oder kommen an ihre Grenzen, ja. Wir haben nicht ein Kapital wie in Electronic Arts, um einfach so zu sagen, ja, puff, hier ist unser neues Indie-Spiel. Da. Kauft's alle. Es reicht ja, wenn ihr zwei Konsolen, also wenn ihr Nintendo und PlayStation ab, das reicht ja schon. Indies funktionieren übrigens auch ganz gut auf der Xbox. Was? Also kein Witz. Wer? Irgendwas funktioniert auf der Xbox. Also Indie-Spiele funktionieren auch ganz gut auf der Xbox. Ja, die funktionieren überall gut. Ja, also. Hallo, die Xbox ist eine gute Konsole. Sie hat nur keine vielen Exklusivtitel. Ich hab auch zu Hause eine Xbox, aber das liegt eher daran, dass ich mit dem Controller besser klarkomme als mit dem PlayStation Controller und mir die Exklusivtitel meistens eigentlich auf beiden Plattformen völlig egal sind. Hm. Bloodborne? Pass auf, was du jetzt sagst, Freundchen. Du hast Bloodborne ist eine Ausnahme. Okay. Aber ich meine, Ausnahmen hast halt überall. Unser Hamburger Studio, die haben gearbeitet zuletzt an Trans Road, davor Trans Ocean. Was die gerade arbeiten, also die gibt's immer noch, sagen wir es so. Mehr darf ich nicht sagen. Sag mal, darfst du eigentlich hier in der Öffentlichkeit sagen, dass du auch Bloodborne spielst? Ja. War eigentlich mehr eine Scherzfrage. Es gibt übrigens auch PlayStation-Controller, die das Layout von dem Xbox-Controller haben. Ja, aber und gut verarbeitet sind. Ja. Also, wie gesagt, PlayStation-Pro-Controller? Ich habe mich mittlerweile so dran gewöhnt und ich habe da mein Prime drauf und alles und irgendwie verknüpft. Ist kein Unterschied. Da ist kein großer Unterschied. Also nicht direkt von Sony, aber. Von Razer gab es einen. Ja. Oh ja, okay, komm, brauchen wir nicht weiter drüber reden. Razer, die ersten beiden Buchstaben haben schon recht gut, brauchen wir nicht. Crosscode sieht gut aus. Wenn euch Crosscode gefällt, schaut euch auch ruhig mal Wartile an, kann auch nicht. Der Rest ist abgehackt. Oh, wenn den Leuten Crosscode gefällt, die können sich auch gerne mal Wartile anschauen, das kommt auch bald raus. Auch von euch. Ein bisschen, ja, gepublished, muss ja ein bisschen Werbung machen. Warte mal, wo habe ich denn letztens von Wartile noch gehört? Im Filmanstream. Ah, stimmt. Wir haben es abends sogar noch ein bisschen gespielt. Stimmt, Mist, ich hab's verpasst. So
Strategie. Eine Hommage an Tabletops, beziehungsweise an doch, eigentlich ist es so ein Board Game coming to life und so. Das sieht echt schön aus. Das sieht fucking schön aus. Du hast da diese Hexagone und dann gehst du halt mit den Männchen rum, aber die sehen dann halt richtig gut animiert aus und alles ist so viereckig, aber irgendwie auch, ja, das sah schön aus. Marie meint, du warst eh nur da, um Research zu flamen. War das dieses Spiel, was so ähnlich ist wie Dark Souls? Ich habe, ja, glaube so ich, bisschen. Davon gehört. Du meinst eher das Spiel, was, also du meinst eher Dark Souls ist so ähnlich wie The Surge, oder? Ja, ja, genau. Richtig. Nur mit mehr Gegner. Okay. So. Okay. Nee, Wartile, muss ich sagen, Wartile sah echt, das gucke ich mir mal an. Ist auch, auf die Wishlist. Weil da irgendjemand sagt, wie Hitman to go. Na, sagen wir es mal so, es ist von ehemaligen Hitman-Entwicklern. Wait, what? Yes, und Dan. Mach ein Spiel zum Thema Wikinger. Die hatten, das sind aber teilweise ehemalige IO Interactive-Leute, mit denen wir da arbeiten. Ganz cool. Oh, da muss ich aber mal reingucken. Hitman ist immer so, was, da sind Leute von Hitman, hallo? Ja, die haben ziemlich geile Ideen auch. Ja, Hitman. Die haben auch Hitman gemacht, hallo? Ja, Hitman ist großartig. Danke. Die haben auch Echo gemacht. Aber Hitman Go ist ja was anderes. Also, ja. Es gab auch Lara Croft Go, also. Ja. Oh, Sali. Was denn? Lass doch den Zauber über Hitman jetzt bitte. Geh doch nicht wieder auf die dunkle Seite mit Hitman Go. Hitman Go war auch nicht schlecht. War lustig. Ja, aber es ist die dunkle Seite von Hitman. Okay. Aber da kommt auch ein neuer Teil von raus in Hitman. Da gehen die Wishlist-Zahlen hoch. Job erfüllt. Woo! Ja, IO hat sich gerettet. Die sind rausgegangen, ja. Siehst du das live, wie viele Wishlist-Einträge kommen? Wenn ich mich jetzt einloggen würde ins Backend und so weiter, ja, würde ich das live sehen. Okay. Hier, drück mal drauf, Freunde. Danke. Guck mir das jetzt an. Müsst auch nicht. Wenn es euch nicht gefällt, kauft es nicht. Das ist auch okay. Völlig gut. Alles fein. Oh mein Gott, ich liebe diese Spiele. Okay. Shut up and take my money. Nee, ich mag die mag ich wirklich sehr gerne, die Spiele. Unglaublich gerne. Ist übrigens kein Turn-Based, nur zur Info. Mhm. Den mag ich's nicht. Spaß beiseite. Also es ist erstmal ungewohnt, aber sobald du einmal dann dich dran gewöhnt hast, ist das ziemlich freakig und ziemlich geil. Also das ist wirklich so ein Mind-Twist dann im Kopf, der dann irgendwie so stattfindet. Ich finde das, weißt du, was ich richtig schön finde? Was ich unglaublich toll finde, ist diese Mischung heutzutage aus Indie, also ich sag jetzt mal Indie im Sinne von, da baut jemand so ein Tabletop-Ding. Ja. Ich sag's jetzt einfach mal so salopp, es tut mir leid, ich will da keinem bei euch auf die Füße treten. Und dann hast du aber diese sexy Grafik dazu. Ja. Und da bin ich instant, habe ich Bock auf das Spiel. Mhm. Aber instant. Weil scheiß auf AAA und den ganzen Käse. Weil da siehst du nämlich, bei dem Ding siehst du, da hat sich jemand mal wieder was getraut. Ja, also ich sag mal, ja, Filmann war letztens bei uns und Marie auch. Es kommt halt auf den Production Value an. Also ich mag Spiele mit einem hohen Production Value. Das heißt einfach so, wo du merkst, so, das ist stimmig. So richtige Bombe-Monster-Grafik. Ganz ehrlich. Das ist keine Aussage dafür, wie gut ein Spiel ist. Ja, absolut nicht. Das wollte ich damit nicht sagen. Nee, am Ende müssen alle Komponenten eines Spiels ineinander greifen. Und erst wenn das erfüllt ist, hast du ein gutes Spiel. Und jetzt so die Sachen, die wir eigentlich als versuchen rauszubringen als Publisher, da versuchen wir eigentlich schon eher so darauf zu achten, dass das alles irgendwo ineinander greift. Klar kann es sein, dass du dann trotzdem irgendwie mal einen Titel auf den Markt bringst, der Markt vielleicht vorbeidesignt wurde oder auch nicht das geworden ist am Ende, was man sich selber vorgestellt hat. Das gibt's, das passiert und die Gründe dafür sind zahlreich. Ja, aber eigentlich versuchen wir so Titel zu unterstützen, die
die das mit sich bringen, ja, die irgendwie so dieses gewisse etwas haben, was sie irgendwo hervorheben kann. Die einfach vom Production Value her geil sind. Deswegen persönlich, ich muss es einfach sagen, ich feiere Crosscode bei mir zum Beispiel super hart, weil ich mag nicht mal unbedingt so gerne so JRPGs, aber ich liebe Secret of Mana und das Ding ist einfach so nah dran und der Aufwand, der da einfach dahinter steckt, dieser Produktionsaufwand, der da drin ist und die Liebe und das Schweiß und das Blut, das merkst du einfach und das merkst du auch bei Wartile so krass. Mhm. Merkst du auch bei anderen Titeln, die wir haben, sei das jetzt Flat Heroes oder Shift Happens, mein Gott, aber da steckt einfach so viel Liebe drin und das merkt man an so vielen Ecken und Enden wieder. Deswegen unterstütze ich diese Spieler. Nee, wir sind nicht an Star Citizen beteiligt. Sonst wäre ich auch gar nicht eingeladen worden. Hä? Sonst wäre ich auch gar nicht eingeladen worden. Echt? Oder hätte ich das jetzt rausgefunden, hätte ich euch rausgeschmissen. Aber das wird dir. Kommt bei mir nicht ins Haus. Ja, zum Glück hast du hier nicht das Sagen. Aber für einen kurzen Moment kannst du kurz mal dran glauben. Hier ist ja zum Glück Mehrheit und 2-1, verstehst du? Ja, gut. Ja. Ich habe letztens Last Chair Standing. Habt ihr euch das Spiel schon mal angeguckt? Nee. Das ist echt großartig. Wie ist das, das wo man so mit diesen Bürostühlen durch... Ja? Okay, ja. Das fand ich mega witzig. Das finde ich mega witzig, ey. Das du bist auch garantierter jemand, der dann Genital Jousters spielt oder so, ne? Bitte? Du bist doch dann auch jemand, der dann sowas wie Genital Jousters spielt. Was ich würde das spielen, Genital wenn man das streamen könnte auf Twitch. Ach so. Was ist das denn? Ach, Chat, poste mal jemand den Link. Gibt's das bei Steam? Ja. Was ist das mit dem Gemüse? Gemüse, ist doch nicht ja. Essen? Also, eher so mit so Würstchen, würde ich behaupten. Okay, ja, ja, das Witzige ist, ich habe vor 2 Tagen darüber gesprochen, weil Lebensmittel ein Thema war. Ja, aber das darf nicht, ich habe gehört, das darf nicht gestreamt werden auf Twitch. Nein, darf nicht. Ich wusste, ich würde es so gern spielen. Ich wusste das, Mann, ja, ey. Das ist... Ja, das will ich spielen, eiskalt. Was ist los? Ja, das dürfen wir nicht. Was sagt Micha zum Secret of Mana Remake? Für First-Timer. Uff. Das ist eine rein persönliche Aussage jetzt. Die hat nichts mit Deck 13 zu tun. Ja? Weil das ist so persönlicher Geschmack. Ich werde das Secret of Mana Remake garantiert nicht spielen. Weil ich habe mir tatsächlich die SNES Classic geholt, um wieder Secret of Mana spielen zu können. Hm. Nur wegen Secret of Mana habe ich das Geld rausgehauen. Der Rest war mir völlig egal, was da drauf ist. Ich wollte wieder Secret of Mana spielen. Aber das Remake werde ich nicht spielen. Mein Stil. Also irgendwie sagt mir das nicht zu. Hm. Ich freue mich schon drauf. Echt? Hm. Ist okay. Ich wünsche dir viel Spaß dabei. Ich hoffe, es wird gut. Aber rein stilistisch und optisch ist es so, dass ich habe keine Nostalgie für Secret of Mana. Ich habe es damals nicht gespielt. Ich wollte es immer spielen, aber ich hatte keinen Super Nintendo. Renn in der Hölle. Lösch dich. Ich habe ein NES gehabt und ich habe den ein Jahr bekommen, akzeptiert, bevor der Super Nintendo rauskam. So, ich war 6 Jahre alt. Meine Eltern wollten mir nicht ein Jahr später noch eine Konsole kaufen. Und dann muss ich bis zum N64 warten. Klingt nach einer traurigen Kindheit. Nein. Ich hatte damals immer nur einen PC. Von daher, keine Ahnung. Ja. Nun. Ich kenne diese Spiele alle gar nicht. Ach, Dizzy. Warum bist du nochmal Gamer oder so Streamer oder so? Weil. Da kommt dann der Troll in mir hoch. Ich weiß einfach zu viel über Spiele, das ist schlimm. Ich weiß auch eine Menge über Spiele, ja, aber aus der jetzigen Zeit. So, halt auch noch von damals. Da war ich draußen. Verstehst du? Da kann ich wieder Anekdoten erzählen, was ich für eine Scheiße gemacht habe. Wahrscheinlich 10-mal so viel wie du. Wahrscheinlich. Ja, ich könnte dir Anekdoten erzählen, was ich schon wieder im Rahmen von irgendwelchen Projekten abgezogen habe. Ja gut, bei mir ist alles live, die letzten 4 Jahre. Ja. Meins kannst du alles nochmal nachgucken, wenn du möchtest. Meins zum Glück nicht. Siehst du? Nein, aber ich habe damals gar nicht gespielt, nee. Nee, nee. Ich habe sehr spät angefangen, 2001.
Mit diesen ganzen Mario und was ihr da immer alle für Spiele erzählt, da sitze ich immer hier. Okay. Alles klar. Ich kann mir das heute auch nicht mehr reinziehen, ne? Also wenn jetzt jemand sagt, so Secret of Mana und ich würde mir das angucken. Großartig. Dann sitzt ihr auch heute davor. Noch wunderbar. Also es, das Einzige, was bei Secret of Mana ein bisschen gelitten hat, ist so ein bisschen die Steuerung. Der Rest funktioniert immer noch wunderbar. Sogar optisch. Ohne Scheiß. Ist gar nicht so, also ist echt nicht verkehrt. Wenn du es so als Indie-Game betrachten würdest, von der Optik her, funktioniert es auch heute noch. Nicht ganz so präzise von der Steuerung, das ist ein bisschen doof. Ja, nee. Du hast ja jetzt einen Switch. Ja, und? Eben. Ja, da jetzt... gibt es nicht mal Mega Man drauf. Meint ihn dann mal nein. Und nicht mal Metroid. Nee, Metroid kommt aber. Ich wollte Metroid spielen. Metroid kommt. Ich hab da vorgesessen und denke mir so, Mann. Auf Metroid hätte ich jetzt richtig Bock und dann gebe ich die Scheiße ein. Noch nicht. Ich hoffe, die bringen noch Metroid Prime 1 bis 3 raus, bevor dann Metroid dann guckst 4. du nach Mega Man. Denkst du, dieses blöde Kackding für 400 Euro kann das? Nee. Dafür musst du dir nämlich extra nochmal für 60 Euro so einen kleinen Schmutzkasten kaufen, wo die Scheiße mit drauf ist. Anstatt du das in diesen Kackladen mit reinmachen. Nee, kannst du vergessen. Ja, nee, schade. Ich hab grad nicht zugehört, sorry, was? Metroid, ich wollte Metroid spielen. Ich bin immer noch so... Alles gut. Ja. Verarsch mich doch nochmal. Einmal hast du so einen Moment, ne, wo du zurück in die Vergangenheit gehen willst und dann verarschen. Ich hab keinen Bock mehr jetzt. Ich dachte, du würdest eine Freude haben, wenn du Research streamen würdest. Wieso? Du würdest mich hassen. Gibt Ignorieren-Funktion. Und meine Mods sind sehr schnell. Meine Mods sind sehr schnell. Schauen wir mal. Nun, wollen wir zum Ende kommen? Jawohl. Mhm. Jawohl. Ja. Ich will noch wir nach Hause haben fahren. Übrigens heute kein Spiel mehr der Woche. Nee. Nee. Michael, du bist mit dem bekannt. Du hast das Schlusswort heute. Echt? Ja, du führst das Schlusswort sozusagen. Wir sagen jetzt alle Tschüss und dann kommt dein Schlusswort. Ganz am Ende. Du schließt hier den Laden heute. Jetzt noch nicht. Wir sind erst sagen wir Tschüss und dann du. Du kannst noch überlegen kurz. Hast du es jetzt verstanden oder soll ich nochmal erklären? Nee, ich bin nicht schwer vom Begriff. Ja, das hat sich gerade so angehört. Du wolltest schon loslegen. Nun gut, meine Damen und Herren, schönen Dank, dass ihr zugeguckt habt. Der 59. Plankenschnack war mehr oder weniger eigentlich ein Monolog, was ich persönlich immer sehr schön finde. Dankeschön, Michael, dass du uns in deine Welt mitgenommen hast und uns wirklich sehr viele schöne Dinge erzählt hast und auch gute Dinge und wichtige Dinge, die man, glaube ich, so gar nicht erfahren würde. Ich wünsche euch auf jeden Fall, Deck 13, sehr viel Glück und viel Spaß noch, dass ihr weiterhin tolle Spiele macht. Das wäre sehr schön und ich werde vielleicht das Third spielen. Mal gucken. Dankeschön für die ganzen Subskribierungen, die heute reingekommen sind. Ich glaube fast, wir haben sogar schon 2 Emotes freigeschaltet jetzt. Die 10er und 25er werden runterrutschen und da kommen neue drauf. Also habt ihr jetzt unsere 3 Gesichter und dann gibt es nochmal 2 extra. Das machen wir aber heute Abend alles fertig für den nächsten. Genau. Das Ganze wird dann wieder überall bekannt gegeben und so weiter. Ihr kennt das ja, folgt uns bei Twitter. Unten habt ihr den Link dazu. Und das wird hier nachher auch gleich geschnitten und wieder reingehauen für euch, dass ihr euch das noch angucken könnt. Ansonsten Dankeschön an die Regie, Dankeschön an alle Leute, die im Hintergrund arbeiten. Und Michael, nochmal vielen Dank von mir auch an dich. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht und bis denn, Hansen. Auf Wiedersehen. Bin ich jetzt dran? Nee. Ich mach mal. Michael, danke schön, dass du da warst, dass du dir Zeit genommen hast am Sonntag, so spät noch. Vielen Dank. Danke, dass ihr alle da wart. Ich wünsche euch einen wundervollen Start in die neue Woche. Einige werden wir sicher sehen auf der Dreamhack. Da freue ich mich sehr, sehr, sehr drauf. Ja, schön war's. Dankeschön. Schön mit Ö. Von mir auch, danke. Jetzt haben wir... Ich weiß gar nicht, hatten wir gar keine Twitch-News heute geplant, weil ich hatte die eigentlich vorbereitet. Aber gut, haben wir heute keine gemacht. Ups, das war doch so geplant. Ja, klar, oder? Natürlich war das geplant, weil heute hätte ich eh nichts Gutes zu erzählen gehabt, Twitch. Kommt auf Discord.
Ja, nee, machen wir in 2 Wochen, dann passt das auch ganz gut. Vielleicht haben sich bis dahin ja auch alle Probleme mit Premieren behoben. Und man kann wieder ganz normal Videos hochladen, ohne sie 30 Minuten lang in einer Warteschleife zu haben, während der man nicht streamen darf. Und ja. Danke, Michael, dass du da warst. Hat mich gefreut. Hast einen sehr guten Einblick gegeben in deinen Job. Die anderen haben es ja auch schon gesagt. Deswegen ziehe ich mich kurz. Ich habe heute echt Wortfindungsstörung. Fasse ich mich kurz. Danke für alle vor, hinter, neben und über der Kamera. Und wir sehen uns in 2 Wochen, beziehungsweise wir sehen uns morgen oder wir sehen uns diese Woche auf der DreamHack. Es würde mich sehr freuen. Jetzt bist du dran. Jetzt bin ich voll dran. Okay, erstmal vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Vielen Dank, Nils. Vielen Dank, Slab. Vielen Dank, Sally. Vielen Dank, Chat. Fragen. Ich hoffe, ihr hattet heute einen halbwegs unterhaltsamen Abend. Ich hatte ihn auf jeden Fall. Auch wenn mir meine Freundin schon geschrieben hat, dass sie jetzt versuchen wird, einzuschlafen. Und das heißt, ich darf sie dann nicht wecken, wenn ich nach Hause komme. Das heißt, ich war hier etwas länger als geplant. Aber das ist okay. Mir dafür umso mehr Spaß gemacht, hier zu sein. Und ich hoffe, dass ich ja die ein oder andere Einsicht oder Erhellung liefern konnte. Auch vielleicht einige Sachen besser nachvollziehbar gestalten konnte. Und freue mich auf ein weiteres Mal. Zukunft. Wir uns irgendwann. Auch. Spätestens auf der Gamescom sehen wir uns dann persönlich. Genau. In diesem Sinne, auf Wiedersehen, Chat. Tschüss. Tschüss.